Mabel. Oh, sie hat's gehört. Oh, Mabel, it's Mabel time. Vielleicht sollten wir sie nicht zu sehr starten, weil sie soll ja eigentlich weiter schlafen. Mabel time. Ah, okay. Mabel, Mabel, Mabel. Mabel, Mabel, mach mit deinem Schwanz. Ja, geht doch. Guck mal, da steht jetzt oben sogar Mabel Cam. Dann wissen alle Leute, dass es Mabel ist. Oh. Achso, ja. Könnte man ja denken, dass das Vic ist. So. Weil ich auch ein Hund bin. Dein Furry Suit. Der ist bei dir ein bisschen realistischer, ne? Machst du es ein bisschen besser als die anderen. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht wusstet. Hi. Da seht ihr, die Furry. Wieder am Start. Schönen guten Tag. Hallo. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ja. Ja, wir reden hier schon eine halbe Stunde, deswegen. Ja, so ein paar Minuten, wir mussten uns gerade zurückhalten. Ja, wir haben eigentlich vergessen, dass wir streamen wollten. Ja. Ich hatte gerade echt so, haben so ein paar Themen angesprochen, wo ich dachte, da würde ich jetzt am liebsten was sagen, aber irgendwie will man es ja nicht direkt verpulvern. Man will ja nicht. Jetzt ist zu spät. Ne? Jetzt doppelt ansprechen ist komisch. Wir haben noch ein, zwei Themen offen. So. Oh, es gibt ein, zwei Sachen, die wir bereden können. Ja, also es gibt so ein paar Fragen, die könnt ihr mir auf jeden Fall stellen, die habe ich noch nie bekommen. Max Bratwurst ist zum Beispiel eine Option, darüber kann man sehr viel reden. Mhm. Das ist sehr interessant. Geheimte von mir, by the way. Ja. Warte mal, isst du überhaupt Fleisch oder bist du... Nö, ich bin seit seit 5 Jahren Vegetarier. Ja, aber es gibt ja auch vegetarische Bratwurst. Ja, tatsächlich. Aber das ist doch keine echte Bratwurst, so, das darf man so nicht nennen, weil das ist ja gar nicht in dem Tierdarm und so. Also ich finde Tierdarm geil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schmeckt, wenn da keine Scheiße durchging. No placement, aber die von Rügenwalder Mühle sind schon ziemlich geil. Ja, von Rügenwalder Mühle, oder? Ja, super. Ja, das schmeckt alles eigentlich. Schon. Wollt ihr uns sponsern? Komm, sprecht uns an. By the way, hi, ich bin auch da, hi. Ich glaube, ich konnte die aber nicht essen. Das kann vielleicht sein. Ich kann die ganzen vegetarischen Sachen immer nicht essen oder viele nicht, weil die immer mit Weizen sind. Ich habe ja eine Weizenallergie entwickelt vor. Es gibt ja noch Seitan und so. Wobei, was besteht ist eigentlich auch Seitan? Pures Weizen. Seitan ist pures Weizenprotein. Also ist es quasi hochkonzentriert das, worauf ich allergisch reagiere. Wie wär's mit Seitan? Ja, gerne. Obwohl ich halt echt, ich hätte es gerne mal irgendwie probiert, aber. Vielleicht in einem anderen Leben. Ist einfach weiter cool. Fleisch. Genau, ganz easy. Ich esse die gute Bratwurst weiter. Ich brauch mein Steak jeden Morgen auf den Teller. Genau. Es gibt so Leute. Mein Bruder hat mir von mir so einen Kumpel erzählt. Der, wenn er Milchreis isst, brät er sich dazu einen Schnitzel. Weil halt unbedingt Fleisch dazu essen muss. Klingt ja nach meinem Dad, also. Ich meine, es schmeckt ja nicht, wenn du nicht weißt, dass da irgendwas gestorben ist für, ne? Also. Ich habe da nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also als ich Fleisch gegessen habe, natürlich weiß man irgendwo, dass es ein totes Tier ist, aber du hast ja nicht darüber nachgedacht, ne? Nee, weil man bringt es dir auch nicht wirklich bei. Du kriegst ja als Kind oder so, kriegst du einfach immer nur die schöne Bärchenwurst vorgesetzt. Und dann ist halt... Hat das so eine schöne Form? Ist ja, geil? Genau. Und es wird halt einfach gesagt, hier ist lecker, lecker Fleisch. Und dann denkst du halt nicht, dass es halt aus einer Kuh einfach rausgerissen ist und gebraten oder so. Denkt man halt als Kind nicht, wenn man es nicht gesagt bekommt. Ja, das ist true. Ich bin auch überhaupt erst dadurch Vegetarier geworden, dass wir draußen was gedreht haben. Und dann haben wir gesehen, dass Enten sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Also die haben sich gegenseitig angegriffen. Also ich weiß, ich kenne mich persönlich mit Enten nicht aus, aber es gab so 4 verschiedene Enten, die haben eine andere Ente wirklich, die wollten die zerfleischen. Und wir haben versucht, diese Ente zu retten, mehrmals. Und jedes Mal, wenn wir dazwischen kamen und wieder wegging, haben die wieder angefangen, diese Ente anzugreifen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, lass die Natur einfach machen. Wir können diese Ente nicht retten. Und ich war richtig traurig deswegen. Und am selben Abend sind wir chinesisch essen gegangen. Ich esse da so meine Ente und erzähle von dieser tragischen Geschichte. Währenddessen schaue ich auf mein Essen und denke mir so, hey, Moment mal. den kenne ich doch. Wollt ihr brutale Entenfakten? Ja, gib mir Entenfakten. Enten sind richtig heftig. Es ist zum Beispiel so, also Enten, die werden wahrscheinlich nicht versucht haben, sie zu töten oder so. Ich glaube, die vergewaltigen sich gegenseitig. Und es ist so, dass der Penis von der Ente ist wie so ein Korkenzieher. Ah ja, stimmt. Und die Vagina von der Ente ist auch wie so ein Korkenzieher, nur genau andersrum, dass es nicht matcht. Wait, what? Die sind super brutal. Ja. Wenn du dich über Entensex und sowas beliest, denkst du dir so, okay, what the fuck? Die sind auch mikrophil und sowas. Die sind also, legt euch nicht mit Enten an, liebe Kinder. Das ist vor allen Dingen eher wieder ein Grund, Enten zu essen, oder? Ja, theoretisch, ich glaube, ich fange auch wieder mit Fleisch an. Also dadurch, dass du mir jetzt diese Geschichte erzählt hast, haben die es irgendwo verdient. Ja, so ein Typ im Internet hat dir gesagt, dass Enten nicht cool sind, deswegen.
losziehen, Beinen abknallen. Ja, so ist es. Ich habe das irgendwo gelesen. Ja. Pass auf, sein Relentless. Er spritzt gleich wieder aus seinem Mund heraus. Wo hast du denn diesen Relentless her? Also das ist ja so ein Energy-Drink, der existiert eigentlich gar nicht mehr, in weil man den auslaufen lassen hat. Ja. Und deswegen habe ich den aus dem Ausland bestellt, weil ich das wieder schmecken wollte. Nur weil den einer umgekippt hat und alles ausgelaufen ist. Oh. Da gibt es auch eine Backstory mit Enten. Nein. und somit herzlich willkommen zum Space Radio Podcast. Unser lieber Gast heute ist Vic, the artist formerly known as, darf man den Namen überhaupt sagen? Oder, obwohl, du, auf Twitter gibt's ja iBlali, also früher mal, aber nicht mehr heute. Man kann ihn ja auch nicht verlinken, ist ja immer noch so, wenn du die URL quasi einmal gewählt hast, kannst du die ja auch nicht mehr ändern. Das heißt, wenn man die verlinkt, dann ist ja immer iBlali und so, aber... Also ich finde das jetzt nicht schlimm oder so. Also klar, als ich mich umbenannt habe zu Vic, beziehungsweise auf Vic diesen Main-Content gemacht habe, da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht mehr iBlali, ich bin Vic, nennt mich Vic. Aber jetzt denke ich mir so, ja, ist doch scheißegal. So. Also ich heiße ja auch auf Twitch iBlali, ich heiße eigentlich überall noch iBlali und deswegen juckt mich das nicht, ob mich jemand Vic oder iBlali nennt. Ja, und aber ich kann es, ja gut. Ist natürlich praktischer, wenn man dich unter einem Namen kennt. So, das ist halt bei uns zum Beispiel auch das Problem, wir sind halt... wir hatten ja alles auf drei Kanäle gesplittet und dann sind wir bei manchen... Hey, bist du nicht Space Frogs? Ja, genau. Aber dann kommen andere an, ey, bist du nicht Space Radio? Und, weißt du, und der nächste ist halt Space Gaming. Ey, weißt du, was ich mal hatte? So, das ist jetzt kein Scherz. Es gab ein Mädchen, das hatte ich auch nur einmal im Leben. Hey, bist du nicht der von Kartoffelsalat? Kein Spaß. Das hat mich selber verwundert. Ich hatte es vor kurzem, da habe ich mein Fahrrad aufgepumpt an der Tankstelle und da kommt so ein Junge an und fragt mich, bist du nicht der von eBay Kleinanzeigen? Nein. Doch. Wir sind ja in drei Folgen von eBay Kleinanzeigen in der WG. Ah, ja, okay. Wenn man das wo man so einen Bezug hat auf ein Format, das kann ich wiederum verstehen. Ich dachte, er hat dich irgendwo auf eBay gesehen. Deswegen war ich verwundert. Euro Mindestgebot. Nee, wir waren da die eBay-Kleinanzeigen-WG da mit Malte und so. Bist du nicht, der mich abgezogen hat auf eBay? Mit dem Luftentfeuchter? Ich hab dich doch gekauft. Kostet gar nicht 500 Euro. Bist du dem Keller entflohen? Ja, wundervoll. Das war witzig. War auch so seine, dieser Kinder, die einen dann siezen. Und du denkst so von wegen, bitte tut's mich, bitte, ich bin doch nicht so alt. Noch bin ich nicht 30, ich mach nicht. So eine super komische Situation, wenn dich dann auch so Ältere siezen, die selber genauso alt aussehen wie du. Ich finde das ja süß, dass die Leute höflich bleiben wollen, aber ich finde das irgendwie fühlt sich das komisch an. Ja. Ich weiß, wenn du vor allen Dingen in Berlin bist, oder ich denke in Köln halt auch oder so, das ist halt eine Großstadt, da bist du eigentlich ein bisschen mehr auf du. Ich weiß noch, ich hatte so einen Turning Point gehabt, wo ich dann... mit meinem Papa bin ich in einen Musikladen gegangen und mein Papa hat immer alle irgendwie gesiezt, kannte ich von der Arbeit, ne? Wenn er irgendwie mit so Verkäufer im Außendienst hat viel telefoniert und immer sie und bla bla bla, Herr, Frau, bla. Und dann sind wir in diesem Musikladen und der hat jeden Idioten geduzt, was für mich so war und dann dachte ich, das war für mich als Kind, weil das war so, boah, und dann habe ich viel mehr geduzt. Aber da hat er ja auch Wieso einen interessanten Take, weil Internet duzt man sich ja automatisch. Es ist eher merkwürdig, jemanden zu siezen. Und das ist ja dann war so von wegen Politiker, die dann irgendwie Twitter-Streits angefangen haben, was sowieso immer super klasse ist, waren dann von wegen, ich hab dir nicht das Du gegeben. Und dann hat irgendwie Wieso da in seiner Kolumne da irgendwas geschrieben von wegen, Dutz. Zerstört. Das ist der Standard. Das Quatsch. Stimmt doch, oder? Du bist auf dem Internet, bist also, du immer man auf kennt du. Das halt nicht anders, ne? Also, keine Ahnung, ich würde im Internet niemand siezen. Also, es fühlt sich einfach, ich fühle mich da einfach komisch so. Also, ich verstehe es im echten Leben, aber im Internet, weiß da gibt nicht. Es keine Strukturen. Im Internet ist jeder Internet Low-Level ist der wilde Westen. Ja, genau. Noch Neuland. Vielleicht deswegen. Um da zu bleiben, wo wir hingehören. Wenn wir gerade bei Internet sind und lustigen Sachen, die so Phänomene halt so passieren. Tim Jacken ist da. Hallo Tim Jacken. Hast du heute die Aktiensache mitbekommen mit Reddit und GameStop? Ich habe 10 Minuten, bevor er mich angerufen hat, ein Video darüber angeguckt.
Also, dass also, irgendwie wie so ein Spielball behandelt wird. Ja, du erklärst vielleicht einmal ganz kurz für alle, die nicht wissen, was das damit vor sich hat. Wenn du es überhaupt erklären kannst, ist es ziemlich komisch. Ich kann es nicht 100% erklären, aber ich meine allgemein, wenn man nur Aktien irgendwas mitbekommt, dann ist von wegen, oh, Aktien-Ding und ein paar Milliardäre werden plötzlich noch reicher. Ich meine, Aktien ist so, was ich letzte mit Aktien mitbekommen habe, ist, dass es Elon Musk noch fucking reicher gemacht hat. Ist halt so, yay, Menschen, die reich sind, werden noch reicher. Aber dann habe ich halt ein bisschen geguckt. Und es ist halt eben genau das Gegenteil. Und zwar haben halt verschiedene Leute, du kannst halt wetten, du kannst buchstäblich wetten, auch wenn die das halt ja nicht wetten nennen, sondern leihen. Und das ist so irgendwie so ein Konzept, du leihst etwas und verkaufst es und dann musst du es später bezahlen. Und wenn dann quasi die Aktie droppt, kriegst du Profit. Und die haben quasi darauf gesetzt, dass sie die Aktien irgendwie für $5 irgendwas gemacht haben. Und dass es dann auf $3 droppt und sie dann halt quasi $2 Profit haben. Nur halt natürlich dann 10.000 Dinger. Und Reddit hat es halt mit, weil sie davon ausgingen, dass GameStop pleite ging. Deswegen haben sie darauf gesetzt, dass es runterging. Was nicht verkehrt ist, weil GameStop ist jetzt nicht gerade der beste Laden, der jetzt so, ich meine, wer geht in den Laden und kauft sich eine Hülle vom Spiel, um dann einen Code einzugeben in einer Plattform, wo du es auch direkt hättest kaufen können. So. Also ist schon was dran. Und vor GameStop allem jetzt in Zeiten von Corona, ne? Ist das, bestellen sich die Leute alles noch eher im Internet, als dass sie irgendwo hingehen. Das Ding ist, Leute auf Reddit haben das halt mitbekommen und wollten das halt verhindern und haben halt wie blöde GameStop-Aktien gekauft, dass es halt nicht $2 runterging, sondern $130 hoch. Und diese Leute, die halt da gegambelt haben, machen massiv Verlust, dass da halt gesamte Hedgefonds zusammengebrochen sind und halt dieses, so ein paar Superreiche halt eine Menge Geld verloren haben. Und dann haben sie halt gemerkt, dass das funktioniert und sind dann auch auf andere losgegangen. Mittlerweile habe ich habe irgendwie gerade eben gesehen, dass New York der Aktienhandel unterbrochen wurde, komplett eingestampft. Und es geht halt so ein bisschen in die Richtung, oh nein, die falschen Leute manipulieren den Aktienmarkt. Weil wenn du was um Aktienmarkt liest, ist halt, Aktien dürften eigentlich nicht existieren. Und so besiegt ihr den Kapitalismus. Hey! Da wurde richtig mein Herz warm. Reiche Menschen werden ärmer und arme Menschen sind Meme-Lords. Das gut gemacht, Reddit. Yeah! Das ist, zwei Punkte für Gryffindor. Entschuldigung. Nee, es ist sehr faszinierend. Und auch wie jetzt auch die Reaktionen sind, weil dann, also ich meine, das ist halt USA. Und USA ist ja ist sowieso nochmal ein bisschen bescheuerter. Aber jetzt wird halt von wegen Reddit-Kontrolle, dass man halt, das kann ja nicht sein, dass da Menschen Dinge machen und den Aktienmarkt manipulieren und verhindern, dass reiche Menschen noch reicher werden. Können sie es wagen? Dieses Fußvolk! Da brauchen wir irgendwie Zensur. Und wir könnten das bestimmt irgendwie als Terrorismusbekämpfung bezeichnen oder sowas. Apropos Zensur, was ist jetzt eigentlich mit Artikel 13 passiert? Oder Artikel 17? Hat man da also noch mal was von gehört? Ich habe mir nur vor ein, zwei Tagen das Ultralativ-Video angeguckt. Der hat nämlich ganz gut den aktuellen Stand klar gemacht. Im Prinzip ist das Ding auf dem Weg nach mehreren Anpassungen, aber jetzt hat irgendwie Polen noch mal eine Anhörung. Die klagen aber schon vor Ewigkeiten. Genau, die haben vor Ewigkeiten geklagt, aber die haben jetzt aber die haben jetzt ihren Anhörungstermin erst kurz bevor es quasi ja durch ist. Also es kann sein, dass wenn da irgendwas passiert, dass das Ganze noch mal gekippt wird. Aber hoffentlich. Und da müssen wir halt irgendwie drauf hoffen. Aber schaut euch auf jeden Fall, das wäre meine Empfehlung, das Ultralativ-Video dazu mal an. Da ist alles so schön zusammengefasst, die ganze Timeline. Ich habe auch noch irgendwie durch die Julia Redner da mitbekommen, dass irgendwie jetzt last minute da auch noch mal die CDU irgendwie ihre Einstimmung zurückgezogen hat. Ich meine, es ist ja, die haben ja die ganze Zeit gesagt, es kommen keine Upload-Filter und irgendwie und jetzt, surprise, Pikachu-Face. Oh, das geht ja gar nicht anders. Und das ist ja auch dieses Zwangslizenz kaufen. Das ist ja absurd. Das irgendwie, aber das haben denen hunderttausende Menschen vorher gesagt. Das verstehe ich halt nicht. Es ist irgendwie so, als würden da so ein paar Reiche irgendwie von profitieren, so Konstrukte, die sehr machtvoll sind. So. Ganz komisch, ganz komisch. Ja, also dauert noch ein bisschen, bis wir keine Memes mehr benutzen dürfen, ne? Ja, oder unsere Memes nur noch so aus Buchstaben oder irgendwie sowas bestehen, weil sie werden abstrakter. Du kannst keine Memes töten. Ey, aber das kann vielleicht irgendwie Künstler pushen. Oder? Ja, könnte man meinen. Aber was macht denn meine Mutter ohne die Minion-Memes auf Facebook? Die kann ja so nicht leben.
Nee, aber ich glaube, das hat die CDU nicht bedacht. Stopp. Ja, weil die selber da nicht leben können ohne. Aber oh nein, drei Zeichen gibt, ist wieder da. Oh nein, nicht drei Zeichen. Wir haben so einen Bekloppten im Chat, der andauernd viel zu viel Geld spendet. Oh. Egal. Tic-Tacs, gelbe Tic-Tacs. Du machst einfach Bilder von gelben Tic-Tacs und damit umgehst du die ganze Sache. Es sei denn, Tic-Tacs sind so getrademarkt, dass wenn du sie fotografierst und hochlädst, automatisch, also die Form quasi getrademarkt ist oder gecopyrighted und das dann auch schon wieder nicht geht. Das wäre krank. Oder wenn du halt so ein Artist bist und halt irgendwelche Figuren zeichnest, so wie ein, weiß nicht, was gibt es? Disney Mulan, so. Ne, so Fanart von Mulan, so. Wirst du dann halt quasi gestrikt, wenn du sowas hochlädst? Das ist eine gute Frage. Ich finde es irgendwie krass, dass du teilweise so Farben patentieren kannst. Ne, Kohl hat doch irgendwie eine bestimmte Farbpalette oder nicht Palette, sondern eine bestimmte Farbe patentiert. Irgendwas in die Richtung war auf jeden Fall. Aber jetzt nicht die Farbe allgemein, oder? Weil ich weiß, dass du es in Verbindung mit Dingen machst. In Verbindung, genau. In Verbindung zu dem Getränk. Also es ist super komisch, was man teilweise alles patentieren kann. Ja, ich weiß zum Beispiel auch, Ritter Sport hat tatsächlich diese quadratische Schokoladenform patentiert. Da gab es doch mal einen Wettstreit. Also mit Ritter Sport und irgendeiner anderen Marke. Und die hatten auch recht bekommen, soweit ich weiß. Was absurd ist. Ich meine, wegen der Form. Quadratisch, praktisch. Cola hat seine eigene Farbe. Das ist die Cola-Farbe. Wir hätten alle 10 Arten patentieren sollen. Das ist ja wie Lego und Klemmbausteine. Ey, es passiert gerade wieder so viel. Ey, der Held der Steine, Mimi, es geht gerade voll ab wieder in der Szene. Und man weiß halt irgendwie gerade nichts. Das ist das Schlimme. Es ist halt einfach nur so passiert. Und bei dir geht's ja auch gerade voll ab. Das ist so krank. Ich wollte ein Thema aussuchen, bevor wir einfach alle einwerfen. Ja, worüber wollen wir zuerst reden? Es ist so, es gibt so viel. Aber was meinst du mit, bei Mimi geht das ab? Der wurde doch gesperrt, oder? Oder meinst du, das meinen wir, ja. Der wurde ja, so. Also beide ich Accounts. Denke, der bekommt seinen Account wieder, oder? Weil viele YouTuber, die gesperrt werden, haben dann 10 Tage später wieder ihren Account. Aber das ist halt blöd. Also daran merkst du einfach, YouTube ist jetzt vielleicht nicht immer so transparent. Die haben denen ja keine, also die haben denen keine Erklärung geliefert. Der Kanal ist einfach weg, der Zweitkanal ist weg. Und super komisch alles. Ist halt die Frage, was dahinter steckt. Weil ich weiß, wer ja auch da viele Probleme hatte, ist ja Open Mind. Da ist es ein bisschen verständlicher, weil Open Mind redet allgemein über Drogen. Ja. Und das ist natürlich so ein Thema, wo und der hat seinen Account wiederbekommen. Und das Interessanteste fand ich dabei, er hat sich dann öffentlich bedankt. Das fand ich auch mal sehr nett, weil er meinte halt von wegen, man muss auch mal die positiven Seiten halt geben. Und YouTube hat ihn dann sogar angeschrieben und hat gesagt, von wem wir schreiben die DM. Die haben mit ihm interagiert, die haben mit ihm kommuniziert. Und das ist wirklich mit selten. YouTube. Ich habe noch nie mit YouTube kommuniziert. Ich glaube, ich hatte mal so etwas wie einen Ansprechpartner irgendwann im Jahre 2014, angeblich. Aber ich habe, glaube ich, mit YouTube noch nie wirklich kommuniziert. Also wir hatten tatsächlich dann irgendwie mal durch so eine YouTube-Party erfahren, dass wir einen Ansprechpartner kriegen können. Und dann hatten wir mit denen auch mehrfach so eine so, by the way. Zoom-Call, jetzt mir fällt das Wort nicht ein, Hangouts, was auch immer. Ein Google Meet-Hangout ab. Aber tatsächlich wissen wir jetzt, wenn wir den halt schreiben, dann leitet der das halt dahin weiter, wo es halt hin soll. So. Ja. Das ist schon ganz praktisch, aber ist auch gut, dass man so nach 10 Jahren YouTube irgendwie, wo man ja schon mehrfach Partys war und mehrfach mit denen irgendwelche Sachen gemacht hat, irgendwie erfährt, dass es da übrigens so ein Partnerprogramm gibt, wo man dann irgendwie sich anmelden kann. Okay, also ist das nicht ein großer Algorithmus und da stecken auch manchmal Menschen hinter? Das ist tatsächlich ein Mensch. Ja, wir haben den, ich habe den betrunken auf einer Party mal getroffen. Wir haben mit dem gequatscht. Wir haben ja Plot Twist, erster Algorithmus. Die lebende KI. Und das wird dann auch immer betrunken bestimmt. Ja, heute ist wieder Watchtime wichtiger. Warum geht es jetzt auf einmal das Revi auf Twitch gebannt? Das ist es ein Meme oder ist es. Das habe ich auch irgendwie mitbekommen. Revi wurde auf Twitch gebannt. Aber Twitch-Bans sind auch noch mal ein bisschen weirder. Dass du auf Twitch wegen random irgendwas gebannt wirst, das kriegt mich ja dauernd mit irgendwie. Twitch ist sehr harsch auf jeden Fall. Also ich wurde zwar noch nie gebannt, aber man hört halt immer sehr viele Gerüchte. Und dann weiß man nicht hundertprozentig, stimmt das jetzt, wenn ich dieses Wort sage, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, werde ich deswegen gebannt? Oder muss der Kontext stimmen? Also so ein beleidiger Kontext. Wenn ich jetzt zum Beispiel ihn als bezeichne, ne? S-Wort. Nicht scheiße, das andere S-Wort. Dann kann ich deswegen gebannt werden? Oder
kann ich auch schon kontextlos gebannt werden. Also das ist ganz, ganz weird. Und auch mit den Boobs, ne? Weil Leute sagen, man sollte generell keine Boobs zeigen. Aber andere sagen, bei Videospielen ist das nicht schlimm, da kannst du Boobs zeigen. Und ich habe neulich Life is Strange 2 gespielt, da kommen Boobs vor und ich habe das einfach mal gezeigt. Ist auch nichts passiert, aber trotzdem ist man immer so, was darf ich denn jetzt? Was darf ich nicht? Das ist auch ein großes Problem. Wir überlegen da noch ein Video drüber zu machen, weil sie auch ganz klar gewisse Leute bevorzugen und oder andere benachteiligen. Weil es halt zum Beispiel, es gab ja das Ding mit Illinity, die ja mit den Campys, Copy Strike PewDiePie, die ja dann ihre Katze halt Wodka ins Gesicht gespuckt hat, so. Und Tiermisshandlung eigentlich da, ja, Twitch halt relativ hart ist und nichts passiert ist. Aber so andere Leute, die halt irgendwie dann aus Versehen ihren Hamster irgendwie so einen halben Meter fallen gelassen haben, wo nichts passiert ist, dann halt irgendwie 30 Tage Bann gekriegt haben. Oder halt Leute irgendwie, ja, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich glaube, eine wurde irgendwie gebannt, weil sie Valorant gespielt hat. Das ist schon ein Grund. Genau, Valorant ist sowas. Du lässt deinen Hund nicht schlafen. Wie kannst du nur? Ihr Kind ist reingerannt und hat halt dieses unglaublich brutale Valorant gesehen, was ja, ne, bekannterweise ja unglaublich gore-lastig ist und da Körperteile rumfliegen. Die Gedärme überall. So, ne, so wie Overwatch ist ja auch unglaublich brutal. Auf jeden Fall ist halt kurz reingerannt und hat eventuell den Bildschirm gesehen und daraufhin wurde die halt gebannt. Und dann irgendwie andere von wegen zieht ihre Hose runter und spreizt ihre Mondfläche. Und die Fuß. Aber es interessiert niemanden. Das die Mondfläche, Entschuldigung. Und kriegt halt nur so ein 4-Tage-Bann. Und das ist halt, das führt halt auch so, das ist halt ein bisschen problematisch, weil es halt auch gegen Hass gegen Streamerinnen führt. Von wegen, hat ein bisschen Ausschnitt und dann ist von wegen, du müsstest gebannt werden. Von wegen, ey, du bist eine Frau, ja, du musst deine Brüste abkleben und einen Kartoffelsack tragen, weil sonst können sich deine Zuschauer nicht konzentrieren. Ja, wenn du halt. Also, dass das fördert, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Aber du hast schon recht, tatsächlich. Also, du musst konsequent sein. Wenn du Regeln machst, musst du sie halt für alle haben. Ich meine, ich finde es dämlich, also es ist schwierig zu sagen, wann ist jemand halt sexuell, also klar, wenn er jetzt jemand seine Mondfläche da spreizt, dann ist das, also das war, da hat man Dinge gesehen, die ja definitiv nicht in Ordnung sind. Abgründig. Ich habe das genau mitbekommen. Ja. Hat mir ein Freund erzählt. Genau. aber ist es so nach dem Motto, oh, diese Streamerin sieht gut aus. Das ist sexuell. Das steht nicht. Das muss gebannt werden. Da sieht man ein bisschen Ausschnitt. Ja, und andere sagen Scheiße und werde gebannt. Aber die wird nicht gebannt. Weil es gab auch einmal Faktor, Alinity hatte aus Versehen was gezeigt. Also wirklich aus Versehen. Und wurde dafür nicht gebannt. Ich meine, es ist auch dumm, im Livestream es passieren ja Sachen. So, also sogar jetzt können Sachen passieren. Hier, guck, ich schlage einen Frosch. Au, das war aber aus Versehen. Aber zum Glück bist du auf YouTube jetzt gerade. So. Also ich meine, gerade wenn du jetzt irgendwie so einen Tanzstream machst oder irgendwie irgendwas kann rutschen, irgendwas kann passieren. Das ist ja ne, da wäre jetzt dumm, dafür jemanden zu bannen. Und sie hat aber dann nachher für Hass bekommen und wollte dann gebannt werden, weil sie halt so viel Hass dafür bekommen, dass sie nicht gebannt wird, während sie das ja gar nicht entscheidet. So. Und das ist halt dann so, das ist so absurd, wenn du halt dich dann dafür einsetzt, dass du selber gebannt wirst, einfach nur, weil du denkst, ich will nicht gehatet werden. Das ist schon... Lass das Richtige tun, bitte. Twitch also auch Wilder Westen. Ja... Twitch hat auch seine Probleme, aber irgendwie, wenn es um Moderation geht und so, haben einige Plattformen Probleme, als wäre es irgendwie kompliziert, so Plattformen zu moderieren. Als wäre das ein so richtig großes, komplexes Thema. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass zumindest im deutschsprachigen Raum so richtig wenig Menschen hinterstecken und diese wenig Menschen kümmern sich quasi um alles. Also zumindest von dem, was man hört. Sei es auf YouTube oder sei es auf Twitch. Und ich finde das immer ein bisschen... krass, wenn man bedenkt, was für große Plattformen das eigentlich sind und wie viel Geld hintersteckt. Also wenn das wirklich stimmt, dann ist das ein bisschen schwach. Vor allen Dingen halt, man weiß nicht so richtig, wer dahinter steckt. Das war also auch so, dass Twitch-Mitarbeiter selber verwirrt waren darüber, was gebannt wird und was nicht. Ich weiß gar nicht, wer bei uns arbeitet. Ja. Wie wurde es gebannt? Aber das ist natürlich blöd. Da muss er ja was falsch gemacht haben. Ja, oh nee, die Abteilung, das macht die Abteilung. Damit haben wir nichts zu tun. Dann rufst du die an, oh nee, das machen die anderen. Das macht die andere Abteilung. Ja, das ist,
Das ist wie wenn du irgendwie von Amt zu Amt irgendwie, da wirst du immer hin und her geschickt, wenn du irgendwas wissen willst. Bürokratie. Mua. Ich sag dir, ey, ich kotze im Strahl. Ich kotze. Entschuldigung. Anderes Thema. Achso, dein Glas ist schon leer. Ja, natürlich ist mein Glas leer. Was glaubst du denn, dass mein Glas voll ist oder was? Ich hab doch hier noch Nachfüllwasser. Ist doch alles gut. Ihr trinkt doch keinen Alkohol? Mm-mm. Ich hab dich ja angelogen. Wasser! Nur Wasser! Die habe ich schon seit Jahren, diese Flasche. Das ist einfach. Ich habe hab mir diese eine Plastikflasche gekauft, einmal, und habe damit wahrscheinlich das Leben von 5000 PET-Flaschen gesaved. Also, ich hätte euch nicht gejudged. Ich habe heute nicht den besten Tag und ich hatte auch darüber nachgedacht, soll ich heute mal wieder was trinken? Das ist doch ein guter Stichpunkt. Erzähl uns doch mal bitte von deinem Tag, weil. Wolltest du nicht irgendwie in 2-3 Tagen oder so, nee, 4 Tagen, in 4 Tagen, nach Madeira fliegen und die Wohnung anschauen? Ja, wir haben auch Wohnungsbesichtigung nächste Woche gehabt und wir haben den Flug vor ungefähr einem Monat gebucht. Ist jetzt auch eine Geschäftsreise gewesen. Das Problem ist halt nur, dass die ja die ganze Zeit über Angst hatten, dass irgendwas dazwischen kommt. Ja, weil irgendwie sind die Regeln jeden Tag anders. Mal heißt es, ja, wir müssen uns hier ranhalten, dann FFP2-Mask, dann dies und dann das. Also jeden Tag neue Regeln. Wir waren eh schon so ein bisschen, so ein bisschen ungeduldig, so ein bisschen ängstlich. Bekommen wir den Flug, bekommen wir den nicht? Und grundsätzlich kannst du fliegen. Es gibt ja keinen Reisestopp, es gibt kein Reiseverbot, aber es gibt eine Reisewarnung. Und Madeira gehört zwar zu Portugal, aber es ist halt neben Marokko, ne? Also es ist halt... Ja, wie Vincent schon sagt, da waren halt irgendwann Portugiesen, haben gesagt, das ist jetzt unsere Insel und es gehört natürlich zu Portugal, aber es hat natürlich nicht die Probleme, die auf dem Festland stattfinden, weil Portugal ist ja momentan so eine Hochburg, was Corona betrifft und was Corona-Mutationen betreffen. Das wusste ich und zum Beispiel überhaupt gar nicht, also wie es da abgeht. Ja, also in Portugal geht es momentan richtig ab. Und wir hatten halt so ein bisschen Angst, auch das erste Mal, wo wir von dieser Mutation gehört haben. Ne, es ist eine Mutation in Großbritannien aufgetreten und dann waren da viel mehr Fälle aus Südafrika und neuerdings aus Brasilien. Ja, ganz verschiedene Mutationen. Und wir haben die ganze Zeit über gehofft, komm, dieser Flug darf nicht gecancelt werden. Bitte, 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 bitte. Ne? Und immer bekam ich neue Mails von der Fluggesellschaft. Und die erste Mail war, oh, da stimmt etwas mit dem Flug nicht. Und ich war schon so, oh, scheiße. Das war vor ungefähr einer Woche. Aber das Einzige, was sich geändert hat, war, dass wir da nicht von Frankfurt geflogen wären, sondern von Düsseldorf aus, was uns eh besser passt, da wir in Köln wohnen. Ja. Und dann war das so, geil, easy. Okay, eigentlich keine schlimme Nachricht. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, ja, 4 Tage vor Abflug. Ich dachte mir, ja, was kann sich denn jetzt in 4 Tagen ändern? Was soll sich denn jetzt in 4 Tagen noch ändern? So, und dann bin ich heute aufgewacht, Flug gecancelt. Es gab nicht wirklich einen Grund. Also in der E-Mail stand nur so viel wie, ja, wir haben kein Reiseverbot, aber die Reiseinformationen und die Reisewarnungen nehmen wir ernst und deswegen haben wir den Flug gecancelt. Hm. Und das ist halt irgendwie ein bisschen, also ich verstehe das schon in Anbetracht von Corona, ja, dass man nicht reisen sollte und dass wir eine komplizierte Situation haben, aber es tut trotzdem weh, 4 Tage vor Flug dann doch nicht fliegen zu können. Und jetzt sind diese Wohnungsbesichtigungen auch auf Eis gelegt und das kriegt so richtig krass in unseren Plan hinein. Und dann habe ich die Airbnb auch stornieren müssen, habe davon 100 von 500 Euro zurückbekommen. Mehr kriege ich nicht. Und das ist super nervig. Ich hasse es. Oh, vor allem ja, 400 Euro könnte auch fast schon eine Miete sein oder so. Ist schon. Uff. Ist nicht wenig. Ist nicht wenig, ne. Kann man aber eine Menge Alkohol von kaufen. Das tut jetzt halt so ein bisschen weh, aber wir lassen uns dadurch nicht irgendwie aufhalten. Der Plan steht nach wie vor. Und jetzt bekomme ich von denen irgendwie so einen Gutschein. Damit kann ich dann irgendwann nochmal fliegen oder ich kann mein Geld zurückerstatten. Also ich werde das Geld auf jeden Fall zurückerstatten. Hm. Und sobald man wieder fliegen kann, dann werde ich nicht irgendwie einen Monat vorher buchen, sondern einen Tag vorher und werde am nächsten Tag direkt hinfliegen. Weil ich habe gemerkt, bei Corona muss man radical sein. Und dann let's go, dann direkt Wohnungsbesichtigung. Wow! Krass. Dass es dann auch geht, dass man da Wohnungen direkt anschauen kann, weil in Berlin ist so Wohnungsbesichtigung ja. Ja, also alles ist Kontakt, schwierig. Ich stehe in Kontakt mit so einer Immobilienfirma und es sind relativ viele Wohnungen frei, die zu uns passen würden. Ist diese Immobilienfirma Unge? Nee. Ich habe irgendwie gehört, der besitzt da ein paar Sachen mittlerweile. Ich glaube, der hat eine Wohnung über seinem Haus oder so. Aber wir. Hat er nicht auch eine Tiefgarage und so? Ich habe keine Ahnung, das ist so super crazy. Das kann sein. Ja, so aber krank. Ich weiß nicht. Also, ja, ich stehe mit denen halt immer noch in Kontakt und dann wird das halt verschoben. Ne? Aber es ist trotzdem super ärgerlich, weil es auch finanziell irgendwie gebunden ist. Ja, klar. Und ja,
Man hat sich auch ein bisschen gefreut, auch wenn wir da hauptsächlich wegen den Wohnungen da sind, irgendwie ein bisschen Urlaub zu machen oder zumindest so ein bisschen Urlaubsgefühl zu haben. Allein die ganze Sonne im Januar abzukriegen, ist halt einfach so geil. 25 Grad und das ist halt... Ja, jeden Tag, wenn ich hier aufwache und sehe, scheiße, es ist mal ein sonniger Tag oder zumindest für 10 Minuten Sonne und nicht nur dunkelgrau, bin ich so glücklich. Und dann allein so rumzulaufen, denke ich mal, da drüben, auch wenn man halt eine Wohnung angucken wird, das ist schon... Ich hatte auch, gestern hatte ich mir eine Review angeguckt zu dem neuen Wonder Woman Film und habe bei dieser Review Fernweh bekommen irgendwie. Ich hatte Lust auf im Flughafen anstehen. So, völlig weird. So, ja, einfach unterwegs mal raus aus dem Bunker. Ja, raus so, aus dem Bunker so. Das ist halt, ich meine, wir haben ja wenigstens noch das Büro. So, kommen wir noch mal raus so ein bisschen. Das macht schon einen Unterschied. Von Mabel begrüßt werden und sowas. Aber ja, viel passiert. Ja, ich bin meistens einfach so. Nur hier. Also ich sehe ein, zwei Menschen ab und zu vielleicht, aber ich bin halt meistens wirklich nur zu Hause. Also es fühlt sich wirklich an, als wäre man in so einem Bunker, kommt vielleicht ab und zu mal raus. Ich zwinge mich inzwischen seit 2 Wochen dazu, jeden Tag rauszugehen, um spazieren zu gehen. Also ich bin normalerweise gar kein Spaziermensch, aber damit ich einen Grund habe, einfach rauszugehen. Und, ja, ist auch wichtig. Ja, deswegen hätte das, glaube ich, auch abseits der Wohnungsbesichtigung richtig gut getan, mal wegzukommen. Aber klar, diese Corona-Situation ist verständlich, ist halt trotzdem super ärgerlich. Und Vincent und ich, also der, mit dem ich da hinziehe, ja, wir ziehen ja gemeinsam in eine WG. Weiß nicht, wir haben heute die Nachricht bekommen. Ich habe ihm das direkt geschrieben. Er meinte so, ja, ich liege noch im Bett, ich glaube, ich schlafe lieber weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich schlafe auch lieber weiter. Und dann habe ich auch erstmal weitergepennt, bis 18 Uhr oder so. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil jetzt bin ich da so ein bisschen neutraler, was das angeht. Ich glaube, wenn ich wach geblieben wäre, der Tag wäre scheiß gewesen. Ich wäre die ganze Zeit abgefuckt gewesen so und deswegen. Ja, vielleicht ist das besser so. Ja, sonst frisst man sich das ganze Tag irgendwie rein. Ja, ich kenne das. Ist schwierig. Ja, also ich glaube, wow. Therapeuten haben lange Wartelisten jetzt wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ich habe neulich darüber nachgedacht. Also wir sind ja trotzdem irgendwie in so einer privilegierten Situation, dass wir... Ja, dass unsere Arbeit überwiegend im Internet stattfindet und wir da jetzt nicht so krass drunter leiden. Ich habe tatsächlich 2020 irgendwo auch dadurch profitiert, weil mein CPM in die Höhe geschossen ist. Kann vielleicht auch an Corona liegen. Und das ist natürlich irgendwo ein Privileg, ne, weil man mitbekommt, wie viele unter der Situation, also genau die gegenteilige Situation haben, leiden, gekündigt werden, psychische Probleme kriegen und so weiter und so fort. Und mein 2020 war eigentlich in Ordnung. Also es war jetzt nicht das schlimmste Jahr. Und wirklich F. Ja, F in den Chat auch an der Stelle, an jeden, der darunter leidet. Ja, das sind definitiv. Wahrscheinlich ein paar. Ich mag immer nicht so diesen Wettstreit von wegen, oh nein, ich hab's viel schlimmer als du, deswegen darfst du nicht traurig sein. So, weil ich glaube, das ist kaum Spaß. Jemand. Ist ja auch subjektiv, ne? Ja, genau. Also, ich glaube, Leute, die keine irgendwie Probleme durch diese ganze Situation haben, sind, keine Ahnung, Psychopathen und Geisteskranke irgendwas. Von wegen... Irgendwas hat jeder. Ja. Aber manche hat es halt auf jeden Fall härter getroffen als andere. Also, ja, aber ich finde es schon, irgendwie Freunde zu treffen, die zu umarmen und einfach, keine Ahnung, damals auch immer super oft in Köln einfach unterwegs gewesen, nachts mit so einer Squad bestehend aus 5 bis 7 Leuten und dann einfach irgendwie am See gechillt, was getrunken und so. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe das sogar neulich geträumt. Und dann verprügelt werden, ja Mann, das waren Zeiten. Nee, ich habe das sogar neulich geträumt. Was damals eine ganz normale Alltagssituation gewesen wäre, habe ich neulich geträumt und ich dachte mir, wo ich aufwache, bin geil. Das vermisse ich. Ja, ich meine, wir waren nicht in der besten Bar letztes Jahr, obwohl du warst einmal da, oder? Im Geburtstag? Bestimmt. So, ja, also, doch, stimmt, ich war einmal da. Ja, ich war nicht in der besten Bar. Also, ja. Ich weiß nicht, die beste Bar von den Datteltätern. Der eine, der hat eine Bar. Der hat diese Bar. Und das ist so, der YouTuber feiert Geburtstag, beste Bar. Weil du ihn einfach so WhatsApp schreibst von wegen, ja, ich will bei dir Geburtstag feiern. Easy, ist reserviert. Mega. Und dann hast du die halbe Bar. Ja, so komisch zu sagen, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr saufen. Das klingt irgendwie so komisch. Ja, aber halt tatsächlich. So. Ich hab diesen Freitag Discord saufen, das erste Mal im Leben. Oh, ja, warte, jeder macht seine Cam an. Jeder macht seine Cam an. Wir spielen dann online King's Cup, ja, dieses Trinkspiel.
Ja, da gibt es so eine Seite, da kann jeder drauf zugreifen und dann spielen wir einfach Trinkspiele über Discord. Ich glaube, das wird ganz witzig werden. Verdammt, warte, das klingt nach. Das auch mal machen. Das klingt nach einem super Livestream einfach. Das, machst du das live oder wirklich oder privat? Nee, wir machen das einfach privat. Okay, ich will das auf jeden Fall als Livestream haben. Könnte man, ja, können wir fast schon machen. Wir klauen dir die Idee, Entschuldigung, das ist jetzt ab sofort unsere Idee. Ich habe das auch von jemandem geklaut. Also eine Freundin von mir hat das mit ihren Freunden gemacht und dann dachte ich so, eigentlich könnte man das auch mal machen. Weil die hat das zu ihrem Geburtstag gemacht. Die komplizierte Idee, saufen. Ja, um... Saufen, sollten wir ein Patent für anmelden. Auf verschiedene Art und Weise. Okay, jetzt kommt hier einfach Marty rein und möchte ist hier am Mäbel streicheln. Kann ja wohl nicht sein. Saufen? Und ich wollte mal Hallo sagen. Ja, hi. Hallo, Marty. Was geht? Ja, leider kann Marty dich gerade nicht hören, aber ihr seid beide hier irgendwie. Das ist doch auch schön. Aber warte mal, du kannst ja auch Wick nicht hören. Wir sind im Herzen vereint, auch wenn du mich nicht hören kannst. Ich höre nichts. Wundervoll. Oh, der Hund so ist so süß. Cute. Wie alt ist der? Ist auch eine ganz liebe. Sie ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre oder 1,6 Jahre. Ich weiß es nicht. Jung noch? Ja, doch, ganz richtig. Ja, fresh. Die ist noch und sehr aktiv so an sich, ne? Ja, doch. Also heute hat sie mich auch ganz schön genervt, weil sie unbedingt spielen wollte. Ich wollte ganz viel spielen. Aber ich wollte ganz viel arbeiten. Und dann hat sie immer ihr Spielzeug, was so aussieht wie so ein Doppeldildo, der in der Mitte verschmolzen ist. Auch so ein pinkes Ding aus diesem komischen Gummimaterial. Nur sagen, ist das ein Ring? Ja. Oder halt ein zusammengeschweißter Doppeldildo. Kann man auch sagen. Und das ist dasselbe. Und sie nimmt es, also sie kommt dann immer mit diesem Ding und dann dutzt die einen damit an und schmeißt es dann vor dich in diese Erwartungshaltung. Rangel mit mir. So ein Zwiespalt. Es tut weh. Es tut weh, wenn man sagen muss, nein. Und dann, man muss sich immer vor Augen halten, okay? Es gibt so viele Hundehälter da draußen, die ihre Hunde quasi, wenn sie arbeiten gehen, alleine lassen, zu Hause. Mhm. Und dann muss ich mir immer sagen, okay, Steven, du nimmst deinen Hund wenigstens die ganze Zeit mit. Der Hund ist nie, also fast nie alleine, es sei denn, ich gehe mal einkaufen oder sowas. Die kann sich einen Scheiß beschweren. Ich laufe hier, zum Büro morgens. Du hast keine Argumente, Mann! Ich habe ich muss mir kein schlechtes Gewissen machen. Aber ich glaube, es gibt echt viele Hunde, erstmal die eigentlich Debatte nicht mit das dem kriegen, Hund führen. Das, was sie eigentlich verdient hätten. Ja. Du lässt es dir richtig gut gehen da drüben, ne? Ja. Ich guck euch die. Da ist ja schon jemand, der mit dem Hund spielt. Ja, ich habe schon gesehen, dass du im Chat auch bist. Und dann habe ich gerade von diesem lustigen Trinkspiel mitbekommen. Willst du mitmachen? Ja! Ja! Ja, let's go, was machen wir? Wo kann man mich denn sehen? Achso, das ist okay, nächste Woche Cup? Saufen. King's Cup? Ja, let's go. King's Cup. Okay, also wir haben Marty und Vic sind schon am Start. Nice, okay. Dann sind wir 1, 2, 3, 4. Wen können wir denn noch dazu holen? Mit wem vertragen wir uns? Rezo! Rezo! Oh, das wäre dann aber wirklich krank. Da haben wir bestimmt gute Einschaltquoten. Ich glaube, der hatte auch tatsächlich Bock auf sowas. Der bestimmt, ich weiß gar nicht, wie bei dem sowas ist, aber... Stimmt, live Alkohol trinken? Ja, ist eine gute Frage. Habe ich den jemals betrunken erlebt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich definitiv nicht. Knossi! Vielleicht auf irgendeiner Aftershow-Party. Ja. Gamescom Aftershow-Party. Höchstens das. Ey, ja, gut, wir fragen einfach Monte. Das ist auch etwas, was ich extrem vermisse, ne? Aftershow-Partys, YouTube? Ja, diese Gamescom-Aftershow-Partys waren immer so geil. Ciao. Ciao, tschö. Er sagt ciao. Ciao, tschö, tschö. Ich sehe es ja immer noch. Tschö mit Ö. Schüsseldorf. Schüsseldorf. Tschüssko. Oh Gott, okay, die kennst die alle auswendig. 80% sagen CEO. Oh, CEO, natürlich wollen die alle. Trinkt CEO? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ey, wir haben mit ihm Bier getrunken. Also er trinkt auf jeden Fall Bier, dann trinkt er bestimmt noch andere Sachen. Ja, okay, so ein V+ Energy. Hauptsache nach dem bayerischen Reinheitsgebot wahrscheinlich. Ja, Bier auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache. Ihr wart doch auch öfter auf diesen Gamescom Aftershow-Partys, ne? Gab es ja immer verschiedene. Also ja, ich so eine Universal-Party. Nee, wart ihr nicht dabei? Genau, wir haben uns... Ja, die Universal-Partys waren wir auch da. Also ich meine... Wir haben uns immer raufgeschlichen irgendwie. Wir waren nicht raufgeschlichen, wir waren ja... Ich meine, wir hatten ja aber irgendjemanden, der uns gesagt hat, ihr seid übrigens da auf der Liste. Und wir waren so, okay. Naja, oder wir sind zum Schalter gegangen und haben gesagt, Google mal Space Frogs. Nee. Doch, das haben wir auch mal gemacht. Das haben wir nur bei der YouTube-Launch gemacht, weil wir da rein dürfen. Ja gut, aber das haben wir auch bei dieser einen Party gemacht. Da sind wir aufs Gamescom-Gelände und dann sind wir an diesen Schalter und mussten quasi uns irgendwie diese Bändchen organisieren. Und dann mussten wir doch
untereinander hintauschen, damit wir alle reinkriegen. Die haben wir dann nicht ganz festgemacht, die Bändchen, sodass man die noch abziehen konnte. Und dann haben wir weitergegeben. Boah, so eine Situation hatte ich auch. Die war super unangenehm. Ich war mit Freunden unterwegs und wir wollten alle auf so eine Party, auf so eine Sony-Party, aber da wären halt nur 2 von 5 mitgekommen. Und dann habe ich das erste Mal und ich glaube das einzige Mal die Reichweitenkarte gepullt. Ne? Also normalerweise mache ich das nicht, weil ich fühle mich damit mal super unwohl. Verstehe ich. Aber ich bin da wirklich mit dem Handy hin und ich habe gesagt, ja, das sollte eigentlich klar gehen. Hier, ich bin Alblali. Zu dem Zeitpunkt 1,5 Millionen Abonnenten. Und oh, das hat sich nicht gut gefühlt, aber es hat funktioniert. Ja. Der Türsteher hat gesagt, ach krass, können wir vielleicht ein Autogramm für meinen Sohn machen? So, und dann habe ich dem Autogramm gegeben und wir sind da alle reingekommen. Nice. Ja, ich finde manchmal geht es halt klar. Auf so ein Events, die sind ja auch dafür da quasi, dass da die Leute mit Reichweite raufgehen. Aber ich meine, Gamescom, eigentlich waren wir vor allen Dingen immer für die Partys da, beziehungsweise halt, für die es ist halt, also das alle Quatschen. Leute sind nicht immer da. So, ja, das ist ein großes halt so Klassentreffen einfach. Ja. Und das ist halt das Geile. Genau. Oder Webvideopreis. Genau, oder ja, sowas. Ja, der Webvideopreis war halt. Das waren wir nur einmal, oder? Ja, wir haben ihn halt gehasst. Ja. Ich wurde auf der Webvideopreis-Party mal sexuell belästigt. Als auch? Hört. Ja, weil ich eine schöne Krawatte hatte. Also, auch um es kurz zu erklären. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das erst war mal leaken. Das war so eine absurde Situation. Das Ding war, meine Freundin wollte, dass ich unbedingt einen Anzug anziehe, weil sie mich halt gerne im Anzug sieht. Aber ich hasse halt den Webvideopreis. Ich finde den absolut scheiße. Es war ein schreckliches Event. Und ich wollte ihn halt, ich dachte halt, wenn ich jetzt einen Anzug anziehe, dann zeige ich diesem Preis ja Respekt. Und das wollte ich nicht. Auch wenn wir da gewonnen haben. Warte mal, ist hier nicht das Ding? Ja, doch, irgendwo ist der, oder? Danke, dass wir gewonnen haben, aber ich habe trotzdem Respekt vor euch. Auf jeden Fall habe ich deshalb diese Barney Stinson Entchenkrawatte gehabt, dass ich halt so ein bisschen albern sind. Und dann sind wir halt auf dieser Party und so ein Typ fand die halt 2015. So 2015? Ja, schon eine Weile her. Schon wieder fast 6 Jahre her, Alter, was zur Hölle. Auf jeden Fall fand so ein Typ diese Krawatte halt so fucking geil und hat mich halt belabert von wegen hey, gib mir diese Krawatte, ich geb dir 50 Euro, bla, hier. Und ich war so von wegen, nein, Mann, ich geb dir nicht diese. So, ich meine, die war keine 50 Euro wert, aber ich hatte auch keinen Bock, mir eine neue zu kaufen. Ich wollte die behalten, ich hab die auch noch, obwohl ich die seitdem nicht mehr getragen habe. Und hab halt gesagt, nein, 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 nein. Und am Ende war der so, hat mir einfach voll in den Schwanz gegriffen und ist dann weg. Also, bemerke in den Schwanz, also durch diese kleine Öffnung vorne. Aber das war so, okay, ich meine, ist das der Grund, warum du Webvideopreis hast? Nee, ich hasse den Webvideopreis aus Gott, ich könnte. Wir haben generell einfach so ein kleines Problem so mit Awards und Preisverleihung. Ja, es ist halt dieses so Selbstbereicherung. Von wegen, also, ey, es gab ja absolut schreckliche Webvideopreise, wo dann irgendwie das Fernsehen mitgemacht hat und dann kam immer irgendjemand vom Fernsehen mit auf die Bühne und war so von, hey, hier ist Barbara. Wir verstehen übrigens auch was vom Internet. Und dann hat die Tagesschau da irgendwie wie ihr. Und das war halt so ein Event, dass sie halt so quasi die Reichweite von den YouTubern ausnutzen, die halt selbstständig aufgebaut haben, weil sie halt merken, oh fuck, die sind besser als wir, die erreichen mehr als wir. Und wollten das halt ausnutzen. Und das ist halt immer so es ist schwer, einen Preis so zu machen, dass er Sinn ergibt, weil machst du Publikum-Voting, ist es eigentlich nur, wer nervt am meisten seine Zuschauer auf Twitter oder sonst was, dass du gewinnst. Oder ja, ist es halt so von wegen eine Jury und dann ist die Frage, wer ist diese Jury und Elite entscheidet, wer die neue Elite ist. Und keine Ahnung, es hat immer irgendwie keinen Sinn ergeben. Gab es nicht sogar einen Typen, der irgendwie, keine Ahnung, auf der Bühne seinen Schwanz gezeigt hat, irgendwie im Rahmen von Kollege oder so? War da nicht auch etwas? Nee, war das Webvideopreis oder war das? Ja, ich glaub, das war Webvideopreis. Hat Kollege, ja, stimmt. Dann kannst du einen Typ auf der, irgendwie einen Rapper-Kollege, und hat seinen Schwanz gezeigt. Hat sich ausgezogen, ja. Das, die haben sich auch nur darüber lustig gemacht. Und es ist halt, das Problem bei diesen Preisen ist halt, große Creator haben es nicht nötig. Weil wer interessiert sich für einen Preis? Wer guckt sich eine 2-Stunden-Show an und ist so, yay, der kriegt einen Preis? Das interessiert doch niemand. Das ist keine tolle Show. Ehrlich gesagt, war ich da auch nur wegen den Aftershow-Partys, weil das war auch so ein bisschen dieses, wie auf der Gamescom. Ja. Und es gab kostenlose Drinks. Das fand ich ganz geil. Kostenlose Drinks sind, damit kriegt man einen YouTuber. Ich weiß noch eine Situation, das war Webvideopreis Aftershow 2016. Die Hochzeit von Mimi vs. Lea Machère.
Oh. Und dann stand ich da mit Mimi. Ich habe da so ein bisschen mit Mimi geredet. Da kam Leo Mascher auf uns zu, wollte mir die Hand reichen. Er meinte so, hey Victor, was geht? Und dann wollte er in dem Moment auch Mimi die Hand reichen. Und dann hat Mimi so gesagt, nee, dir reicht nicht die Hand, auf keinen Fall. So, und dann waren wir in so einer ganz awkward Situation, wo dann irgendwie Mimi noch bei mir stand, aber Leo Mascher mit mir geredet hat und ich eigentlich mit Mimi reden wollte. Und dann stand mir da zu dritt. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Das ist natürlich so merkwürdig, wenn du so dazwischen bist. Du bist so eigentlich so, ich habe eigentlich keinen Bock auf Beef. Mhm. Aber und ich glaube, kurz davor habe ich so eine Parodie zu Leo Mascher gemacht. Und ach, das war alles super weird. Um kurz noch abzuschließen. Problem bei Preisen ist halt immer, die werden halt immer sehr ausgenutzt von Leuten, die halt sich darüber profilieren wollen, die halt quasi nichts selber hinkriegen und deswegen halt so eine, ja, sich halt darüber präsentieren wollen, wie toll sie doch sind und halt irgendwie halt versuchen, so einen Preis über die Hintertür zu kriegen, was komisch klingt. Um darüber halt Aufmerksamkeit zu kriegen, damit sie halt sagen können, hier, ich habe diesen Preis bekommen, kann ich bitte meine Sendung bei Funk haben? So nach dem Motto. Und das. Meine Sendung bei Funk. Also ihr seid nicht Fan von dem reinen Konzept jetzt, also sich da irgendwie selbstdarstellerisch auf die Bühne zu stellen und zu sagen, yo, ich bin jetzt in der Kategorie der Beste. Genau, also es ist halt schwierig und auch wie sie das halt umgesetzt haben, hat halt auch nie so wirklich funktioniert und es hat halt auch, du kannst da keine Leute vom Fernsehen einladen und sowas, also dass dann das halt so ein Event wird, von wegen zwar, yay, es ist in den Öffentlich-Rechtlichen, wird es ausgestrahlt, dadurch kriegen wir mehr Zuschauer, aber dass dann halt quasi nur die Fernsehleute da sind, um sich halt so, ja, als Internetmenschen zu präsentieren, obwohl sie das nicht sind. Also ich weiß, es gab halt einen Webvideopreis, der wurde halt auf dem Fernsehen ausgestrahlt. Das war schrecklich. Das war ein Cringe-Fest. War nicht der letzte Webvideopreis im Jahre 2017 oder so? Weil ich weiß noch, ich wurde da auch nominiert in zwei Kategorien und Julian Bam wurde auch in diesen beiden Kategorien nominiert und in zwei anderen. Das weiß ich noch. Und in der einen Kategorie, also ich habe mich komplett auf eine fokussiert, weil ich wollte einfach aus Prinzip mal beim Webvideopreis gewinnen. Und das Voting habe ich komplett gewonnen. Also ich hatte mit Abstand die meisten Stimmen. Und dann hat auch die Jury gefehlt. Und in den beiden Kategorien, wo Ju auch mitgemacht hat, hat Ju gewonnen. Und in den anderen beiden auch. Also der hat in vier Kategorien gewonnen. Und ich weiß noch, wie Ju sich dort umgedreht hat zu mir und gesagt hat, yo, ich wusste das nicht. Ach du Scheiße, es tut mir leid. Und ich so, ey, alles cool. Ist ja absolut kein Problem. Ne? Also ich war da jetzt nicht irgendwie mad auf den oder so. Und ja. Na, wenn, dann wäre man mehr auf die, auf die Jury oder so, dass die nicht irgendwie auch mal einen anderen noch mit reinlassen. Jury, warum gönnt ihr nicht? Warum gönnt ihr nicht eine Kategorie? Ja, aber wirklich mal. Ja. Oder? Also, das ist doch irgendwie ein bisschen Schwachsinn. Wenn die Videos besser sind und so, aber es ist. Ja, ich meine, also, das, ich weiß auch gar nicht mehr, was für eine Kategorie das war. Der letzte Webvideopreis, der noch stattgefunden hat, hat ja nicht mal richtig stattgefunden, sondern die Preise, also die Gewinner, wurden dann über Werbemonitore in Arkaden ausgestrahlt. Das denke ich mir nicht aus. Da haben wir es mitbekommen, auf jeden Fall. Ja, das wurde auch. Das war sehr bitter. Die hatten Kids, ja mit Steuer oder was hatten die ja eine Kooperation. Die Kids sind das in den Malls, halt Stücken. Rick. Die Kids sind in den Malls und deswegen macht man da Werbung. Ist dann so weird. Gehst halt einkaufen und siehst dann der Webvideopreis so. Einfach, was ist da Torge? Warum ist da Ju? Warum, ja. Und es ist halt natürlich auch schade, weil es gibt ja auch zwischendurch Leute, die gewonnen haben, wo man denkt so, ja, cool, die haben es verdient. So. Da könnten ruhig gerne ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, aber man kriegt auch nicht wirklich Aufmerksamkeit. Das ist das Einzige, was ich an dem Konzept, glaube ich, positiv finde, wenn irgendwie wirklich kleine Creator mit gutem Content Aufmerksamkeit bekommen. Genau, aber meistens ist es ja so, weil vor allen Dingen, wenn Zuschauer mit abstimmen dürfen und so, dass halt die Großen, die eh schon groß sind, ne, dadurch quasi noch größer werden und den mehr Fame kriegen. So war das halt ja auch meistens. Genau. Und das ist halt irgendwie so das Unangenehme dabei. Das Einzige Gute war, oder lustige, wir haben dadurch Otto Walkes die Hand geschüttelt. Ja, stimmt. Der hat uns den Preis überreicht damals. Ja, und wir haben dann noch ein Bild mit dem gemacht. Und das ist natürlich Otto, ja, der macht ja seit einiger Zeit nicht mehr so den besten Content, aber ist ja trotzdem eine Legende so. Ne? Oh, ich habe gerade Flashbacks vom Webvideopreis 2015. Da bin ich als Moderator aufgetreten. Warte mal, das ist der, wo wir den Preis her haben. Ja, genau, das war das. Ich war nicht wirklich Moderator. Ich war einer dieser Typen, die gesagt haben, ja, in der Kategorie ist der und der und der YouTuber und gewonnen hat der und der, ne? War das Laudator oder wie nennt man das? Wenn man Laudatio hält, ist was anderes, oder? Ich habe keine Ahnung. Egal. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ne? Genau. Ich habe das zusammen gemacht mit diesem Edeka-Typen von damals. Also der war irgendwie ein Meme Friedrich, zu dem Zeitpunkt. Okay? Nee, wie hieß der? Aber ich weiß, wie du meinst. Der hat so eine ganz dunkle, graue Stimme. Ja. Wie war denn sein Slogan?
Ich brauche den Chat, damit. Ich habe da, genau, ich habe das auch schon wieder vergessen, aber das oh war super. Gott. Das war halt so ein ganz, ganz bekannter Meme. Cool, nein. Geilo, nein, was war. Geilo! Geilo! Supergeil! War das supergeil! Nicht? Ja, supergeil! Supergeil. Ich hatte auch gerade leider geil im Kopf, aber das war ja dieser Song. Das stimmt. Leider geil. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da passiert ist. Mir ging es den ganzen Tag gut, vielleicht war das die Aufregung oder so. Aber wirklich kurz bevor ich da auf diese Bühne kam, wurde ich komplett heiser. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe keine Stimme. Und ich dachte mir, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Als ob das jetzt passiert. Das ist mir noch nie passiert. Nein, bitte nicht. Und da gibt es auch noch die Aufzeichnung auf YouTube. Also die Leute dachten, das sei Teil des Programms. Ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe so gesagt, ja, Leute, also ich bin heute ein bisschen heißer. Und deswegen rede ich in der Dönerbuden-Ali-Stimme. Und dann hat der Typ von diesem Edeka-Meme hat in so einer ganz hohen Piepstimme gesprochen. Ja? Und dann haben wir die ganze Zeit mit diesen Stimmen geredet. Und die Leute dachten irgendwie, das sei Teil des Programms. Also wir haben das irgendwie noch gerettet. Beziehungsweise er hat mich gerettet. Aber ich, Alter, ich war so aufgeregt. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt meine Stimme verliere. Was zum Teufel? Wie gut. Ja. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch, wie ich dann irgendwie draußen mit meinem Freund geredet habe. Ich so, yo, das war ja komplett cringe. Und dann erst mal eine geraucht. Was genau meinst du? Ja, ich habe einfach keine Stimme mehr gehabt. Ach, das war nicht gespielt? Du hattest wirklich keine Stimme? Aber es ist oft so, dass man irgendwie, also ich bin auch so jemand, der bei sowas so mega nervös wird und dann denkt, von wegen, was habe ich voll verkackt so. Aber ich glaube, dadurch, dass man auch so nervös ist und das irgendwie überdenkt und irgendwie so 1000 Szenarien durchgeht. Ja, das wurde halt auch im Fernsehen ausgestrahlt. Ja, na, aber gut, das ist im Fernsehen, sagen wir mal so. Ich glaube, im Fernsehen haben weniger Leute zugesehen, als vor Ort waren. Wahrscheinlich. Also, ganz ehrlich. Wer guckt sich eine Preisverleihung an? Es gibt die ein oder andere, ich glaube, Hildegard. Ja, aber sich den Webvideopreis anguckt, ne? Ich meine, ja, es gibt halt die krassen Leute, die sich dann über Nacht irgendwie die Oscars anschauen, wo ich mir halt dann auch denke, warum schaut man sich, ne, am Morgen danach nicht einfach die Liste an? Das ist halt, da hast du wirklich so 30 Sekunden lang Spaß, anstatt halt 4 Stunden Langeweile. Vor allem halt auch so die Liste angucken, bei den meisten Leuten ist es ja, oh Mann, eine Menge Namen, die ich nicht gesehen habe. So, weil wer, so außer jetzt so Filmkritiker oder sowas, wer hat denn schon so wirklich jetzt alle Filme geguckt? Mhm. Viele Filme, so ist ja eher so nach dem Motto, der gewinnt dann und dann kriegt er nochmal Aufmerksamkeit und denkst, ach, ja, okay, wenn der Oscar gewonnen hat, guter Film ist, dann baller ich mir mal rein. So, aber du gehst ja jetzt nicht, guckst ja jetzt nicht jeden Film an, der ins Kino kommt. So. Ist ja vor allen Dingen nicht momentan. Ja, gut. Aber die Aftershow-Partys waren nicht schlecht. Es sind immer die Aftershow-Partys, dafür gehen die Leute dahin. Ein Wodka-Maracuja nach dem anderen gesippt. Da habe ich noch Alkohol gut vertragen, so. Da habe ich irgendwie 10 bis 15 Gläser getrunken. Stopp. Und ja, und? Und jetzt ist das so irgendwie, ich weiß nicht, ob das wegen Corona liegt, weil ich seit Ewigkeiten keinen Alkohol mehr getrunken habe oder abgenommen habe. Also jetzt trinke ich 2 Gläser und ich bin direkt angetrunken. Meine russischen Gene täuschen mich. Darf man fragen, wie alt du eigentlich bist? Ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht mehr. Ja, also ich bin ja schon 12, ne? Also in ganze 12? Darf man das ja. Wow. Yes. Also ich bin jetzt, nächsten Monat werde ich 29. Ah, ja. Aber man könnte auch sagen, dass ich 7 bin. Warum? Weil ich im Schaltjahrtag Geburtstag habe. Am 29. Februar. Wir sind dann fast gleich alt. Ja alle 4 Jahre existiert dieser Tag. Ja, wir sind dann fast gleich alt. Ja. Also wenn du genau in den Schaltjahr, dann ist ja, was, 29.? 29.2.92. Ja, ich bin 23.92. Ah, okay. Also ja, 6 Tage Unterschied. Und ich bin ja älter als ihr, nee, nicht ganz, ein paar Monate als ihr. Ja, du bist halt nur 91. Genau. Aber, interessant. Ja, genau, das heißt, wir sind noch richtige 90s-Kids. Ja, wir haben damals alles mitbekommen. Voll. Wir haben iBlue mitbekommen, wir haben Share Believe mitbekommen. Wir haben, meine erste Konsole war die N64, Mann. Same. Und ich habe mit dem Gameboy gespielt. Oh, bei mir war es die NES krass. In Kasachstan und ja, dann war es die N64. Nicht schlecht, weil wir hatten einen Gameboy, den dicken, und das war quasi erstmal so die Heimkonsole. Und dann habe ich mir eine N64 irgendwann. Ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge es war. Ich weiß noch, dass mein Bruder hat die N64 geschenkt bekommen. Und weil es war nicht zu Geburtstag oder irgendwie sowas, sondern weil er einfach so spontan so einen geilen Geschenk bekommen hat. Und ich glaube, mein Vater wollte auch einfach nur Resident Evil zocken oder sowas. habe ich eine Burg von Playmobil bekommen. Und ich war so mega happy und habe dann so ein paar Tage später bemerkt, warte mal, die N64 ist mal sowas von geiler. Aber ich habe es dann auch gezockt. Wir haben auch die ersten 3D-Spiele gespielt. No Flex. Ja, ich meine, also schon Flex. Schon ziemlich Flex. Habt ihr, habt ihr irgendwie noch das im Kopf, wie das dann war, als ihr das erste Mal so ein 3D-Spiel gespielt habt? Weil ich bin ja mit der NES aufgewachsen, also in Kasachstan sind wir umgezogen. Ich habe die SNES übersprungen und hatte direkt eine N64 und habe dann Mario das erste Mal 3D gespielt. Und ich weiß noch, als Kind war das richtig krass für mich.
dass man in jede Richtung laufen konnte. Also ich habe gar nicht die Mission gemacht, ich bin einfach nur rumgelaufen, weil ich das so krass fand, weil ich davor Super Mario Bros. Auf der NES gespielt habe. Ich glaube, bei mir war das, also ich kann mich auch nicht hundertprozentig daran erinnern. Ich weiß, dass es schwierig für mich war. Mein Vater musste mir halt bei vielen Sachen irgendwie so helfen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so klein war, war das halt, und ich noch nicht so ein Back-Catalog hatte von so vielen, ne, Spielen, 2D-Spielen, weil es gab ja einfach nicht so krank viel. Deswegen war das für mich, glaube ich, gar nicht so krass neu. Also nicht neu, also schon neu, aber es war halt 3D, wie das echte Leben so. Und dann weiß man halt ungefähr. Ja, aber Kasachstan hinkte noch so ein bisschen hinterher. So. Vielleicht habe ich deswegen das noch miterlebt. Es war auch für mich damals, also wir hatten auch davor keine andere Konsole. Deswegen war es halt schon so, ja, ich habe halt gezockt und dann war halt Super Mario auch eines der ersten Spiele. Deswegen war es auch relativ normal. Aber auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass wir alle alt sind. Wir werden alt, wir vertragen nichts mehr. Es ist bei mir eigentlich auch so. Ich habe jetzt hier ein Glas Cola getrunken. Ich werde dieses Jahr 30, ich muss ihn mal reinziehen. Ich habe ein Glas Cola getrunken und es reicht mir schon. Ja, ich werde im November 30, zieh dir das rein. Krass. Und das heißt, ich bin quasi für YouTube tot. Obwohl eigentlich, ja gut, es gibt ja Gronkh. Ja. Es gibt immer die Ausrede. Boomer-Jahre kommen jetzt. Ja, ich bin in Anführungsstrichen Boomer, bist du ja erst ab 40, 50. Ja gut, aber ich müsste auch eigentlich in der Zeit geboren sein. Ne? Aber also bei dem von älter geschätzt? Das würde mich interessieren. Das ist eine gute Frage. Ich würde vielleicht schätzen, dass ich ein bisschen jünger geschätzt werde. Ja, ich glaube, ich hätte dich so auf 25, 26 geschätzt. Weil ich bin so ein fresher, hipper Typ, der ist so aufgedreht. Ja, also ja, total. Das ist Jungs. Gesicht sieht noch nicht so eingefallen aus. Das ist, weil ich in meiner Freizeit lache ich nicht. Und deswegen habe ich keine Falten. Ja, mein Gesicht ist immer so. Spaß ist auch überbewertet. Wir sind hier, um zu arbeiten und nicht um Spaß zu haben. Verdammte Scheiße. Verdammt. Wir müssen uns anstrengen, lustig zu sein. Ich will den Schweiß sehen. Ist ja aber auch ich denke, es wird ja bei dir auch nicht anders sein. Das Publikum ist ja mitgealtert. So, also klar, es kam auch neue dazu und das ist immer so, immer wenn man sagt, dass unser Publikum eigentlich eher erwachsen ist, kommen die Teenies und sagen, ich bin gar nicht erwachsen. Ich bin 13, so, also, bin 12. Und da haben wir natürlich auch da. Situation, wenn dann auf einmal so ein 2-Meter-Tier mit Vollbart auf dich zukommt und zu dir sagt, ich guck dich, seitdem ich 10 bin. Ja, genau die Situation hatte ich tatsächlich, da war ich irgendwo in einem Kino. Und da kommt der auf mich zu und ich dachte mir, das war vor 10 Jahren, Alter. Ich schaue dich seit der Grundschule. Der sieht aus wie 40. Aber ich fand es auch gruselig, wenn Leute sagen, von wegen, ich gucke dich, seit ich 6 bin. Und ich denke mir so, unser Humor war noch nie für 6-Jährige geeignet. Aber okay. Ich meine, ich habe auch mit 6 habe ich die Simpsons gefeiert und sowas. Und die ist auch nicht für 6-Jährige geeignet. Aber es ist auch nicht so, als wäre es jetzt wirklich schlimm. South Park habe ich damals nicht gefeiert. Ich musste ihn erst dazu überreden, dass es gut ist. Jetzt bin ich der größere South Park-Fan. Ja, jetzt komme ich nicht mehr dazu, das zu gucken. Wirklich. Ja, du hast immer noch nicht Pandemic Special geguckt. Ja, das ist so ich geil. Weiß, ich bin so schlimm. Geil. Ja, ich bin das schlimm. Das damals das Kind einfach nicht verstanden. Man hat es einfach geguckt, weil es lief. Ne? Es gab ja damals mal diese Serien wie so Angela Anaconda. Die fand man jetzt vielleicht nicht unbedingt gut. Man hat es geguckt, weil es halt lief. Ja. Boah. Das war ja creepy. Das ist so grauenvoll. Ich habe echt schlechte Erinnerungen. Leider auch die Kuh. Wo wir gerade bei... Das wollte ich gerade noch erwähnen. Party und Trinken und Webvideopreis Aftershow 2015. Gib es mir, wir können unsere krassesten Geschichten rauspacken jetzt. Durch das harte Saufen, da. Oh, das ist. Ja, das ist so komisch, als wäre dein Arm so lang. Dadurch habe ich rausgefunden. Oder es hat mich auf die Spur gebracht, die mir dann, wodurch ich rausgefunden habe, dass ich glutenintolerant bin. Weil ich hatte so rote Stellen ums Auge. Und es war so, okay, what the fuck, irgendwas stimmt hier nicht. Dann sahst du so aus. Nicht ganz. Es war tatsächlich so, wir hatten halt da getrunken und ich habe relativ viel Bier getrunken. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte halt wirklich rote Ringe um die Augen. Also wie so ein Panda, nur halt in Rot. Also wie so ein richtig heftiger, heroinsüchtiger, mega Junkie, der einfach, also richtig, richtig schlimm. Man muss sich ja vorstellen, dass er auch dann so entzündet ist und halt so grintet und sowas. Und dann, ja, bin ich darüber dann Stück für Stück von Alkohol auf Gluten gekommen und bla und ja. Ja, ich war mal so stolz. Keine Allergie. Ein Spaß. Und jetzt?
Aber ist gar nicht so schlimm. Ich vertrage zum Beispiel, seitdem ich größtenteils ja mich vegan ernähre und dann zufällig mal ein Stück Käse oder sowas habe oder irgendwo so ein Schlag Creme Fraiche oder sowas drin ist, ich vertrage es halt überhaupt nicht mehr. Das ist krass. Aber das ist normal. Ja, man verträgt es einfach nicht. Das ist normal, weil wie heißt das? Biosphäre? Wir sind so ein Ökosystem in uns drin. Also wir sind ja, wir bestehen ja zu 80% aus Bakterien oder so ein Shit. Und die Bakterien ändern sich natürlich demnach, welche Nährstoffe du kriegst. Und wenn du dann quasi gewisse Nährstoffe, die du sonst, also seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen hast, dann fehlen quasi die Bakterien, die dafür sorgen, dass diese Nährstoffe auseinandergesetzt werden und dann pupst du. Ich hatte ich hatte mal so eine Situation letztes Jahr, da war ich beim Backwerk. Und Backwerk hat auch diese Gemüseschnitzel, also die haben so Gemüseschnitzel in so einem Brötchen, das ist vegan. Und ich habe mir aus Versehen das mit dem Chicken geholt. Und früher habe ich die halt geliebt, als ich noch Fleisch gegessen habe. Aber zu dem Zeitpunkt hab ich mir das versehentlich gekauft, ne? Also ich wollte eigentlich die Gemüseschnitzel haben. Und ja, dann beiß ich da so rein und ich realisiere, jo, das ist ja Fleisch. Aber ich wollte es auch nicht wegwerfen, weil ich mir dachte, okay, es ist jetzt irgendwie besser. Also da war auch jetzt kein Obdachloser oder so in der Nähe. Also ich, keine Ahnung, ich finde das besser, das dann zu konsumieren, außer es einfach wegzuwerfen, weil dann wäre das quasi noch schlimmer. Ja, ja, das finde ich. Aber ich ekel mich jetzt auch nicht vor Fleisch oder so. Also ich esse nur kein Fleisch, weil ich halt weiß, was dahinter steckt. Und deswegen wollte ich das in dem Moment dann einfach aufessen. Und wie gesagt, damals habe ich das geliebt, aber da irgendwie, ich habe es einfach nicht geschafft, das aufzuessen. Und hatte auch richtig Magenkrämpfe, also nach ein paar Bissen schon. Und da dachte ich mir so, ist das jetzt ein Placebo-Effekt? Ist das, weil mein Körper das wirklich nicht mehr kennt? Oder das liegt an den Bakterien. Das geht sogar noch weiter. Also es ändert auch deine Lust quasi, auf was du halt Bock hast. Und es ändert auch dein Gemüt. Es hat tatsächlich einen Effekt darauf, wie deine Laune ist. Und das ist auch, also es ist jetzt nicht so, als würde Fleisch schlechte Laune machen. Aber sagen wir mal, wenn du dich halt komplett scheiße ernährst. Es geht ja so, also du kannst dich ja sowohl vegan als vegetarisch als auch mit Fleisch scheiße ernähren. Frühstück Pizza, Mittag Pizza, Abend Pizza. Dann hat das einen Effekt. Dann, definitiv. Ja. Bist du der Darm und so, der ist richtig krass. Ich habe da so ein dieses komische Zusammenfassung der 15 Minuten mir angehört über so einen Darm. Alter, wusstest du, dass der Darm ohne das Gehirn funktioniert? Das ist ein eigenes System, was selbstständig funktioniert. Ich dachte, ich würde mich auskennen. Willst du noch was noch weirderes sehen? Ich weiß nicht, ob du die South Park-Folge gesehen hast, aber da geht es darum, dass sie den Code von einem richtig gesunden Typen klauen wollen, um sich das in den Arsch zu schieben. Um dadurch die halt Folge, quasi ich glaube, die kenne ich. Genau, da sprechen sie das mit den Bakterien an. Und das Ding ist, die erklären das und denken, was zum Fick? Und ich habe das dann gegoogelt, das macht man wirklich. Das ist quasi, wenn du halt irgendwie so eine Krankheit hast oder irgendwie so einen Effekt hast, dass deine ganzen Bakterien quasi im Körper abgestorben sind, die kriegst du ja nicht einfach wieder neu. Dass du halt dann wirklich Kot von gesunden Menschen in den Po kriegst, damit du wieder Bakterien kriegst. Jetzt weißt du es. Ich weiß nicht, ob du es wissen wolltest. Ich weiß nicht, ob 6.000 Leute das wissen wollten. Aber 6.500. Das haben wir wieder gelernt, Freunde. Das ist wahr. Das macht man. Das ist Medizin. Das ist Wissenschaft. Das ist Science. Wieder was gelernt. Bräuchten wir auch so eine Animation, die wir einblenden können. Das wäre schön. Mein Kanal schreibt gerade reingekommen, maximal verwirrt. Schaltet ein und redet darüber. Ja, du kommst rein, der Code und dann andere Bakterien und dann stopfst du das in so einen fremden Menschen rein. Ja, nice Thema auf jeden Fall. Ja, mit Darmgeschichten habe ich generell so die letzten 4 Monate Krankenhausaufenthalte und so weiter und so fort. Stimmt, froh, da hatte ich auch was mitbekommen. Also ist besser. Ja, auf jeden Fall. Also es gab so ein Problem, das habe ich dann irgendwie nie behandelt. Ja, dann ist es zu Stufe 3 geworden, dann musste man das operieren. Erste Operation schlug fehl, ja, hatte dann irgendwie Schmerzen des Todes 3 Wochen und dann musste ich nochmal operieren, das war eine radikalere OP. Ist nichts Lebensgefährliches, aber ich glaube auch danach die schmerzhaftesten und schlimmsten 2 Wochen meines Lebens. Also ich habe wirklich in mein Handtuch geschrien, weil ich einfach diesen Schmerz nicht ausgehalten habe. Boah. Und ich musste Morphium nehmen, weil das einzige Schmerzmittel war, was auch tatsächlich geholfen hat. Ist ja auch hartes Shit, aber ist halt auch so etwas, sollte man niemals nehmen, wenn es nicht nötig ist, weil. Ne? Definitiv. Also es kann auch süchtig machen. Da hat man mich ein bisschen gewarnt vor. Gut, dass man es gemacht hat. Ja. Wir haben vor Video aufgenommen, kommt die nächsten Tage, weil sie es gewünscht haben, 10 Arten von Dealern. Und da reden wir über die Opioid-Krise. Opioid-Krise. Wo halt quasi in USA Leute halt einfach harten Shit verschrieben bekommen haben, abhängig wurden und dann haben sie es nicht mehr bekommen und dann sind sie halt auf den illegalen Markt gegangen und sind dann irgendwann krepiert. Yay! Ich meine, USA ist halt auch was anderes. So, also, aber ich meine, es gibt auch Scheißärzte in Deutschland, die sagen, hier, nimm, ist gut für dich. Deswegen ist gut, dass sie dir sagen, ey, vorsichtig und lieber zu wenig. Ja. Weil, aber bei mir ging es echt nicht anders.
Ja, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Also nachdem man so eine Situation hatte, ey, dann man schätzt so sehr, dass man einfach nur gesund ist und dass man leben darf und dass man nicht die ganze Zeit über Schmerzen hat. Ja. Oh, will ich mir nicht vorstellen. Also Leute, schön gesund bleiben, auf die Ärzte hören und nicht Probleme vor sich hinschieben, auch wenn es nicht wehtut. Das macht Sinn. Das ist verdammt schlau. Woran ich auch noch gedacht habe, erinnerst du dich an dieses YouTube-Woche-Camp, die wir vor Ewigkeiten hatten? Ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt. War mal das Sommercamp? Ich glaube, nee, das war nicht. Ich glaube, das war so. Wir haben erst mit Liv Lloyd was gedreht, da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. Kurze Zeit später war dieses YouTube-Camp. Ja, genau. Echt? Und ja, wir haben dieses Video mit Flo gedreht. Genau, und dieses Video existiert noch, da habe ich nämlich einen Vlog draus gemacht. Das heißt, irgendwas mit Liv Luff, ja. Und da seid ihr auch drauf. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, beziehungsweise kennengelernt haben. Das ist. Das okay, war dann ich auf, das auf meinem damaligen Zweitkanal, der hieß ja noch Blavlog, das ist ja jetzt weg. Und irgendwas mit Liv Lloyd. Blavlog, Liv Lloyd. Ich versuche es gerade mal zu googeln. Auf nach Berlin, genau. Auf nach Berlin, Part 1 von 2. Keine Ahnung, ob ihr da schon drauf seid. Ich glaube schon. Ja, doch, das ist das. Ah, Töten für einen Gameboy ist das Video. Guck mal, das war Mai 2012. Da ist auch ein Gesicht, was ich nicht mehr so gerne sehe. Warum ist da Waititi auch noch? Okay. Ja, ja. Oh, stimmt. Ja, ich weiß noch, wo das war. Das ist ja da Nähe Ostkreuz da, ne? Ja, genau. Irgendwie das war einfach 2012. Also ist jetzt bald 9 Jahre her. Stimmt, das war ja das 2012. Lustig, weil wir hatten ja dieses, also zur Erklärung, YouTube hatte uns eingeladen, verschiedene Creator, oh Gott. Wir sind Team, oh Gott, das ist... Macht es weg. Ihr seid ich möchte nicht mit Abaddon in Verbindung gebracht werden. Das ist, wenn Leute irgendwas von früher rauskramen, was eigentlich total gemein ist. Das existiert gar nicht, Leute. Ihr müsst nicht suchen. Aber es war so witzig. Wir hatten diese YouTube-Anlass eingeladen, von wegen, dass wir eine wochenlang halt da Shit beigebracht kriegen. Ach, die Academy-Kacke da. Genau. Stimmt. Ich meine, wir haben uns da ja von unserer Schule noch freistellen lassen. Da obwohl war auch wir ja, genau. Da war Videoamt mit seinem Baby. Und da war auch Flo mit seinen fahrbaren Schuhen, glaube ich. Ja, der hatte die so Weedies. Schuhe mit so Rollern drunter. Und Tobaskis damals hatte. Das war mega. Ich weiß aber gar nicht mehr, was wir da gemacht haben, ehrlich gesagt. Diesen Standard-Shit. Also das war auch so, hier, das ist Dreipunktbeleuchtung. Das ist eine ISO, wie funktioniert so eine Kamera, was ist Belichtungszeit? Das hier sind jetzt Gruppen und ihr macht jetzt ein Video. Obwohl, wir haben ja sogar, alle haben irgendwelche Videos gemacht, verschiedene Gruppen und das Video, was die Gruppe gemacht hat, in der ich war, wurde tatsächlich, war das einzige, wie das hochgeladen wurde. Das haben wir bei uns hochgeladen. Ja, genau, das war irgendwie von wegen YouTuber tauschen, andere wechseln die Formate und das war relativ dumm, aber es war halt ganz lustig. Das super war geil. Ich weiß nur, dass Maniac Mind noch dabei war. Ja, genau. Durch ihn damals hat er Kluge, falls ihr was sagt, dann kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Der war dann da und hat mir Pizza gegeben. Ja. Ja, das war mein Drip damals. So sah ich wirklich aus. Nilam war damals noch YouTuberin. Stimmt. Ach, stimmt, da haben wir auch so ein bisschen die Parodien. ich erinnere mich. Oh mein Gott, ich habe das Video komplett vergessen. Da haben wir auch so ein bisschen die Formate der anderen parodiert. Genau. Also wir haben, Nilam hat da jetzt dein Format, Ali Tales, glaube ich, gemacht. Und du bastelst irgendwas. Ja, do it yourself. Wow. Hast du Angst vor großen Penis? Ja, da kommt auch nur irgendwas mit Penis vor. Wahrscheinlich. Und Bratwurst, schätze ich mal. Aber es sind auch nur. Es ist auch nur das. Wer sind die beiden? Ach, das ist Trashy. Ich weiß nicht mehr, wie sie war. Das habe ich vergessen. Krass, ich habe komplett vergessen. In Love Design. Achso, sie hat wahrscheinlich Do-It-Yourself Sachen gemacht. Ah ja, genau. So. Ach, bin ich da ein Schluck Wasser noch. Du bist ja wirklich voll lauchig da. Schau, wie lauchig du bist. Jetzt unglaublich. Bin ich fett und ein bisschen muskulöser. Bei mir ist umgekehrt, ich bin heute mehr ein Lauch. Ja, aber das ist okay. Das ist okay. Ich war auch früher als Kind ein bisschen moppelig und jetzt bin ich ein super Lauch. Also, ey, dafür ernähren wir uns gut. Obwohl, eine Zeit lang hast du ja nicht mal einen Liegestütz hingekommen. Ja, das war schon wenigstens geändert. Das war schon eine Leistung. Man sollte einen Liegestütz schon. Macht ein bisschen Sport. Ein bisschen Sport ist ganz gut. Ja.
Aber es ist lustig, was sich seitdem geändert hat. Oder so witzig, dass halt dann manche Leute halt irgendwie immer noch da sind. Also es ist ja schon faszinierend, dass wir jetzt immer noch existieren, auch wenn, ich meine, du bist ja, glaube ich, ja eher Twitch mehr aktiv, aber auch YouTube. Also, ja, beides. Aber ich meine jetzt Twitch, YouTube ist jetzt nicht der große Unterschied, weil mittlerweile ja irgendwie super viele YouTuber so Twitch, YouTube hin und her sind. Mhm. Aber ich habe da neulich auch drüber nachgedacht, ne? Also ich habe ja 2009 angefangen und zu einem Zeitpunkt gab es auch so Leute wie Alexi Bexi, Fresh Talker und so. Mhm. Aber die meisten von denen hört man einfach nichts mehr und ich finde das cool, dass dann trotzdem noch Leute von damals, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, noch diesen Grind fahren, immer noch aktiv sind. Alexi Bexi, ja. Fresh Torge immer noch am Start. Und ich meine, Torge vor allem. Torge ist ja noch da. Der haut Videos raus, die werden angeschaut. Der hat halt, glaube ich, seine ganz eigene Bubble so. Ja, das sind die Leute, ja, die halt auch auf so RTL-Assi-Scheiß halt stehen. Ohne dass wir das jetzt böse machen. Ohne dass es jetzt schlecht gemeint ist, sondern. Ne? Die Community ist ja mitgewachsen auch bei dem, ne? Also, ja, genau. Wird wahrscheinlich auch eher von älteren Leuten erkannt. Aber ist es bei euch auch so, also dass ihr früher eher, also häufiger von Jüngeren erkannt wurdet und mittlerweile sind die Leute eher älter, sobald ihr angesprochen werdet? Oder hat sich da gar nichts geändert? Ja, das Ding ist, was auf jeden Fall auch ist, jüngere Menschen neigen eher dazu, ihn auch anzusprechen, weil ich weiß auch, für einen selber war, je jünger man ist, desto besonderer ist es, dass man auch jemanden sieht. Da bist du voll so, oh mein Gott, das ist ja so im Internet. Mhm. Und irgendwann so, ach, den kenne ich doch, den habe ich schon mal gesehen. Ha, ja, bei mir ist es auch so, dass ich selber jemanden gesehen habe und mir dachte, oh cool, aber mit dem mache ich jetzt kein Bild, das ist ja peinlich. Ja, gut, ich meine, wir haben natürlich jetzt wahrscheinlich auch einen anderen Bezug dazu, aber du wirst halt relaxter so, aber ja, es ist definitiv älter geworden. Ich meine, damals gab es ja auch nicht wirklich viele alte Leute, die YouTube geschaut haben. So, das ist ja. Und alle, die jetzt YouTube damals geschaut haben, die haben ja nicht aufgehört. Du wechselst ja nicht zurück zum Fernsehen, weil bist du nicht bescheuert. So. Ja, ich habe nur darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man schon so lange dabei ist und die Leute mitwachsen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Das auch, ja. Weil die Leute, die jetzt im Hype sind, also ihre Hochzeit haben, maybe werden die eher von jüngeren Leuten angesprochen. Kann ja sein. Und es gibt damals, auf jeden Fall welche. Also ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Wir werden auch immer noch von vielen jungen Leuten erkannt, aber ich glaube, das ist jetzt eher so ein Mischmasch. Jo. Ich mag es ja auch im Endeffekt nicht, so in Zielgruppen zu denken, weil es ist jetzt nicht so, als würden wir überlegen, findet das ein 18-Jähriger lustig? Ja, nee, bei mir auch nicht. Ja. Ich meine, wenn die Leute sagen, ja, eure Zielgruppe, das sind ja eher Jüngere, ne? So, und du gehst da und denkst dir so, ja, also ich mache im Grunde eigentlich nur das, worauf ich Bock habe, so. Also ich achte da nicht so drauf. Du machst selber, was dir Spaß macht, was du lustig findest und dann gibt es halt eine Zielgruppe von Leuten, die das lustig finden, was du machst oder denselben Humor haben und Ende ist und da ist egal quasi, wie alt oder welches Geschlecht. Ich kann es verstehen, jetzt, wenn du halt wirklich Kinderzeug macht. Was ja auch schön ist, wenn du halt wirklich sagst, so, das ist jetzt für Kinder, da werde ich jetzt nicht die Wörter sagen, die ich sonst sage. Da würdest du halt überlegen. Also ich meine auch so von wegen, was findet ein 6-Jähriger lustig? Ja, was ganz anderes. Aber ich meine, wie gesagt, ich habe früher die Simpsons geguckt. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber es war halt irgendwie mein Humor. Also, und das ist, also nicht mehr die neuen Folgen, aber die alten Folgen, die ich damals gefeiert habe, feiere ich immer noch so. Das ist geil. Ja, das ist irgendwie ähnlich. Aber Simpsons ist auch zeitlos irgendwie. Das kann man sich irgendwie immer geben, finde ich. Ja, es gibt nur so ein paar. Ding, ich glaube, es gibt aber trotzdem viele YouTuber, die sehr zielgruppenorientiert denken, ne? Weil ich persönlich habe das nie wirklich gemacht. Aber wenn ich so mit anderen YouTubern gesprochen habe, also ich habe schon den einen oder anderen kennengelernt, dass ich dachte, ja, also das ist meine Zielgruppe. Alter, Mindestalter, Höchstalter und das kann ich machen. Also habe ich persönlich so selber nie gefühlt, aber gibt es ja auch. Ja, ich glaube auch, also ich weiß, als Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel, ich würde zum Beispiel Paluten würde ich so ein bisschen so einschätzen, dass er genau weiß, wer ihn schaut. Wo ich ihn auch einschätzen würde, dass er auch einen Fick drauf gibt und einfach macht, was er will. Es kann auch sein, aber bei ihm würde ich irgendwie eher einschätzen. Also es ist nur eine Gefühlssache. Also nichts, ne? Wie gesagt, auch nichts gegen Paluten, wir kennen ihn Paluten auch, ist super, super korrekter Typ. Genau, aber ja. Ist ja auch nicht verwerflich, ne? Nee, wenn du überhaupt nicht eine bestimmte Zielgruppe ansprechen willst. Also ich verstehe auch nicht, warum das immer so negativ behaftet ist, wenn man sagt, so ja, man hat auch junge Fans und du hast ja Kiddie-Fans in Anführungsstrichen. Ja. Selbst wenn es so wäre, als ob das schlimm ist. Ja, ich meine, aber ich meinte jetzt Paluten als Beispiel, weil er hat ja auch diese Bücher und die sind halt schon ganz klar eher für so Jugendliche. Jüngere Leute halt gedacht. Oder und deswegen kennt ihr diese Minecraft-Szene von YouTubern, die halt so ihre Stimme richtig krass verstellen und dann immer, hallo Leute, willkommen zu meiner neuen Minecraft-Folge. Da gibt es ja auch ein paar. Ja. Oh, dann gehen wir wieder in die Minecraft-Schule. Und das ist schon Leute, das ist der Wahnsinn.
Ja, das ist der Huiuiui ist der andere. Ja, ich weiß, das ist Mimi. Ich glaube, das kommt halt auch immer ein bisschen davon, dass wir hatten ja alle die Situation von wegen, wir sind irgendwelche Kinder, die Hobbyvideos machen und auf einmal sitzt man da mit Christoph Krachten und er erzählt dann irgendwie was, wie du halt Reichweite erhöhst und bla. Und das ist Leuchtturm-Videos. Und dieses, dann wird halt quasi dieses Fernsehdenken einem beigebracht und von wegen, du musst es so machen und du musst jetzt so. Und manche Leute sind dann plötzlich so ultra geschäftlich, weil sie halt einfach voll so auf Geld aus sind. Und ich meine, es ist jetzt nicht, ich will es jetzt nicht, ich mag es nicht so verteufeln, dass Leute Geld machen wollen, weil wer macht nicht gerne Geld, aber dass die halt dann so das alles nur so geschäftlich sehen und quasi das kopieren, was das Fernsehen gemacht hat, weil die Profis sagen dir, was du machen musst, obwohl die Profis auf einem Medium arbeiten, was stirbt und wir die Leute sind, die nicht sterben. So. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir hatten ja, früher wurde so ganz viel uns erzählt von wegen, ihr müsst das machen, ihr müsst dies machen, ihr müsst eine GmbH aufmachen und ja, ihr müsst euch Leute einstellen. Und wir haben halt immer einen Fick drauf gegeben. Wir haben es halt immer unser eigenes Ding gemacht. Wir hatten aber immer im Kopf zum Beispiel, wir können nicht ewig YouTube machen. Und dann hatten wir 10-Jahres-Jubiläum und waren so, warum eigentlich nicht? Das war bei mir auch so. Ich habe 2009, wo ich angefangen habe, dachte ich so, ja, das geht ja bis höchstens 2015, als ob ich danach noch YouTube mache. Und jetzt haben wir 2021 und das geht immer noch weiter. Aber was du gerade angesprochen hast, ist super wichtig, finde ich, weil ich habe das Gefühl, also die letzten 11 Jahre haben mir gezeigt, die erfolgreichsten sind die, die einfach Fax geben. Also PewDiePie ist ein super Beispiel, der macht einfach das, worauf er Bock hat. Monte ist ein gutes Beispiel im deutschsprachigen Raum und so. Also und es sind immer diejenigen, die eben nicht sich dem Fernsehen anpassen, sondern diejenigen, die komplett authentisch sind. Ja. Ob man diese Authentizität jetzt mag oder nicht, weil Monte ist ja zum Beispiel ein sehr kontroverses Beispiel, ist ja eine andere Sache. Aber ja, du musst halt. Ja, und das ist auch so, das ist ja auch unsere Erfahrung. Wir hatten ja auch größere Produktionen gehabt mal. Das war ja auch cool im Endeffekt. Wir hatten ja zum Beispiel mal für Ubisoft hatten wir so einen Dreiteiler gemacht, Camp Fatback, und da hatten wir auch mal richtig Budget, was natürlich so als Creator mal richtig geil war, dass man halt so, man kann Drehbuch schreiben und mal meine richtige Kameracrew zusammensetzen und mit halt verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Und da habe ich halt gemerkt, wie schwierig das ist, wenn du halt mit so vielen Leuten zusammenarbeitest, dass du halt die Vision, die du hast, durchsetzt. Weil wenn wir jetzt zu zweit sind, ich meine, wir sind eingearbeitet, Steven weiß, was ich meine, das funktioniert halt viel besser. Und das hast du halt oft so bei so, das merkst du, ich meine, das merkst du ganz krass bei so Filmen wie Star Wars oder so etwas, wo dann Producer und weißt du, so 1000 Leute da sind schon wegen, aber nein, wir müssen hier was ändern, weil wir müssen noch diese Spielfigur verkaufen, dass diese Sachen halt dann immer scheitern, weil da zu viele Leute zwischenreden und es halt keine klare Vision gibt. Bestes Beispiel ist auch Game of Thrones. Da hast du am Anfang, ist ganz klar noch die Vision von George R. R. Martin drin, weil sie einfach 1:1 das Buch kopiert haben. Mhm. Geiles Ding. Je weniger George R. R. Martin drin ist, desto schlechter wird die Serie. Und ja. Und deswegen hatten wir halt auch das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut ist, dass wir klein bleiben. Weil es halt einfacher ist, kreativ zu sein, spontan zu sein und einfach das so zu machen, wie du es gerade im Kopf hast. Ja, aber das ist jetzt eine super weirde Frage, aber ihr habt ja schon hochwertige Produktionen auch gemacht, unter anderem auf YouTube, ne? Ist das, also jetzt bin ich derjenige, der interviewt, aber mich würde es einfach mal interessieren, ist das für euch auch so ein bisschen demotivierend, wenn ihr irgendwie so ein super aufwendiges Video hochlädt und erstens, das gucken irgendwie super wenige, ausgerechnet dieses Video, das hat einen super niedrigen CPM und andere laden irgendein Gaming-Video hoch und das sehen irgendwie, keine Ahnung, das hat einen CPM von 7 € und 1 Million sehen das und so. Hattet ihr schon mal so, irgendwie ist das ein bisschen frustrierend? Tatsächlich, jein, natürlich irgendwie ein bisschen schon, weil es gibt halt natürlich Videos, wo du halt denkst, hoffentlich haut es rein, weil das, wenn du etwas selber geil findest, dann hoffst du natürlich, dass es die Leute auch so geil finden. Aber wir hatten schon immer ein Problem mit diesen, früher gab es ja auch so Facebook-Gruppen von YouTubern und sowas, und da war immer dieses, oder Mediakraft gab es immer so eine Gruppe von wegen, hier waren 50.000 Stunden Arbeit drin, 2 Leute sind gestorben, Alter, bitte teilen, ist so geil. Ist halt so, nur weil du viel Mühe reingibst, wird es nicht besser. Und ich meine, wir machen ja auch noch sowas und wir wollen es ja auch weitermachen. Wir machen ja unsere Sketche. Wir haben ja zum Beispiel Dagi Leo noch, wo wir halt dann verschiedene Elemente haben, also verschiedene Parts, wo wir an verschiedenen Orten drehen, die halt auch einfach aufwendig sind von Statisten herholen und hin und her fahren. Und dann gibt es ein Video, wir haben den Adventskalender voll Alkohol und ballern uns den rein. Und es kommt 1000-mal besser an. Der CPM ist Hammer. So. Das ist YouTube. Weil ich habe neulich mit Dennis darüber gesprochen. Ich wollte demnächst wieder mit Sketch-Videos anfangen. Ja. Aber ich bin trotzdem happy, also weil ich da übertrieben Bock drauf habe.
Aber ich bin trotzdem ein bisschen happy, dass ich nicht mal so von abhängig bin, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das war auch bei Jengs der Fall, also bei Ape Crime, dass diese Sketch-Videos immer einen extrem niedrigen CPM hatten. Also ich weiß noch, auf iBlali hatte ich einen CPM von 80 Cent und das hat sich finanziell immer so wenig gelohnt, diese Mühe. Und jetzt, keine Ahnung, mache ich Gaming Reactions und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, definitiv, nicht falsch verstehen, aber da habe ich einen CPM von 4 bis 7 Euro und das ist total absurd eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass das so ist, dass so hochwertige Produktionen irgendwie kaum supported werden. Weirdes Gefühl auf jeden Fall. Ja, ja, das Ding ist, also das ganze für dich Schauverhalten von den Leuten hat sich halt auch komplett geändert. Das ist halt, ich weiß nicht, wann kriegst du schon mal einen lustigen Clip irgendwie von 5 Minuten nur, oder sowas nur, geschickt? Weißt also, du? Manchmal kommt es vor. Ich hatte das vor kurzem gesehen, das war, das ist so ein 40-Sekunden-Clip von wegen. Ja, 40 Sekunden ist was anderes als ein 5-Minuten-Clip. Ja, aber das war von wegen einem YouTube-Kanal, der sonst irgendwie nur so 1000 Klicks hatte, hat auf einmal ein Video gehabt, was innerhalb von 3 Tagen 1 Million Klicks hatte und das war Every Scandinavian Crime Series Ever. Und es war super lustig, super kurz. Kommt noch vor, aber ja, es ist schwierig. Das Ding ist halt, es ist ja auch wie quasi Menschen funktionieren. Und zwei Typen beim Saufen zuzusehen, die lustig sind, kann super unterhaltsam sein. Da muss man auch. Ich glaube, ich persönlich weiß nicht. Also meine persönliche Watchtime wäre da vielleicht auch länger tatsächlich, weil ich finde das einfach witzig. Es gibt zum Beispiel einen Vlogger, der heißt Bald and Bankrupt und ich finde ihn super interessant, weil der halt so durch die ex-sowjetischen Länder reist und diese Vlogs sind super informativ und das ist auch so ein Vlogger, der nicht einfach die Hotspots zeigt, wie ein normaler Vlogger, sondern der fährt in irgendwelche verlassenen Dörfer, lernt da irgendwelche Menschen kennen, ist der exploitierte Typ überhaupt, freundet sich mit denen an und wird zudem von denen eingeladen nach Hause zum Wodka trinken. Ne? Das ist wirklich so eine Reise, die man miterlebt. Und ich finde das super cool, super authentisch. Und es gibt eine Folge, da säuft er einfach nur. Der trinkt einfach nur Alkohol mit einem Kumpel. Da passiert nicht mehr. Und dieses Video hat irgendwie 5-mal so viele Aufrufe. Aber ich muss auch fairerweise sagen, dieses Video ist auch mein Lieblingsvideo. Das Ding ist, kann passieren. Wo ich halt ein bisschen Sorge habe, ist halt Film zum Beispiel. Ich meine, wir sind beide super Filmliebhaber. Ich meine, wir haben eigentlich YouTube angefangen, um irgendwann in die Filmbranche reinzukommen, bis wir gemerkt haben, dass die Medienbranche voller Wichser ist und wir da auf keinen Fall rein wollen. Aber wir lieben halt so Christopher Nolan-Filme, Tenet, aber klar, den müssen wir sehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der beste Nolan-Film war. Ich glaube, finde ihn noch besser als viele andere. Ich habe leider noch nicht gesehen. Hat geile Szenen. Also wenn du Nolan magst, du wirst ihn mögen und dann kannst du ja selber entscheiden, ob es jetzt der beste oder der schlechteste oder was auch immer war. Aber es ist noch besser als vieles andere, was so läuft. Und Kino ist halt natürlich, da ist ja Millionen Kosten. Das ist ja scheiße teuer. Und das Ding ist halt, du hast dann quasi am Ende ein 2-Stunden-Werk, aber du konkurrierst ja auch im Endeffekt, weil wir haben alle begrenzt Zeit. So. Und du konkurrierst ja trotzdem gleichzeitig gegen den Typen, der einfach zu Hause sitzt und Super Mario spielt. So. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Der Unterschied ist allerdings natürlich, ich bin jetzt nicht bereit, 15 Euro zu bezahlen, um den Typen dabei zuzusehen, wie er Super Mario spielt. Also Spenden und sowas kann man gerne machen, aber es ist jetzt nicht so als Ticketkauf. Ich glaube, das würde ja nicht funktionieren, wenn du sagst, so, du musst Abo haben und dann kannst du zusehen. Gut, das macht ja auch kein Streamer. Aber beim Film muss man sich das auch vornehmen, ne? Aber ich bin bereit, für einen guten Film zahle ich gerne. Weißt du? Yes, wenn ich sage, ich weiß so 2 Stunden geiles Ding. Vor allem die ganze Arbeit, die da drin steckt. Und du siehst halt was du nicht jeden Tag sehen kannst. Das Problem ist halt nur, dass, wo ich halt ein bisschen Sorgen habe oder Sorgen und es halt positiv TikTok. Sehe. Du hast halt diese Strukturen und ein bisschen sehe, so große Firmen, hast du halt Hierarchien und im Endeffekt kannst du quasi ausnutzen, dass du dann mit dem Chef halt irgendwie ganz gut stehst und dass du halt, ja, halt manipulierst und dich dadurch halt hochkriegst und nicht, weil du ein guter Künstler bist. Und dass halt viele talentierte Leute deshalb in den Independent-Bereich gehen und halt lieber irgendwie so halt YouTube-Videos machen oder was auch immer, weil sie halt sie selber sein können und es halt nicht nötig haben. Sie haben es nicht nötig, sich beim Chef einzuschleimen und dem zu erklären, warum sie gut sind, weil sie kriegen 100.000 Zuschauer. So. Ich meine, gibt's ja auch immer mehr, ne? Also immer mehr Schauspieler sind dann aktiv auf Twitch oder, keine Ahnung, machen YouTube-Videos, machen YouTube-Livestreams. Es gibt zum Beispiel hier Josh Peck, damals von Drake & Josh, hat einen super, sein YouTube-Kanal läuft super. Der macht einen YouTube-Kanal? Ja, der hat einen YouTube-Kanal und der läuft echt gut. Also das ist ja lustig. Ist ja einer von vielen, ne?
Und, aber ich weiß, ich verstehe schon deine Sorge auf jeden Fall. Du brauchst diese großen Strukturen. Ich habe noch mal ganz andere Sorgen, aber dazu komme ich gleich. Also kurz abzuschließen, du brauchst ja diese großen Strukturen, um einen Christopher Nolan kann ich einen 300-Euro-Millionen-Film machen ohne diese Strukturen. So. Ja. Und viele Leute haben halt berechtigterweise keinen Bock, irgendeinen Typen, der keine Ahnung hat, zu erklären, warum dieses Skript so umgesetzt werden muss und warum es so gut ist. Weil George R. R. Martin hat mal gesagt, Kunst ist keine Demokratie. Boom. Was sind deine Sorgen? Ich finde, das ist aber auch super interessanter Punkt, weil ich so noch nie drüber nachgedacht habe, dass das irgendwie ein Problem darstellen könnte. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also klar, ich werde jetzt nicht denken, dass Filme jemals aussterben oder so, aber ich finde, die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten wird halt immer geringer. Und ich finde auch so Plattformen wie TikTok tragen auf jeden Fall einen großen Teil dazu bei, dass man wirklich alles ganz, ganz, ganz schnell haben will. Und dass man sich nicht mal Zeit lässt für gewisse Sachen. Deswegen finde ich Podcasts so geil, weil ich lasse mir gerne Zeit für einen Podcast oder ich mache halt nebenbei was, tun ja viele. Ja. Aber es ist halt wirklich, also ich merke das teilweise auch bei Leuten, mit denen ich zu tun habe, dass deren Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen gekillt wurde, auch durch Social Media und TikTok und so. Ja, das ist halt immer dieses schnell, schnell, schnell und vor allen Dingen dieses nichts verpassen wollen, ne? Wie man so schön sagt, diese blöde Fear of Missing Out. Ist halt, ich weiß, deswegen hast du halt so viel. Die Leute denken, okay, es muss kürzer sein, damit ich noch mehr Informationen in noch kürzerer Zeit irgendwie mein Gehirn prügeln kann, was dann auch super ungesund ist eigentlich. Obwohl halt bei mir teilweise auch so. Der Erfolg von Podcast beweist ja so eigentlich das Gegenteil. Ja, ich glaub, vielleicht aber der ist, glaube ich, kleiner der Teil. Aber ja. Ich zum Beispiel höre Podcast auch nie so pur. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo halt mich jetzt hinsetze und sitze und Podcast höre, sondern ich höre zum Beispiel jetzt, wenn ich Podcast höre, spiele ich meistens dabei World of Warcraft und mache irgendwie so Daily Quest oder sowas. Irgendwas, wo ich halt so, ja, jetzt mich nicht zu sehr konzentrieren muss. Und dann beim Joggen. Beim Joggen? Ja, Podcast wenn ich ganz viel nicht jogge, dann höre ich Podcast. Machen voll viele. Ja. Deswegen wollten wir auch noch den Podcast auf andere Plattformen hier hochladen, weil man da, glaube ich, besser das dann irgendwie aufs Handy ziehen kann und dann beim Joggen so. Erstmal einen guten Podcast-Hoster finden. Ja. Und am liebsten würde ich da Erfahrungswerte von irgendjemandem haben, dem ich vertraue. Hör, Chat, ich vertraue dir. Na, Chat, sag Bescheid. Aber das, was du angesprochen hast, Steve, das ist eigentlich voll der gute. Also die Sache ist, bei mir war das ja teilweise auch so, dass ich gar nicht mehr wirklich Nachrichten lese. Sondern es gab einen Zeitpunkt, da bin ich halt auf Twitter, also morgens einfach auf Twitter gegangen, habe einfach nur geguckt, was in diesen Hashtags ist, also in den Trends. Und das sind ja dann quasi schon die News. Dann steht da so Hashtag Washington oder Hashtag Trump, ne? Und dann gehst du halt drauf, liest ja ganz schnell ein paar Tweets durch, weißt, okay, das geht ab. Und das mache ich zum Beispiel sehr häufig. Aber ich bin inzwischen ein bisschen weniger, weil ich gemerkt habe, irgendwie zieht mich das runter, wenn ich das dann sofort nach dem Aufstehen mache und dann so viel Information auf einmal in meinen Kopf prügel, weil da habe ich oftmals einfach schlechte Laune. Es ist einfach too much so. Ich glaube, man muss da auch, also man muss auch vorsichtig sein. Ich fand da, Beispiel ist da Hashtags und wie das halt auch gefährlich sein kann. Dieter Nuhr ist ja auf Twitter nicht sehr beliebt und das, da will ich jetzt auch nicht sagen, dass die Leute können ruhig Dieter Nuhr haten, der ist mir scheißegal. Ich mag es halt dann nur eben halt eben nicht nur den Hashtag anzugucken, sondern auch rauszufinden, was hat er jetzt gesagt? Was ist jetzt wirklich passiert? So, was ist? Und er hat dann irgendwie so ein, zwei Sachen, wo er halt irgendwie Greta da kritisiert hat und irgendwie so, er hat irgendwas gemacht. Und ich hab's angeguckt und dachte so, ja, okay, Leute regen sich darüber auf. Ja, sollen sie machen, ist verständlich. Ist eine dumme Aussage. Und dann hat er aber irgendwie so ein von wegen Vergleich mit, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Irgendwas mit Stasi oder, also auf jeden Fall ein ganz, ganz komischer Vergleich. Und da habe ich versucht, das rauszufinden, woher es herkam. Und es hat sich rausgestellt, das hat er nie gesagt. Aber dadurch, dass die Leute bereits so auf Hass war auf Dieter Nuhr, war so, oh, Dieter Nuhr ist da, haben die Überschrift nur mitgenommen, haben es nicht durchgelesen und haben es dann geteilt, ist hochgekommen, weil fuck Dieter Nuhr. So. Und das ist dann schwierig. Leute lesen nur noch die Überschriften und machen sich dann da die Meinung nach. Ja, aber man will nicht die Person sein, die Dieter Nuhr verteidigt, weil dann wirst du gleich in die andere Schiene geschoben, weil dann bist du auf einmal, dann bist du die Zielscheibe. Als würde mich Dieter Nuhr interessieren. So, es ist eh so. Ich habe von denen noch nie gehört vor Twitter, wirklich. Weil du kein Fernseher guckst. Generell, also dein Twitter Problem. Ist da generell eine sehr gefährliche Plattform, weil alle sich da immer so reinsteigern in Bubbles auch.
und niemand sich wirklich informiert, habe ich das Gefühl. Also grundsätzlich finde ich das ja gut, auf so problematische Sachen aufmerksam zu machen. Aber manche machen wirklich aus jeder Mücke einen Elefanten, also oder verbreiten irgendwelche Falschinformationen. Es gab mal zum Beispiel einen Tweet, das habe ich auch in meinem Streamer erzählt, da hat einfach jemand random behauptet, also es hatte nicht mal eine Konstante, yo, Iblali macht mit Minderjährigen rum auf K-Pop-Partys. Einfach so. Right. Und die Person hat dann auch irgendwann sich bei mir entschuldigt und zugegeben, dass es einfach nur ausgedacht war. Jedoch hatte dieser Tweet 1000 Likes, ich glaube 200 Retweets, sehr viele Antworten und Leute haben geschrieben, yo, ich habe ja Vic gefeiert, aber das, also das ist ja, und die Leute das geht übernehmen gar das halt einfach, die glauben das halt einfach, ne? Boah. Also theoretisch hätte ich den halt anzeigen können aufgrund von Rufschädigung, aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil er sich bei mir entschuldigt und den Tweet gelöscht hat. Aber das sind so Sachen, ist auch nicht das Einzige, was passiert ist, ne? Und das ist, Leute haben richtig Bock auf Hetzjagd auf Social Media und deswegen finde ich das immer so gefährlich. Twitter ist allgemein super skurril und ich frage mich halt auch noch, und er fragt sich auch, warum ich überhaupt noch auf Twitter bin. Ich frage mich halt auch. Aber ja, ich frage mich warum, das auch sehr oft. Weil das auch es macht ja auch irgendwo Spaß, kann ich ja verstehen. Ich meine, es gibt auch interessante Sachen. Also zum Beispiel, ich folge dann auch so also interessanten Leuten, also Edward Snowden oder sowas, und er bringt halt tatsächlich interessante Sachen hin, die ich sonst nicht mitkriege. Also es gibt ein paar Accounts, das sind aber meistens dann weniger deutsche Accounts. Obwohl, also Deutsche zum Beispiel auch die Julia Redner, die ja damit Artikel 13 und sowas Dings ist, die ja teilt dann interessante Artikel, die ich halt sonst niemals mitbekomme. Würde über halt über diese Thematik. Aber was du halt auf Twitter halt ganz viel hast, ist, dass Leute eigentlich nichts wirklich sagen, aber sich halt einfach nur gegenseitig zustimmen. Das ist halt zum Beispiel so, sagen halt einfach, Nazis sind doof. Das ist halt so, ja, Nazis sind doof, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt so eine krasse Aussage und alle sind so von wegen, yes, Queen, yeah, word, oh, du sagst es denen. Das ist so, cool, dass ihr diese super geile Erkenntnis rausgefunden habt. Das, genau, und auch ist sehr gut darin, oh sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, mach. Ich wollte nur sagen, Twitter ist sehr gut darin, auch Bestätigungsfehler zu fördern, ne? Weil viele agieren ja so in Bubbles, in Kollektiven. Und wenn da zum Beispiel einer irgendwas behauptet, wo du weißt, nee, das stimmt halt nicht, und alle pushen sich damit gegenseitig, dann ist das für die keine Vermutung mehr, sondern irgendwann eine Wahrheit. Und das finde ich auch mal so gefährlich. Ja, weil die hören es ja von so vielen anderen Leuten überall, hört man das ja. Ne? Das sagen ja so viele, dann muss es ja richtig sein. Das ist Twitter. Ja, das ist Twitter. Ja, wenn kann man das sieht, aber das ist ein Elefant, der sich selbst den Schwanz lutscht. Ja. Das ist Twitter. weil ich weiß das mit dem blauen Vogel sein. Es gibt dann auch so kleine Accounts, die halt große Shitstorms verursachen. Und ich weiß, dass es einen Account hatte, gibt, mit denen hattest du Probleme, mit denen hatte Wieso Probleme, mit denen hatte Robin Probleme und mich hat sie auch einmal angekackt, weil ich das so den Wieso-Ding was gesagt hatte. Dieser eine Account hat es halt geschafft, dass dann plötzlich Wieso Nazi getrendet ist. Wo man denkt so, wer glaubt das ernsthaft, dass der Nazi ist? Das macht gar keinen Sinn. Ich bin offen für Kritik, so. Also ich mag Wieso, aber wenn Leute einen Punkt haben, wo sie Wieso kritisieren, dann sollen sie es machen. So. Also wenn er legit aber, ist irgendwo. Aber zu sagen, er wäre ein Nazi, das ergibt halt so, das ergibt null Sinn. Dann habe ich aber auch nie irgendwas von ihm gesehen. Nie. Hm? Und jeder hat die CDU-Zerstörung gesehen. Ja, gut, das war natürlich auch nochmal, da gab es nochmal von einer ganz anderen Ecke sehr lustige Reaktionen. Von den Grünen. Ja, Twitter ist so eine Hassliebe irgendwie. Ist das spannend? Es ist wie ein Autounfall, wo man einfach nicht weggucken kann. Ne? Weil oft, halt, man ist ja trotzdem neugierig. Wie oft bist du da? Also checkst du jeden Tag halt öfter? Oder wie ist intensiv viel weniger du's? Geworden. Viel weniger geworden. Also ich gehe meistens drauf, wenn mir irgendwie ein guter Tweet einfällt, dann tweete ich das und dann verlasse ich die Plattform wieder. Also es ist halt viel, viel weniger geworden. So, das war bis vor einem Jahr war das noch sehr oft. Weil das war schon fast wie eine Sucht. Also weil ich immer wissen wollte, was gerade aktuell ist, was geht bei anderen ab und so. Ich war super viel auf Twitter, aber ich habe irgendwann gemerkt, auch so ein bisschen für mein Selfcare irgendwie tut mir das nicht so gut und Leute, ja, gerade bei so Debatten neigen gerne ins Extreme und nee, keine Ahnung, also irgendwie, ja, zu viel Twitter ist auch nicht gut. Ich meine, ich glaube auch über so Twitter-Sachen, also es hat auf jeden Fall, also Stevens. Er sagt es, meine Freundin sagt es mir, es hat auf jeden Fall einen negativen Effekt auf mich. Hi, davon kann ich ein Liedchen singen. Nummer 3. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist schwierig, weil es gibt interessante Sachen. So. Also auch jetzt so diese ganze Reddit-Sache habe ich halt auch mehr über Twitter mitbekommen, also diese Aktiensache da.
Man müsste einfach alles andere löschen. Aber deswegen haben wir zum Beispiel, ich glaube, auch darüber, wir hatten ja vor Ewigkeiten eigentlich geplant, einen Podcast zu machen. Und da sind wir halt auch wirklich über Twitter darauf gekommen, im Sinne, die Leute reden halt nicht miteinander. Und wenn man halt so ein Gespräch hat, du würdest niemals so miteinander kommunizieren, wie Leute auf Twitter miteinander kommunizieren. Das stimmt. Und selbst in Streitsituationen, ne? Also wenn du dich streitest und du redest dann face-to-face, dann beruhigt sich das in den meisten Fällen, zumindest bei mir, und dann deeskaliert das, weil man sagt, ja, ich verstehe dich, aber, und dann hat man sich so eine richtige Unterhaltung. Aber auf Twitter ist es so, als würde man sich über WhatsApp streiten. Meistens keine gute Idee. Und außerdem habe ich das Gefühl, so Diskussionen auf Twitter zu 80% immer mit Whataboutism beschmückt. Ja? Einer sagt zum Beispiel, das ist nicht cool, dann sagt der andere, ja, aber was ist mit diesem Thema? Das findest du dann gut, oder was? So. Und dann sagt der andere, nee, das hat doch da gar nichts damit zu tun. Und dann geht das halt immer so weiter. Ich habe einmal sehen, so eine Diskussion hin und her gehabt. Und es war gar nicht meine Absicht. Und ich war völlig verwirrt, weil ich will jetzt gar nicht sagen, wer, aber der hat mir halt dann so Sachen an den Kopf geschmissen, von wegen, dass er wahrscheinlich im Kopf hatte, dass ich so ein rechter AfD-Wähler bin. Ich war so, war ich auch schon. Und ich der hat mir vorher gefolgt. Alles. Vor allem, der hat mir auch vorher gefolgt und ich dachte so, ich war so, weil ich habe am Anfang nur geantwortet, weil ich rausfinden wollte, weil ich nicht wusste, ob er einen Joke macht. Und deswegen habe ich reagiert, war so, ist das jetzt? Und da hat er mir halt Sachen an den Kopf geschmissen und dann war ich so, habe ich halt irgendwie versucht zu deeskalieren von wegen, Und dann hat er irgendwie gesagt von wegen, ich habe die Diskussion gewonnen, weil du ziehst dich zurück und da und ich war so, okay. Ja, da frage ich mich auch mal, geht es um Verständnis? Geht es um Verständnis oder geht es um Lagerdenken? So, geht es darum, es geht welche um Seite gewinnt? Ja, es ist viel Lagerdenken auf jeden Fall. Das hast du ja auch ganz oft, dieses von wegen. Ich habe das hier gerade auch im Chat gelesen. Warst du, warte mal, was, bist nicht. Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Das gibt's doch wohl gar nicht. Das war hier. Ich glaube, das war hier irgendwo. Nein, ich hab's verloren. Schade. Stimmt. Aber es war irgendwas mit Hitler. Was, du bist nicht gegen die Rechten, dann musst du ja Hitler mögen. Ja, irgendwie sowas. Was keine viele Ahnung. Ja sagen, oder was auf Twitter Dings ist, dieses von wegen, es gibt keine politischen Zentristen, es gibt kein Center, sondern es gibt nur Guten und es gibt die Bösen. Und es ist halt so ein. Also wenn du das eine nicht bist, bist du das andere. Und so, kann ich bitte als Individuum betrachtet werden? Kann ich bitte. Das ist. Ist schwierig. Ja, also niemals eine Diskussion auf Twitter anfangen. Ganz schlechte Idee. Egal mit wem. Das Ding ist halt, ich kann auf Twitter Jokes schreiben. Und ich kann besser Jokes schreiben, als hübsche Bilder von mir machen. Deswegen ist der Twitter irgendwie, funktioniert halt für mich besser als Instagram. Auf Instagram mache ich nur D-Abos, auf Twitter mache ich nur Abos. Das ist so dieses, dieser Meme. When you're ugly but funny. Genau das ist aber das. Es hat auch, glaube ich, wahrscheinlich auch damit zu tun. Ich bin beides nicht. Ja, wie viele wo aktiv sind und alles, aber. Bald hast du auch deinen ersten Power-Tweet. Ich meine, was ist ein Power-Tweet? Ein Power-Tweet ist ein starker Tweet. Viele Likes, viele Retweets, vielleicht 10.000 Likes. Oh. Viele bekommen es von außen mit. Quasi so ein Ding, was viral geht. Es gibt halt auch so Leute, die tweeten irgendwie 10 Sachen am Tag. Wo ich mir denke, what the fuck, was ist das? Und dann guckst du so auf den Account und die haben relativ viele Follower, aber unser Streamdeck blinkt gerade wie bescheuert. die meisten Tweets haben dann irgendwie nur so 130 Likes oder sowas. Jetzt hat's aufgehört. Oh, es geht wieder. Ja, von wegen, sie haben halt irgendwie 200.000 Abonnenten, 300.000 Abonnenten, aber so die meisten Tweets ziehen nicht. Aber dann kommt der eine Tweet, der irgendwie 10.000 Likes hat. Und ja, das ist unberechenbar. Komplett unberechenbar. Aber ja, sollte man nicht so viel drauf sein. Aber wir können auch nicht auf Parler wechseln, das wurde ja gelöscht. Weil da hätten wir wenigstens Rechte oder sowas, dann können wir uns mit den Rechten streiten, wer die Bösen sind. So das lustig. Klingt so einfach lustiger. Telegram-Account aufmachen. Ja, für die Wahrheit, folgt mir auf Telegram. Telegram. Lasst uns den Wendler machen. Aber ab und zu gucke ich da mal rauf, das ist immer sehr lustig. Telegram? Vor allem, ja, weil du bekommst irgendwie das Gefühl, wenn du den auf Instagram folgst, Wendler auf Instagram, dann sagt er, der postet halt immer so Stories mit irgendwelchen komischen Standbildern, wo du dir denkst, so ist es jetzt ein Satire-Account? Wer macht denn von sich selber, wer postet denn so eine Bilder von sich? Und da sagt er dann immer, hey, die Wahrheit gibt's auf Telegram. Ist super lustig. Was er da irgendwie so raushaut. Das ist halt lustig, weil Telegram selber ist ja jetzt an sich ist ja nur ein besseres WhatsApp.
obwohl es nicht das beste WhatsApp ist. Das beste WhatsApp ist Signal, was du dir noch runterladen musst. Damit hast du schon? Ja, ich habe seit Ewigkeiten. Das Lustige ist, ich habe seit Ewigkeiten Signal. Weil ich bin so ein Edward Snowden-Fanboy. Edward Snowden hat gesagt, ich muss es runterladen. Da wurde ich so richtig hart influenced und habe es direkt runtergeladen. Ja, das Ding war, ich habe dann Signal aufgemacht und war so, okay, niemand anderes hat Signal. Also was mache ich jetzt mit einem Messenger? Ja, das ist scheiße. Man muss die anderen immer auch so ein bisschen dazu bringen, das auch zu benutzen. Aber ich habe das aber mal jetzt ganz früh mit Viber probiert. Das hat dann irgendwie ein paar Tage funktioniert und dann waren alle wieder bei WhatsApp. Ja, ist aber ich weiß ja, irgendwas war jetzt mit Facebook und so ein paar Sachen. Auf einmal haben Leute halt Signal promoted und ich habe so auf einmal benutzen alle Signal. So, also wirklich wesentlich mehr Leute benutzen Signal. Endlich. Und um kurz zu erklären, warum Signal besser ist als WhatsApp, also warum WhatsApp schlimm ist, ist einfach, weil es ist Facebook und ja. Facebook verkauft Daten und sonst was. Der Unterschied bei Signal ist, es ist eine Non-Profit-Firma. Das heißt, diese Firma kann jetzt auch nicht irgendwann verkauft werden und sowas. Das ist rechtlich gar nicht möglich. Wenn ihr den Typen, der die Firma aufgemacht hat, mal hören wollt, der hat einen Joe Rogan Podcast gemacht. die Daten werden quasi direkt von Handy zu Handy übertragen. Die werden halt nicht laufen auf nicht auf den Server. Und wie funktioniert halt, das, dass die nicht auf einem Server zwischen... Keine Ahnung, aber das ist halt quasi, das FBI kann halt nicht den Server absapfen und halt dadurch alles halt mitkriegen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde das FBI sich für unsere Dickpics interessieren, aber es geht ja auch ein bisschen ums Prinzip. Und deswegen, ja, es ist halt sicherer. Hast du Angst um deine Sicherheit? Was so, oder hast du Angst, dass so Nachrichten... dass Nachrichten mitgelesen werden können oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich eh so Person des öffentlichen Lebens bin, man super viel über mich weiß, dass ich da nicht so viel über Datensicherheit nachdenke. Aber wenn die Situation eine andere wäre, die Lebensumstände, dann maybe. Aber ich denke da nicht drüber nach. Ja, genau, ich bin auch so deiner Meinung, dass... So, wir haben schon so viel Persönlichkeit von uns, ist da im Internet. Wir müssen quasi eh aufpassen, was wir machen. Wir können ja nicht einfach irgendwie uns einen anonymen Account, Reddit-Account machen und da irgendwelche zwielichtigen Sachen irgendwie posten, weil es wird früher oder später rauskommen. Das können wir einfach nicht machen. Und deswegen habe ich da irgendwie auch fast kein Problem, dass Leute irgendwie vielleicht bei mir reinlesen könnten, weil da eh nichts Schlimmes drin ist, weil ich eh immer aufpasse. Man ist so von der Öffentlichkeit, so von diesem Öffentlichkeitsdruck irgendwie so. Aber es ist halt wirklich so ein sehr spezielles Ding bei uns. Es ist ja, diese ganze Diskussion ist ja sehr, sehr vielschichtig und geht halt in unglaublich viele Bereiche rein. Und wovor ich tatsächlich ein ganz kleines bisschen Schiss habe, das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe Angst, dass wir irgendwann so sehr Funk und die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, dass die uns einen Strike verpassen oder uns irgendwie zerstören wollen. Dass da irgendwie so ein Patrick Stegemann kommt und uns... Aber geht das? Also ich meine, ihr sagt ja nur eure Meinung. Ja, aber es gab auch Beispiele und das, gut, da muss man halt immer sagen, das war nicht direkt Funk, sondern Leute, die von Funk bezahlt werden. Aber da gab es dann zum Beispiel die Sache mit Dennis Leifels, der für Y Collective gearbeitet hat. Das hatten wir auch kritisiert. Der mit der Drachenlord-Doku. Genau, der dann Herrn Newstime unter Druck gesetzt hat. Von wegen, du darfst dieses Interview, du musst es rausschneiden, wo halt ein Journalist kackt Herrn Newstime an, dass er etwas aus einem Interview rausschneiden soll, wo man denkt so, Alter, dieser Typ, der dürfte niemals mehr für Öffentlich-Rechtlichen arbeiten und sich als Journalist bezeichnen. Das geht halt nicht. Also es war so ein Dick-Move. Und das Interessante, ich hab's mir tatsächlich komplett angesehen. Er hat dann ein Interview gemacht mit Herrn Newstime. Und Herr Newstime war so mega nervös und so. Und weil halt von wegen der richtige Journalist ist da und so. Aber der Typ hat sich blamiert. Der hat es echt hingekriegt, dass neben ihm Herr Newstime wie ein Profi wirkt. Also Herr Newstime hat mehr Sinn ergeben als er. Und wir sind kein Fan von Herrn Newstime. Das ist schon weird. Und das geht nicht. Also vor allen Dingen halt, wir sind halt auch so ein Ding, glaube ich, bei uns. Wenn irgendjemand quasi, also gerade so kleine Creator unter Druck gesetzt werden, von wegen, die große Firma verklagt mich. Das hatten wir auch mit Simplicissimus, die ja da auch unter Druck gesetzt wurden, als sie damals aufgedeckt haben, dann sind wir von wegen, wir müssen sofort mehr Aufmerksamkeit machen, weil es geht nicht. Von wegen einfach darauf hoffen, dass die... Ne?
Ich finde das auch immer so ein bisschen mutig, das bei so großen Kanälen zu machen, weil damit schießt man sich doch selber auch so ein bisschen ins Bein, wenn die dann damit an die Öffentlichkeit gehen. Also ja, ich würde mich das, glaube ich, gar nicht trauen. Also jemanden, keine Ahnung, aufgrund seiner Meinung zu verklagen oder anzugreifen oder keine Ahnung. Es ist Dummheit, weil jeder, der das Internet kennt und wir sind halt auch mit dem Internet aufgewachsen, wissen halt, dass du die Sache damit ja eigentlich nur größer machst. Du schießt dir ja nur selber ins Bein. Ja, es ist immer ein Eigentor bisher gewesen. Ja, also, deswegen ist es faszinierend, dass die Leute es noch nicht mitbekommen haben. Aber das sind halt genau die Leute, die halt sonst nichts hinkriegen und sich halt deshalb bei Funk einschleimen oder sonst was und darüber dann halt von wegen eine Sendung kriegen. Schwierig. Schwierig. Mit dem Internet an. Stichpunkt. Liebe Freunde. Ja, man kann da nämlich alles nachlesen. Ja, das ist auch so krank. Man kann sich die ganzen Informationen. Das entscheidet dann, wer im Recht ist, ne, oftmals. Also, das ist dann immer ein bisschen schwierig, solche Situationen zu kontrollieren. Und wenn man sich dumm stellt, dann hat man das ganze Internet gegen sich und das schädigt den Ruf bis zum geht nicht mehr wirklich. Ja, das kann schnell gehen. Aber ich weiß gar nicht, also, worum ging es da? Ich habe das irgendwie nur am Rande mitbekommen, dass Herr Newstime, ja, was heißt bedroht, ne? Also, dass man dem gesagt hat, jo, schneid das raus. Also. Das Ding war, so diese ganze Doku von ihm war halt eh sehr, sehr, sehr schwierig. Ach, weil es ging um diese Drachenlord-Doku? Genau, das Ding ist, ich kann es kurz zusammenfassen. Diese Doku ist halt sowieso scheiße, weil im Endeffekt, ich mag es nicht mal, seinen Namen zu sagen. Weil egal, was du machst, du lenkst Aufmerksamkeit auf ihn. Und das ist schwierig. Also ich weiß jetzt auch, dass da auch, ich glaube, du hast da auch mal was darüber gemacht. Auch mit, ja, ja. Also, und ich glaube nicht, dass du es mit böser Absicht gemacht hast, ne? Nee, ich hab den mal parodiert und das hat ihn irgendwie so verletzt, weil er zuvor ein Fan von mir war, dass er dann, ich glaube, das waren 38 Videos gegen mich gemacht hat. Und erst nach dem 38. Video habe ich dann ein Parodievideo gemacht, was komplett ihm gewidmet war. So. Also wo ich nur ihn verarscht habe und damit habe ich die ganze Sache größer gemacht. Ich glaube, vielleicht war ich auch dafür verantwortlich, dass ein paar Leute noch zusätzlich hingefahren sind, die ihn belästigt haben. Und deswegen habe ich die Videos auch irgendwann runtergenommen, weil ich mir dachte, ja, ich will jetzt nicht irgendwie Teil davon sein, dass sie den belästigen. Es ist schwierig, weil ich finde, also ich verstehe auch, dass es ein interessantes Thema ist. Auf jeden Fall, er ist halt selber dahin gefahren und hat halt ihn, also sie haben es halt reingeschnitten, wie er da an die Tür geht und von ihnen angeschrien wird, von wegen, ich will nicht mit dir reden, verpiss dich. Wo ich mir denke, warum schneidest du das rein? Ja, oder die Szene, wo er dann von dem Grabstein steht, wo der Grabstein von dem toten Dad gefilmt wird und er sagt, ja, hier fahren die immer hin. So, und das ist halt. Das geht halt nicht. Du machst das auch. Und Herr Newstime hat, glaube ich, darüber berichtet und dann hat er halt, der Dragon hat halt Herr Newstime angefragt nach einem Interview. Und Herr Newstime hat gesagt, okay, wir machen das. Uncut. Wo ich mir denke, ja gut, er wollte es und das ist auch alles richtig. Da war wirklich, da kann man auch Herr Newstime keinen Fehler irgendwie sagen und hat er da einfach interviewt und in dem Interview hat der Typ halt gesagt, von wegen, dass der Dennis Leifels selber Mobber ist. Das ist nicht das Was? Das ist Dennis, das ist er doch. Aber das quasi, das war ja das Folgeinterview, da sind wir noch nicht. Ja, es gab noch ein anderes, wo die irgendwie gegenüber saßen oder so, ne? Da hab ich noch ja, es war über Discord oder sowas, war halt mit dem. Ja, stimmt. Genau, das, oder nee. Egal. Auf jeden Fall, in dem Interview sagt halt. Ein bisschen weiter unten, ich glaube, das ist das, ne? Das ist ein Re-Upload, diese 3000 Aufrufe. Ah, nee, Quatsch, da hat wahrscheinlich einfach jemand darüber geredet. Auf jeden Fall, in dem Interview sagt er halt, dass der Dennis Leifels selber Mobber ist, dass er sich selber von ihm belästigt fühlt, dass er selber genau das macht, was er halt kritisiert. Und das hat der Dennis, das fand er halt überhaupt nicht cool. Und hat er deshalb per Newstime gesagt, von wegen, das darfst du nicht veröffentlichen, weil das ist ja nicht wahr. Und du als Journalist, du darfst ja nur die Wahrheit berichten. Du musst das ja überprüfen. Wo Herr Newstime dann war, von wegen, der dachte halt einfach, Herr Newstime ist ein Lappen und knickt sofort ein. Während Herr Newstime dann, man hat ja angemerkt, er war da ein bisschen überfordert, weil er noch nie die Situation hatte. Aber er war dann so von wegen, ich glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Ich werde nichts runternehmen. Vor allem, das ist ja auch eine legitime Kritik. Also ist doch das kein Ding Wunder, ist vor allen Dingen, das so aufnehmen. Wenn du, ich meine, wir sind jetzt live. Wenn du jetzt Schwachsinn laberst, dann haften wir nicht dafür. Und dann kann ich irgendwie also das so funktionieren Interviews nicht. Du kannst nicht einfach sagen, dass die Person hat gelogen und das ist halt auch dieses von wegen, was ist dann überhaupt noch Wahrheit und bla und das macht sowas von überhaupt gar keinen Sinn. Die Wahrheit ist auf meinem Telegram-Kanal.
Es war halt offensichtlich, dass da etwas gesagt wurde, was halt ihm nicht gepasst hat und deshalb Druck gemacht hat. Da ist und, das Ego eingeknickt. Also zumindest wirkt das außenstehend so. Ne? Ich weiß nicht, was wirklich durch seinen Kopf ging, aber außenstehend kommt das halt nicht so sympathisch rüber und war einfach nicht die beste Idee, meiner Meinung nach. Da sind auch Leute auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also da so ein paar Leute sind da sehr, sehr, sehr weird. Ich meine, da um mal ein positives Beispiel zu erwähnen, ich meine, wir hatten jetzt ja, jetzt komme ich direkt aufs negative Beispiel, hatten ja nochmal Patrick Stegemann kritisiert, der hat ja sehr merkwürdig reagiert, aber wir hatten irgendwann mal, also wir hatten ja diese Löschdicht-Doku parodiert und dann haben wir plötzlich Raik Anders getroffen, den wir da ja wirklich voll durch den Kakao gezogen haben. Und er sieht uns und geht sofort auf uns zu und sagt, Leute, also wir sind unterschiedlicher Meinung, aber ihr macht euer Ding und wir sagen es und ist alles cool zwischen uns. Da dachte ich, ey, geil, du hast Eier, dass du halt direkt auf uns zukommst, uns direkt ansprichst und dann sagst das so. Das finde ich auch sehr stark. Das fand sehr ich stark. Echt top. Deswegen, bevor wir jetzt hier nur rumranten, können wir mal random Raik Anders loben. By the way. Cojones. Ja, sollte man ja auch mal machen, ne? Kann man, muss man, aber sollte und tut man und überhaupt. Aber auch. Ne? Aber ja, ging für den Typen auch nach hinten los. Aber ich meine, Y Collective existiert noch. Collective, Y Köfte. Die machen ja auch ganz gute Sachen und dann mal wieder nicht und dann mal wieder schon und dann mal wieder nicht und dann mal wieder schon. Ein paar Sachen finde ich auch echt nicht schlecht. Also ab und zu gucke ich da auch rein, aber diese Dragon-Doku war jetzt nicht unbedingt. Es kommt wahrscheinlich auch, Idee, glaube ich, auch immer stark darauf an, wer das halt schreibt. Wer die Story schreibt. Wer ist der Journalist dahinter? Weil es wird ja nicht immer wahrscheinlich der Dennis sein, oder? Writing. Genau. Und auch bei manchen Themen ist halt auch, wenn du da einfach was versuchst so rauszufinden, dann dann sammelst du die Informationen, haust sie raus und hast eine gute Doku. Manchmal ist es halt aber so, dass du irgendwie was rausfindest und merkst so, warte mal, ich sehe das anders. Wie kann ich jetzt diese Informationen so verändern, dass Gamer böse Killerspieler, also, ne? Ich finde das ja krass, wenn das halt immer noch so ein Thema ist. Also das ist halt so ein 2004-Ding, also dieses gesamte Thema. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die das immer noch so betrachten. Aber es gab ja gab es ja irgendwas mit Fortnite vor 2 Jahren, oder wann war das? Ja, es gab jetzt also vor kurzem diese rechtsextremen Doku da von Frontal Unterstrich. Ah, die haben wir ja auseinandergenommen. Also, wir nehmen alles von denen auseinander. Hat CDF sich, glaube ich, auch für entschuldigt, ne? Niemand hat sich dafür entschuldigt. In so einem YouTube-Kommentar oder was das war. Nee, die haben sich gerechtfertigt. Sie haben ein ewiges Kommentar geschrieben, wo sie halt alles gerechtfertigt haben und dann ganz am Ende gesagt haben, ja, eventuell haben wir einen Fehler gemacht. Wie gesagt, wir haben das kritisiert, wir haben eine E-Mail bekommen von wegen, lass mal telefonieren, wo wir gefragt haben, worüber, und dann kam keine Antwort. Und auch wichtigste Kritikpunkte, die wir geäußert haben, kam nichts zu. Ich meine, die haben halt buchstäblich ein Video von einem Kind genommen, wo jemand, also es gibt so einen Jungen, der macht so Celebrity Plays Minecraft Videos. Da hat er dann Donald Trump und Iron Man gehabt und richtiger hat ein Video Celebrity mit Adolf Hitler. Und da hat er halt Videos. Ich find, das geht in Minecraft, ich habe das gesehen. Der hat halt der Untergang genommen. Also diese Audiospuren von der Untergang. Von dem Film. Nein. Genau. Ich meine, der war kein Deutscher. Und das ist halt so, wie wir ja in unseren Videos ja japanische Soundspuren nehmen, von wegen das dann mit anderen Untertiteln unterpacken. Genau. So hat er das dann halt gemacht. Und das haben sie halt so die dargestellt. Ist das eh nur ein Meme so. Also, ja, genau. Ich glaube, viele wissen nicht mal, dass es politisch ist. Genau. Es gibt so viele Videos dieser Art. Es war ein Meme. Es gibt tausende Videos. Und die haben das halt dargestellt, als wäre das halt ein Nazi, der damit drüber Leute extremisieren würde. Und das ist halt. Ja, Mann, das sind die Rechten. Die sind überall. Halt falsch. Und die greifen sich die kleinen Kinder und machen sie zu einem von denen. Aber nein, sie müssen ja, einer hat gerade geschrieben, hätten sie sich einfach entschuldigt, alles easy. Aber nein, sie müssen ja unbedingt irgendwie, und das ist ja ein wichtiges Thema, aber es ist halt, Leute, die nichts können, sich deshalb so eine ernsten Themen nehmen, weil wenn du ihnen ja widersprichst, dann bist du ja, ne, weil du möchtest ja jetzt nicht gegen eine Doku, du möchtest nicht eine Doku kritisieren, die Rechtsextreme kritisiert, weil dann ja Leute denken, du wärst ja selber rechts. Dabei ist es ja aber so dämlich, dass sie ja eher den Rechten damit helfen.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch viele, also es gibt schon Leute, die andere politisch mobilisieren auf YouTube und so fort, aber das ist halt kein Gaming-Problem. Also, keine Ahnung, Gaming ist halt lediglich ein Medium, genau wie Filme, Serien und Musik. Und das ist halt generell dieses Thema, habe ich nicht verstanden. Für mich ist es so, als würde man sagen, die eine Band macht aggressiv oder dieser eine Film macht aggressiv. Und klar, du bist in einem Videospiel, gibt es mehr Interaktion, weil du das selber spielst. Aber es ist halt Kulturgut, es ist ein ganz normales Medium. Und deswegen verstehe ich nie, also warum man da immer so pauschalisieren muss. Ja, das ist. Weil sie sonst nichts hinkriegen. Das ist halt Prachtbeispiel von Leuten, die nichts können, aber irgendwie sich wichtig fühlen wollen und Geld brauchen und. Die brauchen ein Thema, worüber sie sich aufregen können. Ja, vor allen Dingen, wo sie halt denken, dass sie auch nicht angreifbar sind. Das ist halt auch, glaube ich, ein Ding. Weil, wenn sie halt über andere Themen reden, wo es halt nicht so kontrovers ist, würden die Leute wahrscheinlich eher sich trauen, das zu kritisieren. Da haben sie halt natürlich vergessen, dass sie halt 35 Millionen Gamer in Deutschland halt irgendwie anpissen und die halt zurückschießen. Weil die halt, also ich will jetzt nicht, dass mein Hobby, was ich jeden Tag auslebe, halt mit Rechtsextremismus verbunden wird. Weil ich weiß nicht, wann ich das. Also, ich meine, klar, jeder von uns hat mal irgendeinen Troll im Internet gehabt und also beim Gaming gehabt, der halt irgendwie was geschrieben hat, wo man dann dachte, okay, ja, die melde ich jetzt mal. Das kommt vor. Ja, es gibt ja auch auf Twitter diese Diskussion, dass Gamer halt eher dazu neigen, irgendwie rechts zu sein oder rechtspopulistisch und so. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil man spricht ja immer von der Gaming-Community oder von der Gamer-Community. Aber in Wirklichkeit, also ich finde, die Realität sieht so aus, dass jedes Videospiel seine eigene Community hat und du kannst dich irgendwie, ich sag mal beispielsweise die COD-Community mit der Animal Crossing-Community vergleichen. So. Das sind halt komplett unterschiedliche Menschen. Das ist so schwierig zu verallgemeinern. Vor allen Dingen, weil du bist ja nicht unbedingt, nur weil du Spiele spielst, direkt in einer Gaming-Community. Ja, auch so. Es kann auch einfach sein, dass irgendjemand, der ein Videospiel spielt. Du bist ja auch nicht Teil der Musik-Community, weil du Musik hörst. So. Also genau, ja. Ist halt auch zum Beispiel WoW zum Beispiel. Es gibt Gilden. Und ich habe gehört, dass es auch wohl rechte Gilden gibt. Das sind halt so eine, ja, die haben sich halt da gefunden. Aber dann gibt es Leute wie ich bin keiner Gilde. Ich vernetze mich nicht mit Leuten im WoW. Ich spiele nur Leuten mit WoW zusammen, also mit Randoms, und mit denen rede ich nicht. Wir gehen das Dungeon durch und danach ist wieder bye-bye. Oder halt Leute, die ich halt bereits kenne. So. Und wo auch bei Animal Crossing bist. So ist meine Mom jetzt irgendwie rechtsextrem, weil sie Animal Crossing spielt. Ist ein Gamer. Ja, also es ist halt viel zu allgemein, um da irgendwie politisch pauschalisieren zu können. Das ist gar nicht möglich. Also die Videospiele sind so unterschiedlich, haben so unterschiedliche Zielgruppen. Und klar kann so eine Animal Crossing Community toxic sein, vielleicht aber auf eine andere Art und Weise. Und selbstverständlich sind, keine Ahnung, ist Super Mario nochmal was ganz anderes als League of Legends. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei League of Legends sich ein paar Leute mehr aufregen. Aber eventuell ein bisschen toxischer. Möglicherweise. Aber das halt immer so krampfhaft ins Politische zu ziehen, finde ich immer ein bisschen. Das Ding ist halt auch nervig. Ich glaube, was ein bisschen der Versuch ist, dass du quasi, du möchtest ein politisches Schlachtfeld eröffnen. Und das ist ja dieses Schwarz-Weiß-Denken von wegen, es gibt keine Mitte, es gibt nur links oder rechts, es gibt nur die Guten und es gibt die Bösen. Und dadurch quasi, dass du dieses politische Schlachtfeld eröffnest, möchtest du die Leute dazu zwingen, sich zu entscheiden. Aber dadurch sagst du halt quasi, du hältst denen die Pistole an die Brust und denkst halt, weil wir sind ja die Guten, die entscheiden sich ja dann gewiss, bestimmt für uns. Ist halt so, nee, also du läufst halt auch Gefahr, Leute zur anderen Seite zu pressen, die eigentlich nur zocken wollten. So. Ja. Und ja, die müssen sich ja für was entscheiden. Es ist halt immer kompliziert. Ne? Natürlich gibt es auch Sachen, wo ich mir denke, ist eigentlich ganz gut, dass man das anspricht, zum Beispiel sexuelle Belästigung in Videospielen und so. Ich weiß noch, wo ich mit meiner Ex-Freundin damals COD gespielt habe, weil die war eigentlich recht gut darin. Und ich habe so oft mitbekommen, wie sie online irgendwie gejudged wurde, weil sie eine Frau ist. Die darf das ja nicht spielen, das ist ein Ego-Shooter. Ego-Shooter ist für Männer. Ja. Und wenn man sowas kritisiert, ist das ja auch vollkommen legitim. Aber manchmal wirkt das halt so krampfhaft irgendwie. Wie jetzt da hast du ja auch was zu kritisieren. Ja, ich meine, da gibt's ja was so. Also. Weißt du, was ich kritisiere? Ich kritisiere hier dieses laute. Hört ihr das die ganze Zeit? Ich glaube, ich höre das gar nicht. Mabel, warte mal, gehe ich mal ganz kurz pinkeln. Wir müssen mal kurz alle leise sein. Geh du mal pinkeln. Warte, vielleicht hörst du es dann auch gleich weg. Jetzt wird sie wach. Ich hab's versaut. Oh. Sweet. Jetzt macht sie natürlich nichts mehr. Los, schnarche, Mabel. Schnarche.
Schnarche doch endlich. Okay, nee, es passiert nichts. Ich kann diese Videos. Diese Videos? Wo da so ein kleines Mikrofon an so einem schlafenden Tier gehalten wird und dann klingt das immer so. Wie zum Beispiel an einer Katze. Das gibt nee. Es gibt so Meme-Videos, wo die das halt machen. Das klingt mal so sweet. Also die sind dann mit dem Mikrofon direkt an der Nase dran oder wie? Und dann ja genau, während sie schlafen. Dann klingt das immer so bei einer Katze zum Beispiel so. Ich weiß gar nicht, Unusual Memes, wie du, was du machst. Ich hab's überhaupt nicht gehört, was du da für ein Geräusch machst. Achso, hat man das nicht gehört? Nee. Ich hab das mit der Nase gemacht, das war so. Was nochmal? Ich hör's jetzt nicht. Gehört? Nee. Was? Ich glaube, der unterdrückt das. Geräuschunterdrückung. Wow. Was für ein Arschloch. Okay, warte, ich komm ganz nah ran. Okay, warte. Ja, da war's. Jetzt hat man's aber gehört. Ja, da war's auf jeden Fall. Ich muss mein Mikrofon küssen, damit man's hört. Aber nimm es bloß nicht in den Mund. Das ist ganz schlimm, weil dann wollen die Leute nur noch mehr davon. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich weiß, ja, hast du irgendwie so richtig strange Chat-Anfragen mal gehabt oder Geschichten, irgendwie so komischen Vorkommnisse der Art? Weil, also bei uns ist es so, ganz oft, ich soll mein Mikrofon in den Maul stopfen. Da stehen die Leute einfach richtig drauf. Aber. Ja, ich hatte, glaube ich, mal, also klar, es gibt immer weirde Kommentare, wo man sich denkt, hä? Ich glaube, neulich hatte ich irgendwie einen in meinem Chat, der hat geschrieben, yo, deine Stimme ist zu feminin, kannst du das anders machen? Ja, Bro, ich pitch das einfach ein bisschen tiefer. Das kein Problem. Das ist eine oder, sehr, sehr schöne Aussage. Oder ich hatte auch mal irgendwie auf Instagram, ich habe mir vor einem Jahr die Haare abrasiert, also da hatte ich so einen Buzzcut und da hat jemand geschrieben, yo, ich mag die kurzen Haare nicht, mach bitte wie vorher. So, als könnte ich wie in GTA San Andreas mal eben in zu so einem Friseur gehen und auf einmal habe ich einen Afro. Ja, du musst diesen Yee-Yee-Ass-Haircut loswerden. Ey, bah. So, man hat einfach kaum Haare auf dem Kopf, mach bitte wieder die andere Frisur. Mega, ich glaube, aber ich glaube, das war dann aber wahrscheinlich wirklich ein ernst gemeinter, ne, Kommentar, weil ich meine manchmal auch wenn es dann nur Text ist und man es nicht hört, zu merken, ob es ernst gemeint ist oder ob es ein Witz ist. Ich weiß nicht warum. Ich wollte das vorhin schon sagen, irgendwie in den letzten 2 Jahren ist so viel crazy shit passiert, also auch in Bezug auf Corona und auch politisch, dass ich inzwischen immer weniger differenzieren kann, ist das jetzt Satire oder meinen die das ernst? Weil oft denke ich, das ist Satire, aber dann stellt sich heraus, die meinen das so. Und deswegen fällt es mir immer schwer zu differenzieren, weil manchmal ist das, also was zum Beispiel so ein Hildmann irgendwie schreibt, ne, auf Telegram, du liest ja das durch und denkst ja, das kann ja nicht ernst gemeint sein, auf keinen Fall. Ja, Hildmann ist das echt ernst krass. Gemeint. Ich glaube, man lebt gesünder, wenn man immer davon ausgeht, dass es Satire ist. Also ich habe auch durch so einen Post, wo Leute sich über etwas aufgeregt haben, von wegen, oh, ist die bekloppt, habe ich tatsächlich einer meiner Lieblings-Satire-Accounts entdeckt. Tatiana McGrath. Super lustig. Da ist halt jemand wirklich auf Satire reingefallen, aber dann siehst du halt wieder andere Sachen, wo du denkst, holy shit, und dann ist das halt echt, ist echt schwierig. Aber das ist obligatorisch, wenn man auf Postillion reinfällt. Wenn Politiker auf das reinfallen, ne? Das ist immer sehr witzig. Oder was ich neulich habe, also auf Twitch gibt es beispielsweise, wenn jemand gebannt wird, dann können sie eine Anfrage schicken, warum sie entbannt werden sollten. Ne? Und ich schwöre, das ist eine Goldgrube. Also es ist so witzig teilweise, dann siehst du halt diesen Verlauf, ne, was er geschrieben hat und dass er gebannt wurde. Dann steht da zum Beispiel, der und der hat geschrieben, du bist ein Penner. So, und dann sieht man, Iblali hat die Person gebannt. Und die Entbannungsanfrage ist, du bist trotzdem ein Penner. Hast du das mal im Stream gepackt? Hast du es im Stream gepackt? Oder, nee, also, ich habe mir überlegt, ob man daraus ein YouTube-Video machen könnte, weil das ist so eine Goldgrube. Aber andererseits werden dann richtig viele das absichtlich machen, in der Hoffnung, um vorzukommen. Ja, okay, gut. Das stimmt. Das ist halt das schade. Heißt, so, aber das heißt, du kannst nur einmal machen. Ja, oder einer hat mich da die ganze Zeit beleidigt. und die Anfrage war, yo, kannst du mich bitte entbannen? Ich war auf einer Party und mein Kumpel hat mein Handy genommen und der hat das geschrieben. Und ich denke mir, alles klar, glaubwürdig. Direkt entbannt. Da gibt es so Chatverläufe, es geht in eine andere Richtung, aber es war von wegen, irgend so ein Typ schreibt einen Mädel an von wegen, ey, zeig mir deine Boobs, please show Boobs, I want to see Boobs, or I will kill myself. Und dann ist von wegen, he is dead of dicks, he is dead, because you didn't show Boobs.
So, okay, ja, genau, von wegen, dein Sohn ist tot und du hast erstmal das Handy genommen und so, oh mein Gott, die hat keine Boobs geschenkt. So, Gibt es auf YouTube Boobs eigentlich auch sowas? So Entbannungsanfragen? Also wo? Wo man irgendwie so eine Liste hat? Also auf YouTube gibt es das auch? Wenn ihr Leute bannt? Nee, wir haben nur, also wir haben eine Liste von Leuten, die gebannt sind, die wir im Nachhinein quasi auch wieder rausnehmen können, aber da sind jetzt nicht explizite Verläufe, was die gesagt haben oder so. Ich habe keine Ahnung, wer da wer ist in dieser Liste. Das Ding ist, wir haben halt auch nie wirklich selber Leute gebannt. So, die meisten Leute, die auf den Bannlisten sind, sind halt durch Mods gebannt. Also, ich weiß jetzt nicht, Lamapel, wie viele Leute hast du gebannt so? Ja, sag mal an, Lamapel. Danke übrigens fürs Modden heute wieder, wie jeden Mittwoch. Immer am Start. Weil es ging ja mal um Bann, da hat er Ultralativ ein ganz gutes Video gemacht und dann war so von wegen, dass Unge super viele Wörter gebannt hat und so viele Leute gebannt hat. Und dann hat aber Unge halt erklärt, das kommt durch einen Livestream einfach, wo er auch erklärt, das macht dann super viel Sinn, dass du halt da plötzlich geht ein Thema auf, Leute spammen und dann spammst du dieses, also bannst du dieses Wort oder sowas, das macht halt auch Sinn. Ja. Und dann ist halt aufgefallen, Loot für die Welt, da sind halt noch andere Mods mit dabei. Und die bannen halt auch ein bisschen anders so, die sind ein bisschen anders gebrieft, weil das halt ja so ein Kollektiv ist und wir briefen da zum Beispiel nicht die Mods und da kriegen wir auch gar nicht mit, wer gebannt wurde und klar, weil wir auch zum Beispiel komplett andere Leute dann auch teilweise halt über unseren Account streamen, weil wir da diese Schichten haben. Wir streamen da jetzt ja, wie lange haben wir letztes Mal gestreamt? 36 Stunden? 48 Stunden? Gute 36 Frage. Stunden haben wir, glaube ich, gestreamt. Oder? Ich war gerade so überrascht, dass ich die falsche Szene angemacht habe. Wir haben eine Antwort von Namapel. Sie meinte, gute Frage. Am Anfang waren es extrem viele, weil es gab Bots, super viele Bots. Es gab so ein Bot-Problem eine Zeit. Stimmt, als sie angefangen hat, gab es diese Sexbots. Ne? Ja. Das ist halt natürlich bannen wir Sexbots. So. Ich hab das gerade aufgemacht. Ne? Das heißt, Anfragen zur Aufhebung einer Sperre. Und ich könnte mir das den ganzen Tag leben, ne? Also davon wollte ich Beleidigungen sagen, ja, ne? Ist jetzt kein Problem. Was? Ja, klar. Ja, okay. Da schreibt so ein Typ, Hurensohn. Du Hurensohn. Und dann steht da, bla, die hat den gesperrt. Und seine Entschuldigung ist, also die Anfrage zur Aufhebung einer Sperre, sorry, hatte einen Hotkey dafür. Das heißt, der Typ hat auf seine Tastatur einen Hurensohn-Hotkey. Ich muss mal auf Stream Deck, muss ich mir das auch aufpacken. Hier, ich drücke hier einen Knopf. Warum haben wir keinen Hotkey dafür? Ich weiß es nicht. Ich muss halt zugeben, ich glaube, Hurensohn ist mein lieblingsdeutsches Wort. Es ist tatsächlich einfach. Es ist, was gibt's Besseres? Weil, wie war dieses eine Ding, dass man sollte Hurensohn nicht sagen, weil es zieht ja die Mutter mit rein? Aber darum geht's doch. Genau. Du bist so sauer, dass du die Mutter mit reinziehst. Aber ich kannte ihn vorher nicht, aber ich finde immer noch geil, das Ding von Apache 207 oder wie der Typ heißt, der irgendwie dann einen Song hat von wegen, mein Management sagt, ich soll nicht mehr Hurensohn sagen. Wegen siebenstelliger Deals soll ich nicht mehr Hurensohn sagen. Was soll ich nur diesen Hurensohn sagen? Jetzt ist mein Mod geschrieben. Hurensohn. Wow, echt krass, bist du hässlich? Du bist so hässlich. So, er hat einen Mod den gebannt. Und die Anfrage ist, liebe Mods, ich wollte cool von meinen komischen Weeb-Freunden sein. Und der eine heißt zufällig auch Cengiz. Ich schreibe das, weil ich Alblali liebe und es liebe, ihn zu schauen. Also, dann so ein Pfeil, ja, also Resultat. Ich werde nun freundlich sein und keine dummen Nachrichten schreiben. Ehre. Das ist so lustig. Ehre, das, mega. Es ist halt auch immer schwierig. Weil einmaliges YouTube-Video. Die Leute sind oder da sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Ja, gib mir noch einen. Ihr seid voll die Opfer. Iblali Community Opfer. HDF. So, da hab ich ihn gesperrt. Dann schreibt er, bin 16 Jahre alt, heiße Serbel, war auf Substanzen, auf die ich nicht näher eingehen will. Es war spät. Doch das Wichtigste ist, es tut mir leid und ich verfolge deine Streams. Er war auch einfach auf Substanzen. War einfach nur auf Substanzen. Deswegen, ey, kann ich voll verstehen. Und die komplette Community beleidigt. Kann ich voll verstehen. Voll legitim. Ich meine, er war nicht zurechnungsfähig. Rechtlich, glaube ich, kannst du deinen Shit machen. Und dann ihr habt gar nichts gemacht. Ich habe nur ein Bier getrunken. Das ist so geil. Ja, daraus könnte man easy ein Format machen eigentlich. Mach zumindest aber einmal auf jeden Fall ein Video davon. Du musst halt gleich sagen, von wegen, du machst es nur einmal. Weil es stimmt, die Leute provozieren es dann. Ja. Aber wohl natürlich sie ihr müsst ja klar sein, dass die dann gebannt werden, obwohl du kannst ja extra Accounts machen. Solange du ja nicht sowas hast wie ein Abo-System oder irgendwie sowas, machen die Leute halt dann einfach einen extra Account, um dir halt den dümmsten Scheiße zu schreiben und dann. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Also ich habe die Lektion schon mit Ali Terz gelernt. Da habe ich auch sehr oft damals, als ich noch aktiv Ableide gemacht habe, extra dumme Fragen mit reingenommen, um das so ein bisschen zu
outcallen und dann haben die Leute, also das Resultat war einfach, dass die Leute absichtlich solche Sachen geschrieben haben, in der Hoffnung, um vorzukommen. Und dann hatte ich nur diese Trash-Fragen und es hat dann immer weniger Spaß gemacht, dieses Format zu drehen, weil alle nur noch Trash-Fragen geschrieben haben. Magst du Bratwurst? Schon. Nicht nur das. Das ist ja noch das Harmloseste. Ich meine, wenn es halt so ein Running Gag gibt, okay. Das ist halt der Running Gag. Running Gags sind meistens irgendwie sehr schnell nicht mehr so super lustig. Aber ja. Oh, warte, er trinkt Wasser. Warte, lass uns ja ganz schön raufgehen, wie du Wasser trinkst. Aber mit Geschmack trinkst. Natürlich. Nichts, hier wird nichts ohne Geschmack getrunken. Ich bin aber auch sehr froh, dass wir den Subreddit aufgemacht haben, wenn es um Community-Interaktion geht. Hast du ein Subreddit? Nee, aber ich will seit Ewigkeiten ein, aber ich habe mich bisher nicht drum gekümmert. Das Ding ist, alle haben uns gesagt, macht einen Discord-Server auf. Macht einen Discord-Server auf. Und wir haben auch einen Discord-Server. Das ist auch eine gute Idee. Ich keine Ahnung, Discord-Server. Ich meine, wir wollen ihn jetzt auch nicht wegmachen. Wenn die Leute mögen, dann mögen sie ihn halt. Aber ich finde den Subreddit so viel geiler. Ich hab das Problem bei einem Discord, dass ich dieses Programm Discord eigentlich nicht so cool finde. Das ist voll überladen. Und vor allen Dingen, wenn du halt diesen Server dann hast, ist da drin dann auch nochmal alles so krass überladen. Und die Art und Weise, wie man da ja Sachen postet und wiederfindet und diese ganzen Erwähnungen, das ist mir einfach, da bin ich wirklich zu Boomer für. Das ist mir einfach too much. Das muss man, glaube ich, richtig kategorisieren, weil ich habe auf meinem Discord-Server habe ich so einen Friends-Bereich und das sehen auch nur die Friends und die können da auch rein miteinander reden. Und es gibt halt einen Community-Bereich, da gibt es halt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Smash, einfach Just Chatting, Ehrenwatch für Overwatch und so weiter und so fort. Und wenn das so kategorisiert ist, ist das schon ziemlich geil und ich spiele ja auch oft Among Us mit der Community. Und das mache ich dann auch in meinem Discord-Server. Und das macht übertrieben Spaß. Und dafür sind alle mega cool drauf. Ja, dafür ist es natürlich super geil. Aber bei mir ist es halt so, dass ich Discord nie anmache. Aber ich bin halt jeden Tag auf Reddit unterwegs. Und dann kann man halt, das ist für mich die angenehmere Art und Weise, irgendwie mit den Zuschauern zu interagieren, auch über Bilder, Memes und sonst irgendwas. Also du kannst das natürlich, also Sprachchannels sind natürlich nochmal eine eigene Sache. Aber Sprachchannels funktionieren ja jetzt nicht für 1000 Leute. Es können nicht 1000 Leute in einem Sprachchannel sein. Du kannst einstellen, wie viele Leute gleichzeitig in einem Sprachchannel sein können. Genau, aber es ist ja trotzdem halt begrenzt. Aber jetzt die Text-Channels, die funktionieren halt schwierig, weil es halt einfach nur so hintereinander weg ist. Während du halt ja bei Reddit ja dieses System hast mit New und Hot und Top und Hochvoten und dadurch können die Leute halt quasi, kommen gute Memes halt weiter höher und die schlechten Memes bleiben weiter runter. Und die Leute können halt einfach so Memes teilen und darüber sich halt austauschen. Und das funktioniert wesentlich, wesentlich besser. Aber du kannst ja bei Discord verschiedene Text-Channels machen und zum Beispiel einen Memes nennen, den anderen Spam, den anderen Ankündigung. Aber du hast nicht diese Gliederung, sondern es ist einfach so, wer das letzte Mal gepostet hat, der ist dann halt dran. So von wegen so. Und wenn du halt jemanden hast, der halt spammt, dann schwierig. Also wenn es um Memes und sowas geht, ist Subreddit so viel geiler. Also es funktioniert so viel besser, kommen super lustige Dinger rein. Ja, es macht wirklich Spaß. Also man muss es halt ganz anders betrachten. Aber bei dir wäre es halt auch, glaube ich, sehr, sehr passend. Voll. Also, du hast sehr viel Material, glaube ich. Also, wenn man auch viel streamt und so. Ja, und du kannst halt auch zum Beispiel dann einfach so sagen: einmal die Woche reagierst du auf die lustigsten Memes. Genau das. Das machen YouTube-Kollegen von mir. Und ich finde das halt extrem geil. Also, weil ich eh von meiner Community öfter mal gemeemt werde. Das ist halt dieses PewDiePie-Ding. Halt, du wirst halt erstmal hören, ist er von PewDiePie geklaut. Aber ich glaub, das ist ganz normal. Nicht so. Wir haben es jetzt auch gemacht. Wir machen es jetzt einmal im Monat. Ja, wir machen es einmal im Monat. Ich meine, wir müssen natürlich zugeben, es ist easy Content. Aber es macht Spaß. Ist voll. Ihr habt das Podcast-Format geklaut. Ja, Digga, du hast uns durchschaut. Wer hat es dann patentiert? Ich meine, gehen wir jetzt danach, wer das größte ist, Deutschland oder der größte Patent? USA oder sowas? Naja, von wegen der größte, den gehört's. Es ist dann Joe Rogan. Fun Fact, kennt ihr Hey L? Von Alberto? Ja. Dieses Hey L, dieses alte Format damals. Das war ja ein Frage-Antworten-Format mit Sketchen unterlegt. Und Alitels gab es früher. Alitels gab es 3 Monate früher und dann kam Hey L. Und trotzdem haben mir damals alle gesagt, ich hätte Alberto nachgemacht. Zu dem Zeitpunkt war der halt auch viel größer, ne? Ja, und dann hast du die Arschkarte. Das hatten wir auch so ein ähnliches Ding. Ja, wir hatten doch vorhin dann noch mit Annie the Duck, mit diesen, von wegen, Annie the Duck hatte irgendwann mal Wasser getestet. Von wegen unterschiedliche Wassersorten. Und ich habe das halt irgendwie gesehen und dachte so, warte mal, wir müssen Copyspace machen und statt Wasser nehmen wir Wasser, also Wodka. Wasser. Und dann haben wir halt Billig-Wodka. Wir sind zu allen Läden gegangen und haben den billigsten Wodka genommen und haben den getestet. Grauenvoll.
Hammer-Video. Ja. Und es kam halt so gut an, dass wir es dann halt nochmal gemacht haben. Und vor allen Dingen, als wir gesehen haben, dass der CPM so krass war. Der war Hammer. Das ist übel. Wir haben ein Shitload of Money damit verdient. Und haben es dann nochmal gemacht. Thema. Und dann hat sich irgendwann Anise Duck dann halt hat dann auch irgendwas getestet. Sie hat ja keinen Alkohol getestet. Sie ist ja nicht so ein Alkoholiker wie wir. Sondern, keine Ahnung, was sie getestet haben. Eistee oder irgendwie sowas? Ja, so Weicheikram halt. Dann hat irgendjemand halt gesagt, von wegen, das hast du von den Space Fox geklaut. Und dann hat sie sich da verteidigt. Ist halt aber auch so, ich meine, Essen das testen. Das Größere, das Bekanntere ist immer das Original in den Augen. Aber sind wir größer als sie? Ich glaube nicht. Aber es kommt so ein bisschen auf die Reichweite des Videos an. Ne? Also wenn euer Video jetzt beispielsweise 1 Million Aufrufe hat und ihr von Anni hat die Hälfte, dann ist das für viele ein Beweis irgendwie, dass ihr das zuerst gemacht habt. Es ist halt vor allen Dingen, es war tatsächlich, damals wirkte es so, als hätten wir 10 Arten groß gemacht. Ich muss mir mal wieder aufrecht hinsetzen, weil immer in dieser Cam sich so der Kopf abgeschnitten. Ja, du kannst im Prinzip auch noch ein bisschen weiter rüber. Eigentlich habt ihr das alle von mir geklaut, weil ich habe das mit Malternativ damals 2016 mit Energy Drinks gemacht. Oh, geil. Vor allem, lustigerweise macht Malte, also Malternativ Malte, ne? Das ist schon richtig, ne? Bin ich gerade. Der hat ja diesen Feierabend-Channel noch mit dem anderen Mann, dessen Namen ich nicht weiß. Und die machen jetzt in letzter Zeit auch diese, wir sitzen zu zweit vor der Kamera und trinken Alkohol-Videos und haben uns auch erwähnt. Finde ich auch sehr spannend. Schreit nach einer Cross-Aktion auf jeden Fall. Ich meine aber auch halt einfach Sachen testen. Alles zwischen ist gut. Oh, Sachen Alkohol, testen, Energy, ist halt so. Wasser. Das ist ja kein Format, was du patentieren kannst oder wo du sagen kannst, so, das macht nur der. Ich meine, Rhett & Link hatte ich vor kurzem nur mal kurz reingeguckt. Good Mythical Morning, da ist ja so jedes zweite Video, wie sie Essen testen. Ja, boah, habt ihr mal Sauerkrautsaft probiert? Ey, lustig! Erst vor 3 Tagen oder so. Echt? Ja, ich habe vor 3 Tagen. Wie findest du das? Ja, sauerkrautsaftig halt. Ich bekomme da immer so einen Würgereiz, also wenn ich das trinke. Ich habe das mal als Bestrafung gemacht, ja, wenn wir irgendwie so eine Try Not to Laugh Challenge gemacht haben und wenn da einer lacht, muss er einen Schluck Sauerkrautsaft trinken. Und ich finde das so unfassbar widerlich. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die finden das eigentlich ganz okay. Es soll sehr gut für den Magen sein und für den Darm. Ja. Also wenn man so krass irgendwie am Fasten ist oder so, dann so Sauerkrautsaft trinkt, ist wohl der Shit. Aber es ist mir relativ egal. Warum soll ich den Kack trinken? Der schmeckt halt brutal scheiße. Es ist halt so sauer, herb. Ich finde, das schmeckt einfach nur, und es riecht vor allen Dingen wie Kotze. Also wenn ich daran rieche, dann denke ich, das ist meine Kotze. Ah, nee. Ich habe nur Wurstwasser-Cola getrunken. Ich habe halt noch 400 Milliliter oder sowas zu Hause. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich sie dir schicken? Für Videos? Hier, warte. Andersrum. Er sollte das auf jeden Fall mal probieren, so ein Sauerkrautsaft. Okay, dann bringe ich ihn morgen ins Büro mit. Ja, vielleicht. Machen wir eine schöne Story. Ja, ist gut. Ey. Warte. Wir drehen morgen einfach ein Video, wo wir nicht lachen dürfen. Und wer lacht, der muss einen Shot Sauerkrautsaft trinken. Gut. Danke, das hat mir, als ich das gemacht habe, 1 Million Aufrufe, könnte auch funktionieren. Oh. Ja. Also die Leute wollen, die fragen mich immer noch, ich habe das seit über einem Jahr nicht mehr gemacht, wann trinkst du wieder Sauerkrautsaft? Ich habe es ja auch oder im Stream gesehen, im Chat. Oder kannst du mal wieder Sauerkrautsaft trinken? Hol mal den Sauerkrautsaft. Als hätte ich das immer im Kühlschrank, als hätte ich das immer hier, diesen Sauerkrautsaft. Warum soll Hol ich das nicht kaufen? Hol doch jetzt den Sauerkrautsaft. Oh Gott, ey. Nein. Cool. Schön. Finde ich toll. Ey, ich finde das krass, dass wir schon 2 Stunden reden. Also mir kommt das irgendwie vor, als wäre das vielleicht, also vom Gefühl her wie eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so. Wir haben jetzt über alles Mögliche geredet, vor allen Dingen. Ja, vor allem, es sind schon fast 3 Stunden, weil wir haben ja schon vorher das hier eingerichtet. Also es sind schon fast 3 Stunden am Reden. Wir sind ja hier 2 Stunden 26 für live. Ja, aber das ist ja das, was wir erhofft haben. Ich weiß nicht, hörst du viele Podcasts? Nicht viele. Also ab und zu. Aber also wenn ich halt irgendwas mache, womit ich mich ablenken muss. Weil als Beispiel, ne, wenn ich jetzt Sport macht mir eigentlich gar keinen Spaß, aber ich muss fit bleiben. Und da höre ich mir immer ganz gerne Podcasts ab, damit ich mich nebenbei noch auf was anderes konzentrieren kann, damit ich mich nicht auf den Sport konzentrieren muss. Damit man nicht merkt, dass man gerade Sport macht, ja. Ja, genau das. Aber, ja, also ich meine, Laufband oder sowas ist ätzend. Aufband, aber es ist sofort stinklangweilig. Also auch, wo die Fitnessstudios noch auf hatten. Merkel, mach wieder Gym auf! Da habe ich immer Podcast gehört, wenn ich trainiert habe. Weil es ist einfach eine nice Ablenkung.
Ich war halt irgendwie jetzt nicht so pro Podcast. Weil irgendwie, keine Ahnung, alle haben irgendwie Podcasts aufgemacht und dann waren so von wegen, ihr müsst einen Podcast aufmachen. Und dann war halt dieses, dachte ich mir halt so, aber warum? So, weil wir, wenn wir Themen haben, die interessant sind, dann machen wir daraus ein Video draus. So, von wegen, also, dass wir noch mehr Themen uns aus den Ärschen ziehen, die wir noch für Podcasts verarbeiten können. So viel haben wir nicht. Ich bin dann aber irgendwann auf den. Interessanter als man denkt, ne? Also viele lieben Podcasts und machen halt nebenbei was, keine Ahnung, Hausaufgaben, was auch immer. Und da ist das super chillig. Ja. Das Ding ist, ich bin dann halt auf den Joe Rogan Podcast gekommen, der den manchen wahrscheinlich irgendwie immer so ein bisschen falsch in den Hals kommt, weil der ist ja jetzt, der ist halt der erfolgreichste Podcast der Welt, deswegen ist er natürlich ein bisschen kontrovers und seitdem halt, er hat ja Alex Jones da, der ist ja jetzt ein bisschen weird, der Typ, wo er sagt, there's a fucking Fox guy! Aber der hat halt nur Gäste. Und sein Prinzip ist halt, einladen, reden. Kein Plan. Kein von wegen, es gibt einen Jingle und dann hast du die Karte und hast du eine Interviewliste oder sowas. Sondern du lädst die Leute ein, auf die du Bock hast. Deswegen hatten wir auch dich angefragt, weil wir hatten einfach das Bauchgefühl, es wird laufen. Ne? Wir quatschen schon. Weil wir haben, die Themen. Wir haben uns halt einfach ewig nicht gesehen, aber ich glaube, also wir haben von dir mitbekommen, du hast wahrscheinlich irgendwie auch von uns irgendwie so am Rand mitbekommen und wir haben voneinander mitbekommen. Ja, ja, genau. Und wir hatten halt immer irgendwie, dass der jeweilige andere existiert. Genau, und wir hatten halt auf jeden Fall immer das Gefühl, dass du halt super korrekt bist und ist halt, ne? Aber Spiegel, Bruder. Danke, danke. Spiegel. Jetzt beweihräuchern wir uns gegenseitig. So richtiger Cringe gerade von mir. Leute, ihr seht das doch auch im Chat, oder? Ihr seht das doch auch so. aber warte mal, worauf wollte ich hinaus? Genau. Korrekt, ne? Da waren wir denken voneinander eigentlich, wir sind korrekt, aber irgendwie haben wir mal dieses eine Video vor 500 Jahren gedreht und dann haben wir eigentlich nie wieder was miteinander gemacht und wir sind halt einfach so eine Schnullis, die halt auch sich nicht wirklich darum kümmern, ja, so soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und auf Leute zuzugehen. Ja, und es ist halt so, und es ist so verschenktes Potenzial, weil man merkt ja irgendwie, dass es halt Spaß macht, wir können uns gut unterhalten, so die Leute haben Spaß irgendwie. Super gechillt. Und das Prinzip ist auch so nach dem Motto, warum werden wir nicht fürs WASP-Projekt angefragt? Ich habe eigentlich gar keinen Bock aufs WASP-Projekt und ich habe auch nie jemand selber angefragt, aber insgesamt bin ich irgendwie so traurig, dass ich nicht angefragt werde. Wir haben uns jetzt einfach vorgenommen fürs Jahr, mehr mit Leuten quatschen, mehr mit Leuten machen, auch wenn es halt Corona ist, aber man kann halt wenigstens das hier machen. Genau. Ja, aber Plan ist halt, ich finde es halt interessant, mit Leuten zu reden. Also so funktioniert es halt, dass wir jetzt Gäste hatten. Ich meine, du bist jetzt Nummer 2. Letztes Mal hatten wir CEO. Mal sehen, wen wir als nächstes haben. Ich glaube, die meisten Leute haben auch Bock drauf. Also man denkt oft so, vielleicht kommt das ein bisschen komisch, wenn ich den anfrage. Hoffentlich denkt er nichts Falsches. Also das habe ich zum Beispiel sehr oft. Ja, genau. Dass genau. Leute irgendwie denken könnten, der hat Hintergedanken und so. Dabei hat man einfach nur Bock drauf. Und mir ist aufgefallen, viele YouTuber haben dieses Denken, was eigentlich schade ist, weil eigentlich könnten viel mehr Leute zusammen Sachen machen. Das Ding ist Kollaboration, das war früher halt das Ding. Jeder hat gesagt, ey, du musst Kollabos machen mit jeder Sau. Weißt du, Alexi Bexi hat früher für jeden Schwanz hat er diese Intros gesprochen und sowas. Ja. Alles gemacht. Und heutzutage habe ich das Gefühl, gibt es halt immer nur diese zwei, drei Leute, die was miteinander machen und das war's dann irgendwie. Das Ding ist, ich frage mich, warum das so ist. Schwierig, also, glaube ich, wird es halt bei wenn wir halt so andere anfragen, also die halt außerhalb der YouTube-Bubble kommen, weil ich innerhalb der YouTube-Bubble, finde ich, ist es halt so sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich meine, mit YouTube meine ich halt auch zum Beispiel Twitch-Streamer oder sowas. Du fragst an, hast du Bock? Und dann sagt sie, ob sie Bock hat oder nicht. Und es ist nicht so von wegen, ja, was kannst du zahlen oder sowas. So, ich meine, wenn wir vom Fernsehen angefragt werden, gut, da muss man natürlich auch sagen, wir wissen ja, dass die auch ohne Ende Kohle damit verdienen, dann sind wir so, hey, was könnt ihr zahlen? Aber wenn Rezo ist, ne, Rezo kam ja dann bei uns vorbei, hat auch so gefragt von wegen, yo, kann ich vorbeikommen, lass mal ein Video machen? So, ja klar, kann ich bei dir pennen? Ja klar, alles easy. So, da würdest du niemals auf die Idee kommen, dass du jetzt so sagst, von wegen, ja hier, ich möchte jetzt, also ich komme jetzt nur für 800 Euro die Stunde irgendwie in deinen Podcast rein oder irgendwie sowas. So, da ist ja, halt so ein ist ganz witzig, anderes dass es Thema Verhältnis. Ist, weil ich wurde erst gestern von einem Kollegen gefragt, der jetzt gar nicht so drin ist in dieser YouTube-Welt, wie das dann ist, wenn man mit anderen YouTubern Videos macht, so wegen Bezahlung und so. Also der ging wirklich davon aus, dass man immer irgendwie sagt, ja, hey, würdest du gerne in meinem Video mitmachen? So und so viel würde ich dir dafür zahlen. Das ist also aber so lief das halt immer in seinem Kopf ab. Und ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Aber also, ich finde, es ist nie erlebt. Für Außenstehende finde ich, ist es eine legitime Frage.
Es ist halt, glaube ich, auch beim Fernsehen eher so. Also es ist halt natürlich auch so nach dem Motto, würden wir dich jetzt anfragen für ein Video, was ein Placement ist und wir halt Kohle damit verdienen. Ja, ist klar, dass du damit was verdienst. Ja, ja. Das ist klar. Aber ansonsten, aber so? man gibt sich ja gegenseitig was durch die Aktion. Ja, und außerdem Videos und dann dieses Creator, also dass man halt auch einfach createn will, dass man einfach was machen will. Das ist halt auch, ne? Keine Ahnung, ich glaube, man hat einfach einen ganz anderen Bezug dazu. Es ist, lockerer auf jeden Fall. Also wenn ja, ich weniger werde, Geschäft im Vordergrund, sondern einfach, und vor allem auch, weil man weiß, es schadet ja nicht. So, ey, wenn Rezo vorbeikommt, ein Video mit uns macht und wir bei ihm dabei sind, als würde es uns irgendwie schaden. War nur lustig, ja, weil er dann ja da irgendwie vom Journalistenverband angekackt wurde und sowas und wir das nicht gerade beabsichtigt hatten. Ah, wegen dem Bildvideo. Ja, das war schön. Das war lustig. Das war toll. Ich finde das sau interessant. Jemand hat geschrieben, für Ausstehende wirkt das ja so, als wären alle YouTuber Konkurrenten. Ich finde, das ist auf Twitch, auf Twitch mehr, man, oder? Eigentlich. Auf Twitch vielleicht ein bisschen mehr dadurch, dass halt, wenn Leute gleichzeitig live sind, dass man sich vielleicht die Zuschauer so ein bisschen gegenseitig wegnehmen kann. Aber auf YouTube gar nicht. Also ich habe auch gar nicht dieses Gefühl, dass ich Konkurrenten habe. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe so meine Community und das ist halt das Geile mein Ding. Bei dem On-Demand-Ding halt, ja. Genau, ich glaub, und ab und zu macht man auch gemeinsam Sachen. Also das ist immer nur ein Win-Win. So, ich habe nie das Gefühl, dass mir irgendein YouTuber Zuschauer wegnimmt oder so. Ich glaube, es ist sogar eher das Gegenteil. Also bei Twitch ist tatsächlich natürlich ein bisschen schwieriger, weil du kannst jetzt nicht 3 Stunden 2 Leuten gleichzeitig zusehen oder 10 Leuten. Aber jetzt gerade, wenn es YouTube ist, 10 Minuten dieses Video, 10 Minuten dieses Video, 10 Minuten dieses Video. Je mehr gute Creator auf der Plattform sind, desto eher ist ja der Grund, auf diese Plattform zu gehen. Und je eher ist die Chance, dass du auch mit einschaltest. Und vor allem das, was wir ja gerade meinen, ist ja von wegen ja eben nicht, dass man sich als Konkurrenz betrachtet, sondern als Kollegen. Ja, true. Also ich hatte echt, glaube ich, noch nie so richtig dieses Konkurrenzgefühl auf YouTube. Ja, das ist. Aber es gibt bestimmt YouTuber, die denken so. Also es gibt ja aber alles. Das sind die fragen wir ja nicht, ob die mit uns arbeiten. Also das ist dann, das kann ich mir eher vorstellen von einem Leon Mascher oder irgendwie sowas. Aber wir hatten in unserer Anfangszeit, hatten wir schon quasi dieses, also wir haben jetzt sie nicht krass als Konkurrenten per se gesehen, aber so als Ziele, oh, den müssen wir schlagen und den müssen wir. Ja, wir wollten Twin TV überholen. Das hat aber auch damit zu tun, dass sie, ich weiß nicht mehr, ob ein Tag vor uns oder ein Tag nach uns war, hatten sie ihren Account auch erstellt. Also die waren so fast gleichzeitig halt erstellt. Und deswegen hatten wir sie immer so als, weil sie halt über uns waren. Aber das ist ja auch Motivation, ne? Das hatte ich damals mit Apple und Liv Lloyd. Also wir hatten wirklich 2012, 2013 rum so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja? Mal hatte Liv Lloyd wieder mehr Abos, dann hatte Apple War wieder mehr Abos, dann ich, dann wieder Apple War, dann wieder ich, dann wieder Liv Lloyd und dann wieder ich, ne? Also das war wirklich. Und da war das schon irgendwie, keine Ahnung, war man schon so ein bisschen darauf aus, ich muss mehr husteln als die anderen. Aber es war jetzt nichts Negatives oder so. Ich meine, wir haben in dem Zeitraum auch viel gemeinsam gemacht, das weiß ich noch. Und war pure Motivation. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt, in letzter Zeit so ein bisschen. Weil ich eher so, klar, ich habe halt meine Freunde und ich habe auch meine YouTube-Kollegen. Aber mit großen YouTubern habe so richtig aktiv zu tun, so richtig aktiven Kontakt, vielleicht mit 2 Leuten. Hm. Und ansonsten bin ich halt eher in meiner Community-Bubble, so mach einfach mein Ding. Was Vorteile hat und schön ist. Aber ich vermisse auch so ein bisschen dieses miteinander kollaborieren und keine Ahnung. Deswegen habe ich ja auch hier zugesagt. So einerseits, weil ich euch cool finde, weil ich dieses Format nice finde. Und weil man einfach, also ich liebe es einfach generell so über alles Mögliche zu reden. So dieses typische, obligatorische auf der Couch sitzen abends und mit seinen Freunden einfach über Gott und die Welt reden oder das Universum oder keine Ahnung. So, deswegen liebe ich auch Podcasts. Ja, und das ist auch ein bisschen was jetzt halt voll durch die ganze Corona-Geschichte irgendwie so untergegangen ist. Man kann irgendwie nicht mehr so richtig was so anständig miteinander machen. Aber es ist auch allgemein, dass halt YouTube alle so in ihrem Flow sind, alle sind in ihrer Routine drin, so dieses von wegen 2 Videos die Woche, bla, man ist so, verliert ein bisschen so die Leidenschaft. Ist halt schwierig. Ich meine, wir sitzen hier im Büro mit den Freuds und wir sehen ja halt auch dann kaum. Ja. Haben da jetzt aber auch mal wieder gesagt, von wegen, ey, lass mal, wir sitzen hier zusammen so, lass doch mal was Cooles zusammen machen. So. Ja, man kommt so in seinen Trott. Ich meine, das ist ja auch, warum du raus willst oder mal jetzt erstmal, ich weiß ja nicht, wie lange oder wie endgültig das ist, aber jetzt nach Madeira auswanderst. Du wolltest ja einfach ein bisschen. Einfach Abwechslung, ne? Weil du hast es in einem Video gesagt oder in einem Stream, dass du ein bisschen gefühlt hast, du wirst stehen bleiben oder so. Entwickelt sich nicht. Ja, also Madeira ist halt,
keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist super weird, wenn ich das so sage, aber ich wohne jetzt seit 7 Jahren in Köln und Köln fühlt sich so ein bisschen durchgespielt an. Also ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel mit Leuten aus Köln zu tun, also meine Freunde sind eher verteilt. Familie ist eh weit weg und zwar in Hamburg und keine Ahnung, Madeira würde für mich einfach Sinn machen, weil mich hält jetzt hier nicht so viel. Und dann habe ich halt so 2-3 Jahre angepeilt, da wohnen auch Freunde von mir, ein Kumpel zieht mit mir zusammen hin und ich weiß einfach, die Motivation wäre immens, also ich würde da richtig, richtig reinhusteln und hier habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht weiterkomme und deswegen bin ich halt so traurig, dass ich diesen Plan nicht erstmal weiterführen kann, weil die Flüge wieder alle gestrichen sind. Ich meine, ich glaube, gerade Corona ist gerade auch richtig heftig. Ja, das hätte da auch noch Problem rein. Haben, so stehen zu bleiben. Ja. Ich meine, ihr merkt bei uns, wir hatten jetzt zum Anfang des Jahres halt umgestellt ein paar Sachen, arbeiten auch an ein paar Sachen, die wir jetzt noch nicht bekannt gegeben haben. Oder wir machen schon neue Sachen wie das hier. Oder machen halt sowas hier. So. Und das tut gut. Ja, wir versuchen halt jedes Jahr irgendwie so ein bisschen was anderes zu machen irgendwie. Man darf niemals stehen bleiben. Mhm. Ja, wie du auch meintest, weil sonst wirst du halt im Kopf, wirst du halt langsam und es wird uninteressant und es fährt sich irgendwie ein. Und, ja, weil dann bist du halt nur so nach den Zahlen. Genau, es wird monoton, ja. Deswegen ist halt cool, dass du zum Beispiel diesen Schritt machst für dich. Du brauchst halt etwas, was dir auch dann so viel Motivation und Energie gibt, dass du einfach machst und gar nicht darauf erstmal achtest, ob es gut ankommt. Weil sonst man muss den Mut haben, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, weil die fühlt sich halt sehr sicher an. Ne? Man hat halt diese Sicherheit und man weiß das. Aber gleichzeitig kommt man nicht wirklich weiter und so fühle ich mich halt, weißt du, wie ich meine? So, ja. Dann, keine Ahnung. Das ist halt der Grund, warum ich das unbedingt machen will. Und wenn ich weiß, eine meiner besten Freunde, den ich jetzt seit Ewigkeiten kenne, mit dem ich mir auch eine WG vorstellen kann, kommt mit und der ist selber kreativ tätig, also er schneidet und filmt auch. Das ist einfach eine richtig geile Vorstellung. So klar, man spart natürlich auch Steuern so, ne? Der Steuersatz ist auf Madeira auch wesentlich geringer als in Deutschland. Aber wenn es nur darum ginge, dann würde ich nicht umziehen. Also wenn es nur das wäre. Ja, das wäre ein bisschen krass, wenn du nur... Aber ist dann die Steuern, nimmst du es dann... Also weil dein Gewerbe, ist es dann nicht theoretisch noch trotzdem deutsch irgendwie? Oder ist es dann direkt überzogen? Weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Stimmt, wie funktioniert das mit dem Entern und so? Weil dafür gibt es Steuerberater, die internationales Steuerrecht machen. Ah, okay. Also okay. Es ist ein kompliziertes Thema. Ne? Man will ja auch einen rechtssicheren Übergang. Ja, klar. Und, wir Ahnung von Steuern und nicht einfach eine Steuerberaterin. Oder keine der Ahnung. Wir sind Künstler, was wollt ihr von uns? Ja. Ja. Das ist weird, ist dann die YouTuber-Insel, die Portugal gehört, aber in der Nähe von Marokko ist. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon, tatsächlich. Alles durch Unge. Mhm. Dieser Unge. Dieser Wichser. Damals war das ja auch ein bisschen mit Köln, ne? Waititi, wisst ihr noch, Waititi sind erst hergezogen. Also stimmt, nach Köln. Denn es ist die wollten, dass wir nach Köln ziehen und wir sind fester Überzeugung, dass sie uns bei der Ponk-WG drin haben wollten, anstatt die Ape Crimes. Ja. Oder vielleicht auch mit den Ape Crimes. Oder mit halt, ja. Ja, Mediakraft wollte uns unbedingt damit rüberziehen. Aber wir waren noch mitten in der Ausbildung. Wir waren so, ey, die geht noch ein Jahr. Wir machen die jetzt fertig, auch wenn sie absolut nutzlos ist. Ja. War ich wahrscheinlich besser. Ich habe ein paar Videos in der Ponk-WG, also die hatten ja auch gar keine Privatsphäre. Ne? Also die haben wirklich dort gewohnt. Also die Apes haben da wirklich gewohnt. Wir haben ja einmal da gepennt. Ja, und manchmal war das so, dass einfach Leute mit Kamera-Equipment ins Zimmer kamen, während man da noch geschlafen hat. Wow. Also das ist mir sogar selber passiert. Ne? Wow. Ich habe da gepennt im Wohnzimmer und wurde irgendwie eines Morgens um 7 Uhr morgens, kam dann so ein Kamerateam rein, hat alles aufgestellt und das war super weird. Wow. Wir kamen da ja auch an und dann war da Genghis halt noch, kam da relativ früh an und Genghis war noch so voll verschlafen und der war so mega pissed, weil er war so, wir hatten keine Ahnung, dass er kommt. Und der war halt so von wegen, hätten wir gewusst, dass ihr kommt, dann hätten wir auch was für unseren Kanal gemacht, weil wir haben durchaus Bock, was mit euch zu machen, weil wir mögen euch. Aber hat uns niemand gesagt, aber ey. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Mediakraft aufmachen sollten. Dem wurde vieles nicht gesagt, auf jeden Fall. Aber ja, also Waititi kam ja mit Mediakraft her, dann sind Abram dann gezogen. Abram haben mich überredet, auch nach Köln zu ziehen und dann, keine Ahnung, Ung ist dann hergezogen, Dena ist dann hergezogen und dann sind die ganzen Hamburger hergezogen. Ne? Und dann gab es ja noch die Berliner. Und waren für mich immer so die zwei YouTube-Hauptstädte. Aber jetzt ist das super verteilt. Also alle sind irgendwo. Ja, Ja. Also stimmt. Also in Köln sind gar nicht mehr so viele tatsächlich.
Ja, stimmt. Ja, aber auch natürlich auch Mediakraft und so eine großen Konstrukte existieren ja auch gar nicht mehr. Mediakraft ist jetzt einfach Gamigo, also die Videospielhersteller. Ja, ich weiß. Aber es ist nicht mehr so, als gäbe es diese eine Firma, die irgendwie 50.000 Leute unter Vertrag hat. Das, ja, ja, das hat sich schon so ein bisschen aufgesplittet. Alle haben so quasi, sind bei ihren Managements und haben auch lieber so kleine Managements von wegen, ich habe so diese Person, mit der ich zusammenarbeite, die vertritt dann so 2, 3, 4 Leute. Weißt du, damit auch eine richtige direkte Betreuung hast und nicht mehr diese eine große Firma, die dann halt alle hat. Und weil wir auch die alle Erfahrungen gemacht haben, die kümmert sich dann scheiße um dich und interessiert sich nur für sich selber und Mediakraft hat sich ja nur für die Investoren interessiert. Dann wurde auch irgendwie 5-mal verkauft oder so. Ja, hin und her. Schrecklich. Ja, super strange Angelegenheit. Da können wir mit Christoph Kracht mal drüber reden. Das stimmt, ja. Ja, überlegt, ob wir ihn einladen. Wir werden ihn nochmal einladen. Das wäre eine gute Idee. Also, ja. Ich glaube, der würde wirklich mitmachen. Ja, also, der kennt uns auch. Wir sind halt auch voll cool mit ihm. Also, wir haben uns öfter nochmal nach der ganzen Geschichte gesehen und so. Also, super Hallo, entspannt. Hallo, Jungs. Das ist eine sensationelle Idee von euch. Ja, also, er ist ja jetzt nicht komplett unschuldig bei der Sache, aber er war auch nie das Hauptproblem. Er war doch der Liebste von allen da eigentlich. Oder nicht selber rausgeekelt oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ja, er hat auch eine nicht so nette Geschichte. Also da ist auch einiges passiert bei ihm im Leben. Aber der eigentlich Schlimme ist halt Spartacus gewesen, ne? Und Astrid. Boah, ich hab da gar keinen Überblick gehabt, ehrlich gesagt. Spartacus war ja der Chef im Endeffekt. Das war ja eigentlich der Typ. Und der Hauptgrund, warum die super beklopptesten Entscheidungen geführt waren, war seine Frau. Die war geisteskrank. Ja. Okay, warte mal. Stopp. Cool, dass ich das 8 Jahre später erfahre. Er glaubt, sie wäre das. Nein. Nee, stopp. Ja, ich weiß. Wir müssen dich rechtlich absichern. Wir müssen dich rechtlich absichern. Das war die unprofessionellste Frau, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Und die hat so viele Entscheidungen getroffen. Die hat halt einfach 30. Die Klagen kommen schon. Die hat ein Set bauen lassen für 15.000 Euro für ein Format, was nicht mal abgenommen wurde. So geil. Und dann war sie von wegen, es hat mit Weltraum zu tun. Ihr seid die Space Fox, macht da mal was mit. Und wir waren so, nee. Das ist scheiße. Und dann haben sie es irgendwo hin transportieren lassen, Set abbauen lassen. Es hat wieder 10.000 Euro gekostet. Und dann wurde das Format wieder nicht übernommen. Ist nie was draus geworden. Wo ist das Geld hin? Ja, das ist schrecklich. Das, nur die Investoren wissen es. Warum vielleicht. Wir halt mit großen Firmen nichts zu tun, also weniger nichts zu tun haben wollen, aber sagen wir mal halt, warum wir gerne independent und klein bleiben wollen, sagen wir so. Independent und klein ist damals generell ein bisschen komisch gewesen, ne? Also mit, da war auch so ein Ding, dass man AdSense irgendwie super viele abgibt und so, und weirde Zeiten. Ja, die sehr wild. Wir helfen dir und dafür gibst du 30% von deinen Einnahmen ab. Hm. Aber da machen wir eigentlich gar nichts. Die dir zustehen. Ja, das aber sie machen ja die Cross-Promo. Du bist ja dann in diesem Plan drin von der Cross-Verlinkung. Die liken ja mit Waititi deine Videos und dadurch bekommen die das mit und so. Das war ja auch so ein Ding, hat ne? Damals also funktioniert. Damals ging es hat das, ja. funktioniert. Stimmt. Dann hat YouTube aber gesagt, das wollen wir nicht. Dann haben sie es eingestellt und hat es nicht mehr funktioniert. Ja. Und dann war so dieses von wegen, ja, ihr habt ja dieses Hochhaus mit 30 Angestellten, die nichts für uns machen. Warum sollen wir euch Geld geben? Und dann haben wir uns rausgeklagt, das hat nicht funktioniert und dann waren wir draußen, weil die Frist abgelaufen ist. Ja, weil es ausgelaufen ist. Oh, ja gut, so geht's auch. Impeachment, Mediakraft. Ja, ist anders damals gewesen. Die guten Zeiten. Aber ey, man hat viele Leute kennengelernt. Ja, nee, es war schön. Es waren auch schöne Sachen. Also es war auch cool. Ja, vor allem die ganzen Angestellten. Also wie gesagt. Die Leute, die da gearbeitet haben, also teilweise gearbeitet haben, die waren richtig vorher, bevor der Stream angeht, haben wir über sie geredet. Lena, mit der wir jetzt immer noch zusammenarbeiten, war damals Mediakraft angestellt. Jetzt hat sie sich selbstständig gemacht und wir arbeiten immer noch mit ihr zusammen, weil es halt eine sehr talentierte Persönlichkeit war. Ist gerade eben gestorben. War ganz früh auch meine Managerin. Ja. Absolute Ehrenfrau. Und im Endeffekt, die Firma war so dumm, sie bei sich zu halten. Also ist sie gegangen und macht jetzt ihr eigenes Ding. So funktioniert es. Ja. Talentierte Leute gehen weiter, wenn du sie nicht bei ihnen hältst. Oder keine Möglichkeiten bietest oder schlecht behandelst. Pipapo, etc. Naja. Aber ja, es ist alles so ein bisschen verstreuter, das stimmt schon. Ich weiß noch, 2014 war wirklich die Zeit, wo vor allem in Köln extrem viele YouTuber auf einmal so in Anführungsstrichen aufeinander hockten. Und alle hockten irgendwie bei Tube One in diesem Lager. Und dann war das teilweise wie so eine Jugendherberge, ne? Also da war da irgendwie Sam Desu, Lea Marcher, Dima, Shireen David, Ju, ich, also wirklich alle. Und ich weiß noch, wie ich zu Ju damals gesagt habe, yo, schau dir diese Leute an,
die werden alle Beef haben in einem Jahr. Das wird ja niemals. Also die Sache ist, dass, weil das sind halt so unfassbar unterschiedliche Charaktere, die überhaupt nicht zueinander passen. Und das Einzige, was sie gerade, also in diesem Moment miteinander verbindet, ist YouTube. Und das war's. Ja, auch sehr unterschiedlich auch so, wie ich geworden, das, also ich hab's gejinxt, also es ist, was heißt gejinxt? Ich hab's nein, du hast es vorhergesagt, genau, du bist Nostradamus, Ende. Ja, ja. Shireen David, die ja jetzt ja komplett andere Liga ist und ja, Leon Mascher ist Leon Mascher und so, also. Ja, aber finde ich auch krass irgendwie, weil damals haben wir mit Shireen David da einfach nur gechillt und geredet und jetzt ist die, diese große Künstlerin. Mit den langen Fingernägeln. Keine Ahnung, es ist... Ich beschäftige mich nicht sehr viel mit ihr, ist nicht so, ist nicht meine Musik einfach. Aber wenn es für sie interessant funktioniert, ist es doch schön. Ja, ist trotzdem, ist es interessant, wo halt Leute hingehen. Doch genau und so, ne? So eine bin ich. Verdammt, ich glaube, ich muss mir was anhören von ihr. Klingt super, super eingängig. Mm. Oh, ich muss pinkeln, Leute. Ich glaube auch, es reicht, oder? Was heißt, es reicht? Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, die Leute schalten noch langsam ab und müssen ins Bett, weil morgen ist wieder ein Wochentag. Ins Bettchen. Oh, warte, ich habe ganz vergessen, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ey, noch ist es ich Mittwoch, meine Kerle. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Für mich, wenn du gesagt hättest, es ist Freitag, hätte ich dir, glaube ich, geglaubt. Ja, aber nein. Aber es hat Spaß gemacht, ey, das war richtig cool. Nee, ja, war auch war sehr, voll, sehr schön. Voll also, ich entspannt. Meine, normalerweise ist eigentlich so, macht, also, das war unsere alten Streams, Podcast ist ja noch was anderes. Haben wir 20 bis 22 Uhr, jetzt haben wir einfach durchgelabert. Ist doch genau das, was wir wollten, weil du kannst ja auch mit jemandem anderthalb Stunden interessant reden und dann merken, so, wir haben es durch und Ende machen. Das ist ja, die Zeit sagt ja jetzt nicht aus, ob es besser oder schlechter ist. Wahrscheinlich wird. Auch chilliger, Zeit wenn man nicht die ganze Zeit denkt, aus. So, oh, genau da müssen wir aufhören, sondern wenn das halt auch so ein bisschen Open-End ist, damit das, damit man sich da nicht so. Na, aber so, ich merke auch, dass ich nachlasse. Ja, nee, man wird auch müder. Also wir haben jetzt nicht, also ich bin um zum Beispiel 7.30 Uhr aufgestanden, deswegen habe ich schon mehr Tag hinter mir und weniger Energie jetzt am Ende des Tages. Ich bin auch irgendwann aufgestanden. Also für mich ist morgens. Ich bin hier echt schlafen die Eule. Sei Dank. Ich bin hier echt die Lerche unter den Eulen. Ach, Kinder, nee, es war echt gut entspannt. Ja, war schön. War sehr und, schön, danke. Vielen Dank. Hat Bock gemacht, wirklich. Danke nochmal für die Einladung. Danke, dass du auch so easy warst. Es war ja schnell geklärt. Genau. Ja, das war hat mir auch so ein bisschen den Tag versüßt. Ne? Also wie gesagt, jetzt die Nachricht von der Fluggesellschaft, nicht so geil, aber der Podcast hat gute Laune gemacht. Sehr schön. Fall. Und wir haben ja auf jeden Fall noch ein Date. Wir müssen ja dieses blöde Trinkspiel nochmal live machen. Oh Gott. True. Also sag Bescheid, ich bin sofort dabei. Wir bleiben in Kontakt. Okay. Nice. Okay, dann würde ich jetzt. Noch Trinkspiele? Naja, darum geht's doch, dachte ich. Okay, alles klar. Nee, ich dachte, wir saufen nur, aber mit Trinkspielen ist natürlich besser. Ja, natürlich. Hallo? Können wir uns irgendwelchen blöden Scheiß angucken und wer lacht, muss trinken. Gut, ich werde jetzt erstmal diesen Stream beenden und dann werden wir uns privat nochmal Tschüss sagen. Deswegen sagen wir jetzt mal Tschüss an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Wir sehen oder hören uns nächste Woche im Stream wieder. Wer weiß, ob wir da einen Podcast-Gast haben. Keine Ahnung, vielleicht machen wir auch eine andere Art. Hey, wir sind die Space Rocks, wir sind voll wild, wir machen immer was anderes. Vielen Dank an Vic. Abonniert seinen Kanal, schaut ihn auf Twitch. Wir haben das in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Mag. Genau, das liebt er die Frage. Und mit Senf. Bitte. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Aus auf jetzt. Nein. Tschüss. Ja.